herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 401. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Brotbäcker Marvin. Hallo, hi. Die Patricia ist mit dabei. Hallo. Und der Duke natürlich. Ja, servus, hallo. Ich finde es so geil, dass du nur noch Duke heißt. Ja. Ich bin nicht mehr raus aus der Nummer. Nee, ja. Definitiv nicht. Gute Dinge setzen sich durch, das weißt du doch. Unbedingt. Ja, wir wollen heute ein kleines bisschen reden über Paderborn und viel mehr über das Thema, wie bewerten wir so diese Saison und auch mit so ein bisschen Blick nach vorne, da tut sich jetzt auch das ein oder andere oder hat sich das ein oder andere getan und wir haben auch wieder ein paar Dummschwätze, über die wir heute sprechen müssen, aber erstmal frohe Kunde hier zu verteilen. Wir haben uns entschlossen, Patricia hier als ständigen Dauergast aufzunehmen, nachdem wir so viel Feedback von der Hörerschaft und Hörerinnenschaft bekommen haben, dass sie doch bitte öfters dabei sein sollen, bis hin zu einem Hörer, der uns sogar 5 Euro geschickt hat, damit Patricia hier teilnimmt. Also wenn das mal nichts ist, würde ich sagen. Also wenn das mal nichts ist, ja. Quasi hier eingekauft jetzt. Quasi hast du dich hier von anderen Menschen einkaufen lassen, mehr oder weniger, das ist weit, richtig. Weit unter Wert natürlich. Das ist das definitiv und abzüglich Steuern und Bearbeitungsgebühren bleibt da eigentlich auch nichts mehr übrig, aber trotzdem, ja, herzlich willkommen als Dauerteam-Bestandteil, whatever wir es nehmen sollen. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Ja, herzlich willkommen, muss man ja wirklich sagen, ja. Wolltest du schon sagen, herzliches Beileid? Herzliches Beileid, ja. Stimmt. Genau. Patricia, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du jetzt Teil dieses Podcasts bist. Wie gesagt, ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es auch cool, dass du da Bock zu hast und das wird eine gute Zeit. Ja, ich freue mich auch schon drauf. So, dann sprechen wir doch auch mal über dieses Paderborn-Ding, zumindest mal so kurz. Es ging ja im letzten Spiel um nicht wirklich was. Wir hatten ja alle am Anfang gehofft, so okay, möge es am letzten Spieltag gegen Paderborn um nichts mehr gehen. Das war ja auch fast so bis auf so dieses bisschen TV-Geld und die Eintracht hat es am Anfang auch ganz ordentlich gemacht. Aber am Ende fand ich es dann auch wieder unnötig spannend, dann mit diesem 3-2 als Ergebnis. Und da muss man ja auch ernsthaft sagen, da hatten wir auch mehr Glück als Verstand, wenn Paderborn ein bisschen effektiver gewesen wäre und wenn es für die vielleicht auch noch um ein bisschen was gegangen wäre, dann weiß ich nicht, ob wir tatsächlich mit der Art und Weise, wie wir da am Ende gespielt haben, als Sieger vom Platz gegangen wären. Es war ganz ehrlich, also ich muss ja sagen, es war schwierig zu verfolgen. Ich habe auch leider nur einen Bildschirm gehabt, bin dann immer wieder hin und her geswitcht, weil ich auch natürlich schon zum Teil die Konferenz geschaut habe, muss ich ganz ehrlich zugestehen, weil das Eintracht-Spiel war ja jetzt, sag ich mal, von der Spannung her, von der erwarteten Spannung her nicht das ganz oben platzierte. Muss aber sagen, ich bin dann immer öfter, als ich gemerkt habe, okay, die Situation in Bremen zeichnet sich klar ab, bin ich da wieder zum Einzelspiel geswitcht und muss dann halt feststellen, dass die Eintracht da echt mal erstmal gute Tore gemacht hat. Ich fand Rode mit einem sehr, sehr sehenswerten Tor. Du merkst schon, da hatten auch Leute Bock. Aber wie man sich dann spätestens nach dem 3-1 doch wieder hat ja einlullen lassen, das war dann zwischenzeitlich sehr gefährlich. Patricia, denkst du, das hätte noch das 3-3 sein können oder hätte das eigentlich sogar zählen müssen? Ich kann es mir vorstellen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich gesehen. Ich habe Konferenz geschaut und ich habe die Zeit gestoppt, wie lange die Eintracht gezeigt wird in einem sehr, sehr irrelevanten Spiel. Oh, okay. Und es waren 4 Minuten 18 und man muss bedenken, dass 5 Tore gefallen sind. Also pro Tor nicht mal eine Minute Sendezeit. Wow. Daher habe ich genau ganze 4 Minuten 18 vom Spiel gesehen und da eigentlich auch nur die Tore. Habe dann natürlich die Highlights mir angeguckt. Aber ich denke, das, was ich von den Highlights her gesehen habe, geht das schon in Ordnung. Man hat ja dann auch wirklich nachgelassen und dann ist es halt ein 3-2. Unterm Strich irrelevant, aber in Ordnung so. Und dann freue ich mich auch über einen 9. Platz, muss man sagen, ja. Wie es ist. Ja, das stimmt. Aber es war doch auch, wie wir im Vorhinein gesagt haben, die Luft war so ein bisschen dann auch gerade nach dem Anschlusstreffer, war einfach die Luft auch bei der Eintracht so ein bisschen raus, fand ich. Auch so diese typischen, wir haben ja schon auch dann die Tore, wie sie auch gefallen sind. Für uns, Marvin, du hast schon gesagt, skurril, was da im Strafraum bei Paderborn abging. Dann kommt der Ball zu Rot und er zieht das Teil wirklich schön ins Tor rein. Das hat mir auch gut gefallen, muss man tatsächlich sagen, ist ja mittlerweile Rode, ich weiß nicht, die Saison, glaube ich, 3 Tore gemacht. Ist ja, vielleicht wird er unser neuer Goalgetter. Nein, ist ja wirklich
ist ja wirklich was, was wir lange wo wir uns beschwert haben, auch aus dem Mittelfeld müssen mal mehr Tore gemacht werden und so weiter. Nee, hat mir gut gefallen, dass er da auch getroffen hat. Dann vorne auch die Situation mit Silva, der wieder genetzt hat. Guter Laufweg, klar, die Abwehr von Paderborn war dann auch wirklich teilweise löchriger Käse, auch gerade auch beim Tor von Dost. Ja, aber trotzdem musst du, wie du schon sagst, musst du den Weg halt machen. Also das eine ist ja, wie leicht der dann da durchkommt, aber allein das Gespür dafür zu haben, okay, ich laufe da jetzt hin, in der Erwartungshaltung, dass der Ball halt genau dahin gespielt wird. Also das ist ja das, was den Stürmer dann da vorne einfach auch auszeichnet. Von daher... Völlig richtig. Völlig richtig, René. Aber jetzt kommt ja eigentlich, das sind ja so die positiven Punkte, wo ich auch sage, Dost auch ein schönes Tor gemacht, schön alles prima. Aber dann kommen wir wieder zu den Schwächen, die wir ja auch die ganze Zeit bei der Eintracht gesehen haben. Dann da, ich weiß gar nicht, was Trapp in der Situation da wieder veranstaltet. Dann natürlich, die Zuordnung nicht gestimmt. Ja, einfach blöd, ne? Dann kriegst du das 3-1, dann geht so ein bisschen weiter. Das ist im Endeffekt was gewesen. Du hast gemerkt, dass es nicht mehr um viel geht. So die letzten Körner haben dann auch gerade mental meiner Meinung nach zumindest gefehlt. War teilweise einfach ein Schritt zu spät. Und dann ist es logisch, dass du nochmal eigentlich in so einen Strudel kommst. Dann 3-2 und dann natürlich am Ende. Es hat mich halt sehr geärgert. Und Marvin, wir haben es ja auch schon im Chat so ein bisschen geschrieben gehabt. Es war halt schade, dass Hütter am Ende dann einfach die Situation nicht mehr genutzt hat, um Russ oder sowas zu bringen, sondern anscheinend wirklich auch auf ein Ergebnis gezielt hat mit diesem 3-2. Wollte da anscheinend unbedingt nochmal gewinnen. Ist natürlich schade, dass dann gerade ein Russ nicht mehr zur Spielzeit kommt oder auch ein Fernandes nicht mehr zur Spielzeit kommt. Es ärgert mich halt dann an der Stelle ein bisschen, weil ja, im Endeffekt, klar war es jetzt toll, dass wir nochmal da 3-2 gewonnen haben. Hättest du aber am Anfang nicht so unnötig dann nochmal in der zweiten Halbzeit unnötig spannend machen müssen, dann hätte das vielleicht ein bisschen entspannter am Ende mit ein paar Auswechslungen noch passieren können. Ist so das Gesamtbild, was mich dann ein bisschen genervt hat, aber wie gesagt, wir haben es uns doch eigentlich schon vorher gedacht und ich war überrascht, dass wir 3-0 kurz nach der Halbzeit geführt haben. Also, ja, das stimmt. Ne? Aber lass uns vielleicht ein bisschen, oder seht ihr das anders? Nee, lass uns doch vielleicht mal gerade bei dem Punkt bleiben, weil ich glaube, der ist auch noch so ein bisschen der relevantere Punkt bei dem Spiel, was du gerade angesprochen hast, die möglichen Abschlusszeiten von Fernandes und Russ, die ja auch beide dann jetzt ihre Karriere beenden, wobei Marco Russ ja der Eintracht als ja, Teil des Analystenteams erhalten bleibt. Hütter hatte ja im Vorfeld klar gesagt, sie haben alle, sind alle im Kader für den Spieltag. Er hat aber auch ja im Vorfeld klar gesagt, man will das Spiel jetzt noch gewinnen, zum einen, um die Saison jetzt auch erfolgreich abzuschließen und weil es ja dann doch auch nochmal so um die Frage geht, der Tabellenplatzierung, um dann da auch noch den ein oder anderen Euro mitzunehmen. Und da ist ja auch in dieser Gewichtung der Fernsehgelder, die dann ausgeschüttet wird, ist ja auch die aktuelle Saison die dann am wichtigsten gewertet wird. Und ich glaube, im Verhältnis ja, auf jeden Fall irgendwie recht, sind ja quasi die ersten 75% der Fernsehgelder werden ja nach dieser 5-Jahres-Wertung ausgeschüttet, wonach, wie gesagt, ja die aktuelle Saison die ist, die am höchsten gewertet wird. Also das macht ja dann schon auch ein bisschen was aus, wie viel Geld die Eintracht dann im Kader hat. Und ich glaube schon, dass er Russ einwechseln wollte, aber das Problem halt hauptsächlich war, dass die Mannschaft das ja auch so ein bisschen versaubeutelt hat, indem sie halt eben so unkonstant dann in der zweiten Hälfte gespielt haben. Also da geht, glaube ich, der Großteil dieser verpassten Chance auf die Mannschaft. Was ich aber sehen konnte, so in den sozialen Medien, wenn ich nebenbei Twitter oder irgendwas auf hatte und auch wie der Kommentator dort agiert hat, weil ich habe es nicht in der Konferenz geguckt, ich habe das Einzelspiel geguckt, wie man das ordentlicherweise macht. Das ist minutenlang immer wieder gefordert worden. Also das war so das größte Thema in diesem Spiel. Nicht schießt die Eintracht noch ein Tor, sondern das ging ab der 60. Minute permanent die Frage, wann kommt Russ? Ja, darf ich aber mal, genau, ich habe das auch gesehen, aber darf ich mal zwei Sachen auseinanderbrechen. Und zwar auf der einen Seite ist es so, erinnert euch an die vergangenen Jahre der Eintracht beim Abschluss der letzten Spieltage. Da hat die Eintracht regelmäßig die Spiele verloren. Das ist richtig. Ja, natürlich haben wir jetzt nach dem 3-0 nachgelassen und es war knapp. Es hätte tatsächlich sogar 3-3 stehen können. Das zurückgenommene Tor war durchaus fragwürdig, ja, aber trotzdem, wir haben dieses Spiel gewonnen. Das heißt, im Gegensatz zu der dramatischen
erbärmlichen Niederlage, die wir letztes Jahr in München kassiert haben, zu den Spielen davor, die in der Regel immer verloren gegangen sind. Erinnern uns ein paar Jahre davor, haben wir Schalke das letzte Spiel verloren. Da ging's ja auch noch um viel und hier ging es tatsächlich um gar nicht mehr viel. Du hast aber trotzdem gemerkt, dass Hütter halt, ich sag's mal positiv, geil auf diesen Sieg war und den wollte. Und ich finde, das muss man irgendwie auch positiv konnotieren. Ja. Und man muss auch sagen, dass es eine gute Sache war, dass die Eintracht die erste Halbzeit sehr gut gespielt hat. In der zweiten auf jeden Fall nachgelassen. Natürlich ist es da auch so, dass die Saison auch, glaube ich, extrem anstrengend war. Darüber können wir ja gleich noch sprechen. Aber am Ende steht der Sieg. Und ich kann da natürlich auch verstehen, dass ein Adi Hütter, der sehr, wie soll ich sagen, sehr ehrgeiziger Typ ist, dass der halt sagt, er will das nicht dadurch gefährden. Und noch ein anderer Punkt. Jetzt kommen wir genau wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Na klar ist es so, dass viele Fans ihn gefordert haben. Ich will aber auch sagen, am Ende spielt er dann halt zwei Minuten vor einem leeren Stadion. Ich glaube, man vergisst ein Stück weit, dass die Emotionen, die man selbst in diesen Minuten hat, wenn man dieses Spiel guckt, nur daher kommt durch Gewohnheit. Denn die erhoffte, sag ich mal, Einlösung, das von dem, was man denkt, das passiert ja nicht. Du bekommst keinen Raw, du bekommst keinen Jubel, du bekommst keinen Marco Ross, das bekommst du alles nicht. Das hättest du nicht bekommen. Es wäre eine total emotionslose Kiste gewesen. Und wenn du das Interview danach auch anhörst von Marco Ross, dann hat er selber kein großartiges Problem damit gehabt. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass die Eintracht sagt, wisst ihr was, Fernandes, Ross, ihr bekommt alle, wenn es wieder geht, ein schönes Abschiedsspiel. Im Zweifel nächstes Jahr im Sommer, whatever. Dann ist es halt ein Jahr später. Und dann kicken die halt 10 Minuten, 15 Minuten und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es eher dahin geht. Und ich glaube, dass es nicht, also für mich ist persönlich nicht so dramatisch. Patricia, wie siehst denn du das? Ich sehe das, also das sind auch die Punkte, die ich jetzt dazu gesagt hätte. Ich sehe das ganz genauso wie du, Marvin, jetzt. Was ich vielleicht noch problematisch gefunden habe, ist eher die Aussage von Bobic dazu, dass Danke. Er meinte, er kann sich glücklich schätzen, beziehungsweise die können froh sein, also es ist Wertschätzung genug, dass sie überhaupt im Kader stehen oder irgendwie sowas in der Art. Er war auf der Bank, ich denke, wow. Das ist Respekt genug. Das war die Aussage von Bobic direkt im Interview danach und ich bin vollkommen bei Marvin. Das hätte den Spielern nichts gebracht, weil da sind keine Fans, da hätte keiner gerufen, keiner gejubelt. Das kannst du beim ersten Heimspiel mit Fans, kannst du die immer noch einmal da irgendwie hinstellen und trommeln lassen und so weiter. Ist vollkommen okay, ich verstehe auch das Ansinnen von Hütter, aber diese Aussage von Bobic, der wäre, wenn du das mit dem gemacht hättest in seinem letzten Spiel, egal ob mit Fans oder ohne, und hättest dem gesagt von wegen, ey, Digga, mach mal Ruhe, du sitzt auf der Bank, das ist Respekt genug, der hätte ich mit Leib und Seele aufgefressen. Und dann so einen Satz zu bringen, da geht mir heute noch die Hutschnur hoch. Ja, ich fand das auch sehr, also zumindest unglücklich formuliert, sagen wir so. Ja. Also wenn du es gar nicht Patrizia, mitbekommen. Okay. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Ja, oder beziehungsweise ich hatte es irgendwann mal gelesen und ich habe es wieder verdrängt. Ja. Aber Patrizia hat vollkommen recht, das ist natürlich eine Aussage, die geht so nicht. Das sind ja keine Spieler, die überhaupt nichts geleistet haben. Und bei allem Respekt, auf der Bank ist schon Respekt genug. Also, wow. Ja, ich meine, ich verstehe, was er damit sagen wollte, aber er hätte es ja anders formulieren können. Er hätte ja sagen können, so nach dem Motto, wir hätten ihn gern gebracht, der Sieg war aber wichtig, wir haben mit dem Spieler kommuniziert und wir werden einen anderen Weg finden, ihn gebührend zu verabschieden. Dann hätte da keiner irgendwie ein Ding draus gemacht. Aber dieser eine Satz war so unbedacht formuliert, das glaubt man gar nicht. Ja, also das, da kann ich dann auch verstehen, wenn man sich aufregt. Ja, also das kann ich völlig auch nachvollziehen und Marvin, auch deine Argumentation kann ich völlig, völlig gut nachvollziehen, weil es einfach emotionslos gewesen wäre. Trotzdem auch nur mal so weitergesponnen, so ein bisschen taktisch mit Zeit von der Uhr nehmen und so weiter und so fort und trotzdem dann den Effekt, ich weiß nicht, also ich glaube, die Gelegenheit hätte sich gerade dann am Ende, wo es so hektisch abging, diese letzten 3 Minuten in der Nachspielzeit, weiß ich jetzt nicht, ob da nicht noch die Zeit gewesen wäre, außer beide sind wirklich so noch so verletzt, also wirklich überhaupt nicht gerade laufen können und keinen Ball gerade schießen können. Ansonsten war es einfach für mich eigentlich, hat sich die Situation dadurch für mich sogar fast aufgedrängt, die Spieler nochmal einzuwechseln, um einfach einerseits dieses Respekt, ihr dürft nochmal, andererseits, wir nehmen noch ein bisschen Zeit von der Uhr und bringen mal ein bisschen Ruhe ins Spiel. Aber ich denke, genug zu der Thematik, ist auf jeden Fall alles ein bisschen blöd gelaufen. Und ich hoffe auch drauf, und da Marvin auch dein Wort in Gottes Ohr, dass wir im Endeffekt die Jungs nochmal auf dem Platz sehen in so einem schönen Abschiedsspiel. Und dann sind wir doch, denke ich, alle zufrieden.
Ja, ich hoffe sehr, dass das passiert. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich glaube auch, dass das ich meine, auch Russ und auch Fernandes und auch De Guzman, das sind alle Spieler, die haben mit der Eintracht viel erlebt. Und auch in dieser Stelle hier jetzt im Podcast auch mal die Möglichkeit zu sagen, Respekt dafür. Ich meine, wie lange uns ein Russ begleitet hat, das darf man nicht vergessen. Also das ist eine richtig lange Zeit und welche Leistung er auch abgeliefert hat. Das ist ein Eintrachtler durch und durch. Fernandes hat sich innerhalb gleich am Anfang seiner Eintracht-Karriere auch hier richtig reingespielt. Er ist ein unfassbar wichtiger Mensch und, wie soll ich sagen, Connector gewesen innerhalb dieses Teams. Und De Guzman hat immer wieder, obwohl man ihn nie so richtig auf dem Zettel hatte, hat er immer wieder Leistung gebracht und war ein stabiler Rückhalt. Und du konntest den auch jetzt beim letzten Spiel immer noch gut bringen. Also du merkst, das sind Spieler, die haben alle ihre Qualitäten gehabt. Und ich denke, das wäre eine respektable Situation, wenn jetzt Fans wieder da sind, die beiden auch verabschieden, Gebühren zu verabschieden. Muss ich sagen, Patrizia, hast du das gesehen, dass die aber ein schönes Foto im Kreis gemacht haben, ne? Das fand ich ja eigentlich ganz nett. Ja, das habe ich noch gesehen, weil ganz am Ende der Konferenz wurde ja zur Eintracht geschaltet dann noch, weil das wahrscheinlich das letzte Spiel war, was abgepfiffen wurde. Sehr gut. Und da sind die dann auch erstaunlicherweise nach der kurzen Werbeeinblendung noch dort geblieben. Und ja, das habe ich noch mitbekommen, ja. Das war ein schönes. Das war auch eine schöne Geste, ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, dass auch alle drei tatsächlich einen hohen Stellenwert in der Mannschaft hatten und diese schon mannschaftsintern sich da ordentlich von denen verabschiedet haben. Ey, du musst dir mal geben. Überleg dir mal. Allein, wenn wir jetzt mal die Thematik mit Russ nehmen. Was das für eine Karriere ist, die er bei der Frankfurter Eintracht hatte. Ich meine, wirklich einer derjenigen, die sich auch aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Region auch irgendwie hier herangetastet haben, die Erfolg hatten, eigentlich auch zwischenzeitlich sogar mal nah an einem Nationalmannschaftsdebüt waren. Ja, das hat dann halt nicht so alles so hundertprozentig geklappt, aus diversen Gründen, man muss auch sagen. Aber trotzdem ein richtig guter Innenverteidiger gewesen, der wie eigentlich kaum ein anderer. An der Lebensgeschichte von ihm hatten wir ja auch echt viel teil, ne? Also ich meine, wenn du überlegst, die ganze Thematik, die ganze Krebsthematik, die inmitten dieser Abstiegssaison war, ja, also nicht Abstiegssaison, eigentlich dieser Relegationssaison, da kam das ja noch dazu, da hast du ja auch schon gedacht, oh Gott, wir spielen jetzt noch Relegation und dann bekommst du plötzlich mit, dass Marco Russ irgendwie eine Krebstherapie jetzt machen muss, so. Also da kam so viel dazu, auch persönlich und dann auch, als er dann wieder durchgestartet ist und auch wieder mehrere Spiele gemacht hat, was das eigentlich für ein Comeback war. Also das hat uns, glaube ich, alle auf einer emotionalen Ebene echt gefreut und auch berührt. Und ich denke, allein bei solchen Geschichten bist du halt als Fan so jemandem wie Marco Russ extrem nah. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich allein an die Szene denke, wie er nach der Krebserkrankung dann das erste Mal da wieder dann eingewechselt wurde, ja, auch die letzten Minuten. Was da für ein Beben durch das Stadion ging, wie alle sich dafür gefreut haben, dass er dann da jetzt wieder auf dem Platz steht. Großartig. Sehr gut, ja. Ja. Geil, musst du dir überlegen. Also herausragend. Ja. Und das ist echt, wenn du halt jetzt mal den kurzen Irrweg Wolfsburg abziehst, war Marco Russ tatsächlich irgendwie roundabout 22 Jahre bei der Eintracht. Und seit der Jugend, ich kann ja nur meinen Hut vorziehen, ich freue mich, dass jetzt auch einen Anschlussvertrag bekommt als Analyst. Ich bin mal gespannt, was er genau da macht. Das kann er ja uns dann vielleicht auch irgendwann mal erklären. Aber das ist doch eine schöne Sache. Und wie gesagt, also Respekt dafür. Und er wird irgendwann noch mal gebührend gefeiert werden. Da habe ich Bock drauf. Und ich glaube auch, die vielen Fans und die Ultras, die wollen ihm diesen Respekt auch noch mal zollen in einem würdigen Rahmen. Und ich glaube, der würdige Rahmen ist halt jetzt nicht ein leeres Stadion. Nee, das definitiv. Stimmt, ja. Ja, damit ist diese Bundesliga-Saison rum und sie war verdammt lang. Patrizia, weißt du noch, wann das erste Spiel für diese Saison, in dieser Saison für die Eintracht war? Das wird ja dann ein Quali-Spiel gewesen sein, oder? Ja. Ein Euroleague-Quali-Spiel gegen, war das schon Tallinn oder gab es davor? Nein, es war Tallinn. Das müsste dann im Juli, August 25.07.2019, ja. Also vor gut 11 Monaten. Krass. Wenn man jetzt mal nur auf die Kalenderzeit guckt, da ist jetzt ja nicht durchgehend gespielt worden, aber vor gut 11 Monaten hat die Eintracht das erste Pflichtspiel in dieser Saison gebracht und sie ist ja noch nicht rum, da kommt ja noch diese Euroleague-Thematik hinten dran, das sind ja jetzt auch nur 4 Wochen Betriebsferien, die da quasi gemacht werden. Also ist schon irgendwie krass, ja. Und wenn man dann mal anguckt, unendliche Europa League. Ja. Dadurch hat die Eintracht jetzt auch in dieser Saison 5 Spiele mehr auf der Uhr bis jetzt als
in der letzten Saison. Schöne Grüße an die Bayern, die ja bei 40 Spielen schon irgendwie überspielt sind, ihr Luschen. Ist weiterhin am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz, diesmal nicht Platz 7, sondern Platz 9. Und wenn man sich mal so anguckt, wir haben nahezu gleich viele Tore geschossen, wenn man jetzt mal nur auf die Bundesliga guckt, haben aber 12 Tore mehr kassiert und 5 Niederlagen mehr. Also das Pendel schlug dieses Jahr schon so ein bisschen in eine andere Richtung aus. Wie zufrieden seid ihr denn jetzt mit diesem Abschließen auf dem 9. Platz, wenn man mal so alles in allem diese Saison bislang betrachtet? Dennis? Oh, okay, fange ich mal an. Also ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich überrascht, wie zufrieden ich jetzt am Ende dann doch mit dem 9. Platz dann auch bin. Weil am Anfang habe ich noch gedacht, am Anfang wäre ich super zufrieden gewesen, hätte sofort unterschrieben. Dann hattest du diese Phase gehabt, wo du gedacht hast, okay, vielleicht geht doch ein bisschen mehr. Du hast auch gesehen, dass die anderen alle, ja, gerade jetzt am Ende war es natürlich dann auch nochmal so, du hast wieder nach oben geguckt, weil die anderen alle nicht gepunktet haben. Das ging mir in dieser Saison, bin ich immer, wie sagt man so schön, Achterbahn gefahren, immer wieder, oh ja, da geht ja doch was nach oben, dann wieder, oh, jetzt musste ich wieder nach unten orientieren. Das war schon ziemlich nervig und dementsprechend am Ende muss ich sagen, für diese krassen Umbrüche, die wir hatten, für die ganze Scheiße, muss man wirklich sagen, die da mit Corona war und ja, im Endeffekt Platz 9, super, alles gut gelaufen, abhaken, nächste Saison angreifen, gut den Kader aufstellen. Da musst du ja wirklich sagen, René, deshalb, das überrascht mich total. Wir reden alle davon, wir haben die Büffelherde verloren und da vorne geht nichts mehr. Wenn du dir die Bundesliga anschaust und Tore geschossen, auch trotzdem fast 60 Stück. Ja, sie ist eher ein Abwehrproblem dann teilweise auch gewesen, was wir auch oft hier im Podcast thematisiert haben, was für ein Hühnerhaufen da hinten rumgerannt ist. Ärgert mich halt einfach, wenn du in der Endbetrachtung dann schaust, wie wenig da hätte dazukommen müssen, um weiter oben zu stehen und wirklich nicht Platz 7, wo wir alle gesagt haben, ohne Fans die Quali zu spielen für Euroleague und so weiter ist nervig. Aber eine direkte Quali hätten wir, glaube ich, oder direkte Gruppenphase hätten wir, glaube ich, alle unterschrieben. Und das wäre so einfach möglich gewesen. Hättest du so dumme Spiele, und da kommen wir sicherlich noch dazu, über welche Spiele und welche Punkte ihr euch jetzt ärgert, dass ihr es nicht gemacht habt, dass wir die Eintracht diesen nicht geholt hat. Und das ärgert mich dann im Nachhinein. Ansonsten, super Sache, dass wir jetzt als 9. abgeschlossen haben. Wichtig wegen Fernsehgeldern und so weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also im Großen und Ganzen Haken dran und ja, ich sag mal, Patricia, wie siehst du denn? Wie zufrieden bist du? Ich sehe das ganz ähnlich. Bei mir ist es auch einfach, diese Achterbahnfahrt lässt da, glaube ich, viel Emotionen zu. Einfach, dass man es halt bewertet in die eine Richtung oder in die andere. Wenn ich aber gucke, was ich vor der Saison gesagt habe, da hätte ich schon gesagt, naja, das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Wenn es denn reicht, dann wäre Euroleague ein Bonus, aber muss jetzt nicht sein, nachdem man Abgänge hatte, wie die Büffelherde und dann halt auch die Transferperiode, als das Transferfenster dann geschlossen war, war man ja jetzt auch nicht so zufrieden, weil man jetzt zum Beispiel auch immer noch keinen rechten offensiven Spieler hat für die rechte Seite. Und wenn man das alles zusammennimmt und der Kader sich dann de facto schon ein bisschen verschlechtert hat, zumindest auf den ersten Blick, dann bin ich da zufrieden. Dann ist ja eigentlich das Ziel, was ich mir vor der Saison gewünscht hätte, erreicht worden. Also man hatte nicht lange, nicht viel mit dem Abstieg zu tun und man hat einen einstelligen Tabellenplatz erreicht mit der Möglichkeit auf Europa, zumindest ein bisschen. Hat dann am Ende nicht ganz gereicht, ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich glaube, da kann man sich zufrieden schätzen mit dem, was man jetzt hat gerade. Da gehe ich gerade mal mit und überlege auch nochmal. Und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wo ich hin will mit mir, wenn ich darüber nachdenke. Muss aber auch sagen, ja, weil, also natürlich, es gibt die beiden Seiten, ne? Es gibt halt die beiden Seiten, man könnte irgendwo ein bisschen unzufrieden sein, ne? Weil du ja auch eben zu Recht angesprochen hast, Dennis, die Nähe tatsächlich eigentlich zu den oberen Tabellenplätzen wäre ja eigentlich schon möglich gewesen. Aber andererseits, wir haben halt auch irgendwie, wie oft haben wir verloren? 15 Mal verloren. Das ist auch einfach zu viel, ne? Das ist einfach zu viel, um da nochmal da oben ranzukommen.
Und deswegen, ja, natürlich wären es nur 4 Punkte gewesen nach zu Wolfsburg. Aber es ist schon richtig so. Und es hat seine Richtigkeit. Der 9. Tabellenplatz ist eigentlich auch genau das, was ich vor der Saison mir erhofft habe, dass wir echt schön Boogie-Woogie machen können, relaxed in die Saisonende starten, ohne dass wir Angst haben, irgendwie nach unten zu rutschen. Das hat die Eintracht frühzeitig klar gemacht mit einer, das muss man auch sagen, sehr, sehr guten Rückrunde für die Eintracht. Mega untypisch, ja, die ja sonst immer in der Rückrunde komplett nach unten sagt, war das jetzt eigentlich tatsächlich eine bessere Rück- als Hinrunde. Auch mal ein Wechsel, auch mal etwas, was wir unter den vielen Trainern zuvor nicht hatten. Also muss man vielleicht auch Hütter mal zugute halten. Ich sehe hier durchaus eine Entwicklung. Die Entwicklung müsste noch deutlicher sein. Oder ich will mal so sagen, in der nächsten Saison muss es noch mal anders sein. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden. Ich freue mich, dass wir nicht in Stress haben, dass wir jetzt irgendwie in die Relegation kommen müssen oder so. Ganz im Gegenteil, wir konnten ganz relaxed feiern. Und ganz ehrlich, wir haben ja auch eigentlich in diesem langen Jahr richtig geile Sachen erlebt, ne? Also ich meine, wenn du überlegst, die Patricia hat es schon angesprochen, die Reise nach Tallinn, ja, das war für mich mega cool, ja, wo wir dann teilweise uns auch ein Auto gemietet haben, sind von Riga nach Tallinn gefahren, eine richtig coole Angelegenheit. Die Auswärtsfahrt nach Vaduz, wo wir dann, das war innerhalb eines Tages, ne, morgens hin, ordentlich was getankt, abends wieder haben wir ein Opferlamm gefunden, das wieder zurückfahren musste. So, ja. Es ist halt, und keine Ahnung, du warst ja dann sogar relativ schnell da wieder zurück, weil die Autobahn frei war. Also, und das war schon ein Abenteuer, ne? Also ich meine, das waren so die kleinen Sachen. Natürlich auch wieder erneut London. Gegen London, in London gewinnst du dann tatsächlich auch, ne? Was ja auch ganz essentiell war. Also sind echt, die Europacup-Dinge waren anders, ich war aber auch total geil, dass wir mal diese kleinen Sachen wie Tallinn, wie Vaduz mal mitgenommen haben. Ich wollte immer schon mal nach Vaduz, das haben wir dieses Jahr echt eingelöst. Wie geil ist das denn? Und dann noch diese wunderbaren Erlebnisse, natürlich gegen die Bayern 5-1, wo jeder am Eskalieren ist. Für mich Leverkusen in dieser Zeitspanne, wo wir gewonnen haben, noch viel wichtiger gewesen, weil eigentlich ein besseres Spiel gemacht, wo du gesehen hast, okay, das ist das Potenzial, was Hütte eigentlich im Optimalfall umsetzen könnte. Ja, also wir haben Hochs gehabt, wir haben Tiefs gehabt, gegen Paderborn verloren, gegen Köln verloren, ja, die Hinserie richtig nervig, deswegen sind wir da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind, aber am Ende muss ich sagen, bis auf diesen ganzen Corona-Quatsch, der einen natürlich jetzt extrem nervt, weil du als Fan nicht reingehen konntest, ich bin cool mit der Saison und ich warte jetzt einfach mal ab, was noch passiert. René, wie siehst denn du das? Ja, also ich habe jetzt für mich den Weg gefunden, ich definiere es jetzt als Jahr 1 nach der Büffelherde und als große Umbruchsaison mit Hütter, mit anderen Spielern und halte mich so ein bisschen an der Rückrunde fest, wie du ja schon gesagt hast, die war im Vergleich zu den Jahren davor, ging es jetzt ordentlich nach oben. Ich glaube auch die Eintracht war mit einer der großen Profiteure tatsächlich von dieser Corona-Unterbrechung, weil das dann doch auch mental und auch körperlich dem einen oder anderen an der Stelle wieder geholfen hat. Man muss ja auch einfach gucken, wir hatten gerade eben drüber gesprochen, 15 Niederlagen, 9 davon waren halt allein in der Hinserie. Also da hast du halt schon irgendwie gemerkt, so richtig funktioniert das nicht. Von daher bin ich eigentlich mit Platz 9 so ganz zufrieden. Ich sage bewusst eigentlich, und das ist mir vorhin, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, erst so bewusst geworden, es wäre möglich gewesen, diesen Weg nochmal in eine internationale Runde zu machen. Ja, ohne Fans, aber auch auf der anderen Seite, ja, das ist die letzte Saison, wo Platz 7 und ich glaube auch Platz 6 für die richtige Euroleague reicht, weil ab nächstem Jahr ist das dann hier die europäische Resterampe in der Euroleague 2. Und da habe ich nun mal gar keinen Bock drauf. Ja, das stimmt. Ja, also nächstes Jahr entweder Platz 8 oder drunter oder direkt irgendwie Platz 5, weil hier irgendwie die Rudis Resterampe in Europa, oh, ich weiß nicht, da hast du noch weniger Bock drauf. Egal ob, da sind zwar tonnenweise Fans, aber da kriegst du halt am Ende auch nur irgendwie ein Apfel und ein Ei raus. Und ich glaube, das ist auch so das Große, die Eintracht ist ja einer der großen Profiteure in dieser Saison auch von den Fernsehgeldern, aber auch von den Preisgeldern aus der Euroleague und damit, dass wir auch ganz ordentlich gewirtschaftet haben, auch wenn wir, wie wir ja immer wieder gesagt haben, das viele Geld, was wir eingenommen haben, nicht so sauber vielleicht in Spieler wieder reinvestiert haben und da vielleicht auch ein bisschen Überpreise gezahlt haben. Aber in Summe muss man schon sagen, wenn man sich so alles betrachtet, einstelliger Tabellenplatz, wir hatten eine gute Rückrunde, wir haben einiges ausprobiert.
wir haben Spieler, die sich jetzt wieder reingefunden haben und wir haben halt auch noch ein bisschen Geld auf der Tasche, mit der du jetzt auch im Sommer wirtschaften kannst, kann man eigentlich nicht unzufrieden sein. Oder zumindest nicht ins Minus rutschen, ne? Wie andere zumindest Vereine, nicht ja? ins Minus rutschen und nicht auf irgendwelche Landesbürgschaften in Höhe von 40 Millionen angewiesen zu sein. Grüße gehen raus nach Schalke. Es ist natürlich gerade, es ist ehrlich gesagt, ne, also lass uns vielleicht mal ganz, ganz kurz dabei bleiben, auch wenn das jetzt gerade ein kleiner Exkurs ist, aber ich finde das alles schon sehr, sehr heftig. Ich finde es insofern heftig, dass natürlich jetzt Schalke jetzt auch mit dem Wegfall von Tönnies wahrscheinlich auch anderen Verbindlichkeiten jetzt roundabout 40 Millionen vom Land NRW bekommen muss, um den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Und dann gucken wir nach zum HSV, da brechen jetzt Kühne weg und auch der Hauptsponsor Emirates fallen auch weg. Also das heißt, hier kommen auch in Bedrängnis, in eine finanzielle schwierige Lage. Und bei der Eintracht ist das zum Glück nicht der Fall. Natürlich hängt das auch mit den Einnahmen des Vorjahres zusammen, aber andererseits ist es tatsächlich aber auch so, weil einfach facto Erfolge da waren, weil wir europäisch gespielt haben, weil wir auch einen DFB-Pokal gewonnen haben, weil wir auch attraktiver geworden sind, wenn es darum geht, diesen Verein überhaupt zu vermarkten. Also all das, also ist ein geldwerter Vorteil. Und das muss man der Führung tatsächlich auch gerade mal irgendwie zugutehalten und muss dann auch dementsprechend sagen, ich bin froh, dass die Eintracht gerade in dieser Lage ist. Und selbst wenn wir jetzt keine riesigen Transfers tätigen können, aber so haben wir zumindest kein Minus. Und ich finde es echt gut, dass die Eintracht nicht vom Land Hessen irgendwie eine Bürgschaft braucht in schwierigen Zeiten, wie gerade bei Corona, wo ganz ehrlich auch andere Leute einfach ganz andere Probleme haben. Und das Geld auch bräuchten und dann bekommt so ein Land wie dann bekommt so ein Verein wie Schalke. Also insofern, da tue ich mir ganz, finde ich ganz gut gerade. Ja. Ich glaube, das ist aber auch der große Vorteil dabei, dass wir diese Diva-Vergangenheit haben, sagen wir es mal so, und wir nicht in den letzten Jahren so sehr über unsere Verhältnisse gelebt haben, weil wir halt eben wissen, wir können mal oben mitspielen, aber wir wissen halt auch aus der Vergangenheit, und die ist ja jetzt auch noch nicht so weit weg, und das haben wir auch das öfter gesagt, wir wissen halt auch noch, wie sich Relegation anfühlt und dass es halt auch ganz schnell wieder nach unten gehen kann. Da hast du natürlich das Problem als Verein, der jahrelang immer Champions League gespielt hat, da weißt du ja, ich brauche mir eigentlich um meine Einnahmen keine Sorgen zu machen, und dann bist du vielleicht auch mal so ein bisschen bekloppt und haust schon irgendwie die Kohle, die du im nächsten Jahr noch nicht eingenommen hast, heute schon raus, und das fällt denen halt jetzt dann irgendwie auf die Füße. Was ich halt bemerkenswert, was heißt bemerkenswert, eigentlich finde ich es fast eher beängstigend, es tritt halt genau das ein, was Basti immer gesagt hat, als diese Aussagen von Seifert und Co. waren, so nach dem Motto, naja, wenn wir Pech haben und hier nicht irgendwie spielen, dann gehen die Hälfte der Vereine pleite. Mag sein, dass die Hälfte der Vereine pleite gehen, aber die sind halt, haben halt auch so einen großen Stellenwert in der Politik und auch für die Länder als Arbeitgeber, als weiß ich nicht was, dass die halt ohne mit der Wimper zu zucken da mal eben eine Bürgschaft über 40 Millionen raushauen. Also hier wird kein Bundesliga-Verein pleite gehen. Das muss man aber auch sagen, jetzt muss man natürlich hier ein bisschen was auseinanderklabüstern, weil ich finde, das Problem bei Schalke ist ja auch schon lange bekannt. Die Marke Schalke ist ja auch nennen wir es mal im freien Fall, jetzt gerade auch in der aktuellen Situation. Das ist eigentlich der große Vorteil, auch den die Eintracht im Moment hat. Denn die Eintracht schafft Werte, die Eintracht etabliert die Marke gut. Und deshalb bekommen wir auch theoretisch günstiges Geld, wenn wir Geld brauchen würden. Schalke, warum braucht Schalke überhaupt eine Bürgschaft vom Land NRW? Weil sie nicht mehr kreditwürdig sind, weil sie total am Arsch sind, weil im Endeffekt jeder auch sieht, oh, wenn ich da investiere, ich brauche eine Absicherung, ich brauche nochmal jemanden, der dahinter steht. Das ist natürlich fürchterlich und grauenvoll, dass ein Verein, auch du kannst von Schalke denken, was du willst, ist immer noch für mich auch ein Traditionsverein, der auch in die Bundesliga gehört, trotzdem so, wie da gewirtschaftet wurde, da müsste auch mal wirklich links und rechts den Leuten auf die Backen gehauen werden. Das ist natürlich grauenvoll, aber wenn du das natürlich siehst, die anderen Vereine, es gibt, denke ich, genug, die hier nicht so über die Verhältnisse gelebt haben wie Schalke und auch nicht auf dieses Geld so angewiesen sind. Du musst natürlich immer dann abwägen, will ich ein Risiko eingehen, um den nächsten Schritt zu machen? Das haben wir ja auch lange Zeit gesagt. Was sind so die Möglichkeiten? Entweder du investierst jetzt ein bisschen oder du gehst diesen Weg. Bruchhagen hat ja immer gesagt, wir sind stabil, wir wirtschaften stabil, bloß kein Risiko, wir wollen hier Mittelfeld bleiben. Warum hat die Eintracht das eigentlich geschafft? Schafft, müsste man sich mal genau anschauen. Haben wir tatsächlich mal das Risiko, sind wir Risikoeingang, haben tatsächlich hoch investiert oder haben wir schlau investiert, weil wir in junge Spieler, in Perspektivspieler, die sich dann gut entwickelt haben, ein gewisses Risiko ist da auch immer dabei natürlich, aber
Deshalb muss man es ein bisschen auseinanderklabüstern. Schalke sieht sich zu groß, sieht sich noch zu gut, kauft dadurch viel zu teuer ein und haben natürlich das Problem, dass sie finanziell mittlerweile auch am Markt bekannt sind, dass da Probleme sind, dass da ein Ausfallrisiko ist. Und dass dann natürlich so jemand wie NRW sagt, oh, aber das ist doch stabil und die sind gut und das passt schon und dann geben wieder andere Kreditgeber, machen wir mal eine 40 Millionen Bürgschaft, ja kein Kredit, sondern eine Bürgschaft für im Endeffekt weitere Kredite, kann man schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es ein Systemfehler auf Schalke, der behoben werden muss. Ich bin gespannt, welche Köpfe da noch rollen und wie das System wieder funktionieren soll. Denn eigentlich muss man ja wirklich sagen, was muss denn da jetzt alles passieren, damit die wieder auf den grünen Zweig kommen? Die müssten ja jetzt 5 Saisons hintereinander Champions League spielen und abgeschlossen haben sie die Tabelle auf Platz 12, glaube ich, oder 15, ich weiß gar nicht. Nee, 12. Was auch krass ist, dass du das ansprichst, weil die sind 12. geworden, aber Patricia, erinnern wir uns mal an die Rückrunde von Schalke, normalerweise hätten die auch absteigen können, oder? Das ist ehrlich gesagt, mit den Leistungen hätten sie es auch verdient gehabt. Klar, wenn sie halt in der Hinrunde gut Punkte gesammelt haben, dann ist das, die zählt ja auch nun mal. Ja, es ist halt aber mit den Leistungen, es hätte mich nicht gewundert, wenn die da ein paar Spiele weniger gewonnen hätten in der Hinrunde, wenn die halt da unten reinrutschen, und dann wäre es auch alles andere als unverdient gewesen. Also nur mal zum Vergleich. Ich finde es auch bemerkenswert, finde es sehr bemerkenswert, wie die sich selbst sehen bzw. vermarkten wollen. Ich weiß nicht, es kam jetzt ja so ein Statement zu der Tönnies-Sache raus und ich glaube, im ersten, zweiten Satz steht direkt, Tönnies hat ja Schalke zu einem sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewicht der Bundesliga gemacht, und ich weiß halt nicht, inwiefern man sich als wirtschaftliches Schwergewicht bezeichnen kann, wenn man der Pleite-Club ist jetzt gerade. Also ja gut, aber diese Presse ein bisschen schwierig. Diese Pressemeldung kannst du doch sowieso nicht ernst nehmen. Da steht ja auch drin, dass unter der unter der Amtszeit von Tönnies sind sie irgendwie dreimal Pokalmeister geworden und haben x-mal Champions League gespielt. Der war nicht der Trainer, der hat auch nicht die Spiele ausgesucht. Der war Aufsichtsrat, der hätte die anderen Affen kontrollieren sollen. Der hat mit dem sportlichen Erfolg, außer dass er da Geld reingeschossen hat, halt überhaupt nichts zu tun. Ich denke mir auch, sobald die das mal mit ihren Finanzen und generell mit ihren hohen Tieren im Verein geregelt bekommen, sollten die auch mal über die Vermarktung nach außen nachdenken, weil das ist halt schon echt, guter Punkt, das kann man ja auch nicht mehr verteidigen. Also ich würde mir da auch ziemlich verarscht vorkommen als Schalke-Fan, weil ich glaube, du bist erstmal erleichtert, dass Tönnies weg ist, aber wenn du dann so eine Mitteilung liest, dann denkst du dir doch auch, was ist denn los mit euch? Also nur mal zum Vergleich, Hinrunde Schalke 5. mit 30 Punkten, Rückrunde Schalke 17. mit 9 Punkten. Krass. Also da ist Paderborn fast dran, oder? Die hatten noch 8 Punkte. Die hatten 8 Punkte, die hatten halt eine Niederlage mehr. Okay, Alter, stell dir das mal vor. Ich meine, natürlich krass, ne? Ist eigentlich, also wir kennen ja das mit Rückrunde der Schande. Also Schalke kann nur froh sein, dass die ganzen anderen Döspattel da unten auch alle schlecht waren. Weil wenn wir nämlich ehrlich sind, wer sich mal die Konferenz angeguckt hat und wer sich das Schneckenrennen da mal gegeben hat zwischen Werder Bremen und Düsseldorf wollte anscheinend auch gar nicht die Klasse halten, damit kann ich mir diese Leistung auch nicht erklären. Also insofern ist echt, also kannst immer froh sein, dass du noch Dümmere findest, die absteigen wollen, aber das ist alles schon schwierig. Na gut, lass uns noch mal ganz kurz zur Eintracht kommen, würde ich sagen, denn ich habe mir mal hier aufgeschrieben, und zwar der Spieler der Saison. Wer ist für euch der Spieler der Saison? Patricia, wen hast du auserkoren, was ist so dein Spieler der Saison? Für mich ganz easy eigentlich Hinti, weil er einfach stabile Leistungen gebracht hat über die ganze Saison hinweg. Klar hat er irgendwie auch in einzelnen Spielen mal einen Wackler gehabt, war aber alles nicht gravierend. Und er hat halt auch stabile Leistungen gebracht, als alle anderen geschwächelt haben. Wenn nicht sogar die Mannschaft da so ein bisschen getragen mit den Toren auch, die er gemacht hat. Ist, glaube ich, der torgefährlichste Innenverteidiger in der Bundesliga. Hat mit 8 Toren gleich viel Tore wie Dost. Also klar, Dost war verletzt, aber Dost ist auch ein Stürmer. Und ja, hat auch hinten den Laden dicht gehalten, was ja auch sein Job ist. Deswegen fand ich einfach grundsolide und deswegen mein Spieler der Saison. Martin Hinteregger. Sehr gut. Stark. Ja, auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Dennis, wie ist es bei dir?
Also ich tendiere zwischen zwei Spielern tatsächlich. Muss sagen, diese Argumentation von Patrizia kann ich voll mitgehen. Hinti wäre noch ein Dritter dann wahrscheinlich gewesen, aber Kostic, finde ich, ist trotzdem auch das Bild, der zeichnet einfach sich dadurch aus, dass er eigentlich immer Vollgas gibt. Klar, die Saison hat er manchmal ein bisschen die Power nicht mehr gehabt, aber hat mir schon gut gefallen. Ein wichtiger Spieler, aber deshalb der Spieler der Saison, zumindest auch dann, was die Corona-Zeit und so weiter, wenn wir das noch mit einbeziehen, uns angucken, André Silva, muss ich tatsächlich sagen, ein super wichtiger Spieler geworden, der ja sehr viel Kritik ja auch einstecken musste. Dann doch immer wieder, René, du hast vorhin angesprochen, die Laufwege gefunden. Natürlich waren dann, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, wo er alleine aufs Tor zuläuft und das Ding da vorbeisemmelt, wo man natürlich sagt, oh Mann, was ist denn mit ihm los? Aber ich glaube, er hat acht Tore in der Corona-Runde allein geschossen, hat eine stabile Leistung gebracht, fand ich, ist unser wichtigster Stürmer, auch wenn wir nicht viel Auswahl hatten. Nein, wirklich. Also für mich tatsächlich André Silva, Kostic, aber eigentlich ebenbürtig würde ich genauso unterschreiben. Wie sieht es denn bei euch aus, René? Boah, da bin ich lange schon am drauf rumkauen auf dieser Frage, seitdem Marvin die hier in unser Dokument geschrieben hat. Also normalerweise müsste man bei klarem Menschenverstand definitiv Kostic sagen, weil ich glaube, das, was der von Spiel zu Spiel da irgendwie reinreißt und da auch irgendwie versucht, irgendwie mitzugehen, ist ja schon irgendwie so das Zugpferd in der Mannschaft und hat ja auch die meisten Scorerpunkte verdienterweise. Dann war ich als nächstes auch überlegen mit Silva, der ist aber für mich noch nicht so richtig da. Von daher gehe ich so ein bisschen den unkonventionellen Weg und sage Daichi Kamada, weil ich da die stärkste Entwicklung über die Saison wahrgenommen habe. Okay. Ja, also eine Entwicklung ist auf jeden Fall da, stimme ich dir zu. Mhm. Okay, Kamada ist jetzt ein bisschen eine überraschende Wahl. Ja, also ich hoffe, dass er, kann man machen, ja. Also kann man da mal machen, ja. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Respekt dafür. Ja, also ich habe Marvin, jetzt du. Ja, jetzt. Ich habe auch geschwankt. Und Dennis, du hast vollkommen richtig gesagt. Normalerweise finde ich tatsächlich, dass Silva auf jeden Fall jemand ist, den man nehmen kann. Ne? Und ich habe auch geschwankt. Jetzt hast du den schon genommen, da brauche ich den nämlich nicht nehmen. Weil der für mich auch, ich habe mich ein bisschen in Silva verliebt. Denn ich muss sagen, der macht mich auch wütend manchmal. Ja, also der hat mich am Anfang, als er hierher gekommen ist. Patrizia, weißt du noch, wie oft wir uns ausgetauscht haben, weil der die ganze Zeit mehr Instagram-Bilder gemacht hat, als dass er Fußball gespielt hat. Weißt du noch? Ja, tatsächlich. Zusammen mit Paciencia oder was, ja? Ja, und ja, dann immer diese Bilder, wo er allein an irgendeinem Bahnsteig ist und so weiter und so fort, irgendwelche Sprüche und so. Du denkst, Alter, mach einfach mal 5 Spiele am Stück und mach mal Tore, ne? Aber ich habe mich dann auch wirklich ihm zugeneigt. Ich fand die Spiele, die er dann gerade in der Rückrunde gemacht hat, die waren echt gut, der hat wichtige Tore gemacht, jetzt auch insgesamt 16 Tore in, glaube ich, 40 Spielen, wenn man jetzt alles zusammenzählt. Das ist schon in Ordnung und da ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Aber wenn wir jetzt dahin gehen, auch jetzt noch jemand anderen zu nehmen, ich finde auch, Patrizia, du hast vollkommen recht, Hinteregger ist natürlich eigentlich für uns einer der absolut stabilsten, einer der besten Innenverteidiger der Liga, da gibt es auch gar nichts, deswegen können wir unglaublich froh sein, dass wir den haben. Das ist, muss auch die nächsten Jahre wirklich eine Säule in der Mannschaft sein, um die man eine Mannschaft aufbauen kann, aber ein Spieler, der vielleicht auch so ein bisschen Außenseiterwahl ist, aber ich freue mich einfach, dass der so viele Spiele überhaupt machen konnte und die auch mit einer Qualität gemacht hat. Wir haben eben schon kurz über ihn gesprochen, das ist für mich Sebastian Rode. Ja, einer, der eine sehr, sehr solide Saison gespielt hat, hat jetzt wirklich seinen Torinstinkt nach der letzten Saison, wo er auch wichtige Tore im Europacup, erinnern wir uns an Lissabon, geschossen hat. Er ist derjenige, der im Mittelfeld die Stammposition hat, während alles um ihn herum immer mal wieder rotiert, vielleicht Chor, vielleicht auch mal, damals war es mal Fernandes oder so, aber er ist eigentlich der Fixpunkt, ja, um den sich eigentlich im defensiven Mittelfeld vieles dreht und er ist derjenige, der trotz der Tatsache, dass er echt krasse Verletzungen hatte, dass er echt auch öfter mal raus war, macht er jetzt bei der Eintracht eine richtig solide Saison, hat ein paar Tiefs gehabt, klar, aber wie die gesamte Mannschaft trotzdem in wichtigen Situationen total oft da gewesen, deswegen mein Spieler in der Saison, Sebastian Rode.
Sehr gut, Marvin. Ich muss tatsächlich sagen, er ist bei mir so ein bisschen den Tod gestorben, den viele dieser Mittelfeldmotoren sterben. Eher unauffällig dann teilweise. Er funktioniert, er ist super wichtig und ich unterschreibe das genau, was du sagst. Eigentlich ist das Gerüst immer um ihn herum gebaut worden und wie häufig war es doch die Saison, dass wir Magenschmerzen bekommen haben, wenn er am Anfang nicht in der Startelf stehen konnte. Ja. Nee, hast du auf jeden Fall recht. Gute Wahl, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. Ja, finde ich auch alles nachvollziehbar. Vor allem auch Kamada und Silva, dass sie hin und wieder, also Silva wurde jetzt häufiger genannt, Kamada einmal, die hatte ich auch auf meinem Zettel, aber eher so ein bisschen als beide als Überraschung der Saison, weil Kamada erklärt sich ja von selbst, kam von seiner Leihe und war auf einmal ein ganz anderer Spieler. Und Silva war für mich so eine Dreifachüberraschung überhaupt, dass er gekommen ist. Also man weiß nicht, das kam einfach so random am letzten Tag. Silva kommt, dann okay. Dann ist ja auch ein Name irgendwo. Dann war es aber überraschend, dass er halt wirklich gar nicht reingefunden hat anfangs. Und dann wiederum überraschend, als dann einige schon resigniert hatten von wegen, ach nee, der ist nichts, schön Wetterkicker, was weiß ich. Dass er dann doch jetzt so hinten raus extrem abgeliefert hat. Also der hat ja jetzt, glaube ich, ist jetzt schon, wenn nach der Corona-Pause der Torschützenkönig oder habe ich da irgendwas missachtet? Oh, ich weiß nicht, ob Lewandowski nicht noch mal am letzten Spiel... Es war auf jeden Fall ein enges Rennen mit Lewandowski. Es war eng. Ja. Also entweder waren sie beide gleich, was die Tore anging, oder Lewandowski hatte ein Tor mehr, aber sie waren sehr dicht beieinander, definitiv. Ja. Und das war dann auch noch mal überraschend nach so einer Durststrecke, die er da am Anfang hatte. Auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen verletzungsanfällig und seine Achillessehne oder was da immer war, keine Ahnung, das war alles ein bisschen dubios. Jedenfalls hat es ja jetzt doch noch geklappt, deswegen bei mir auch auf dem Zettel gewesen, nur halt als Überraschung eher. Ja. Hm. Ja, sehr gut. Überraschung. Mega. Ja, nee, also muss ich echt sagen, ich glaube, da haben wir viele gute Namen jetzt auch genannt, ne, und auch Spiele, die noch nicht am Ende ihres Entwicklungspotenzials sind, gerade wenn ich jetzt, wir haben sie eben gesagt über Kamada oder auch Silva, wenn wir darüber sprechen, ich denke, das sind beide Spiele, die haben jetzt gerade ihre erste richtige Saison bei der Eintracht gemacht, ne? Also und Silva, wenn der jetzt so weitermacht, wie er jetzt angefangen, wie er jetzt aufgehört hat, dann ist es richtig gut und dann brauchen wir vielleicht auch vorne nicht noch irgendwie, jetzt kommt Ache, das ist gut, ein guter Backup, beziehungsweise jemand, der sich gut reinarbeiten kann, aber dann sieht es da offensiv gar nicht so schlecht aus. Ja, dann könnte da noch ein bisschen was gehen. Also ich glaube, das zeigt ja auch wirklich auch, dass Silva halt einfach diese Art und Weise und vielleicht auch das System nicht so gewohnt war. Und das gibt einem ja die Hoffnung dann für die nächste Saison jetzt, wo er sich da ja reingekämpft hat und glaube ich auch so ein bisschen seinen Anknüpfungspunkte in der Mannschaft gefunden. Und wenn er jetzt auch dann mit Ache vielleicht nochmal einen anderen Spielertyp nebendran bekommt, dass dann da doch auch wieder mehr geht. Aber wie Dennis ja vorhin auch gesagt hat, wir waren jetzt, was das Tore-Schießen angeht, auch nicht wesentlich schlechter als letztes Jahr. Es hat sich ein bisschen mehr verteilt. Es waren jetzt nicht so die drei Spieler, sondern es waren halt eher dann fünf oder sechs Spieler, die halt Tore geschossen haben. Aber was denn das Schießen oder das Verwandeln der Torschüsse angeht, waren wir jetzt nicht wahnsinnig schlechter. Mhm. Also gut, es ist eine sehr gute Beobachtung. Das vergisst man tatsächlich und ich habe es auch vergessen. Deswegen ist es gut, dass es nochmal gesagt wird. Es zeigt dann halt eher, dass halt in der Defensive Dinge nochmal anders gelaufen sind, dass wir dann wichtige Spiele vielleicht verloren haben, die uns den Platz nach oben weiter verbaut haben. Aber das zeigt, dass die Offensivkraft durchaus immer wieder da ist. Das muss weiter kultiviert werden und wenn dann die Probleme hinten noch vielleicht abgebaut werden, warum entstanden die Probleme? Dadurch, dass wir halt nicht ganz klar, wann in welchem System wir spielen wollen. Aber darüber kommen wir vielleicht nachher noch zu. Da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf. Also nur mal so als Vergleich. Letzte Saison hatten Jovic, Haller und Rebic zusammen 20, 27, 32, 41 Tore. So, und wenn du dann jetzt auf diese Saison guckst, schon ein bisschen was. Hast du, um auf 41 zu kommen, verteilt sich das auf Silva, Dost, Hinteregger, Paciencia, Chandler, der tatsächlich auch 5 Tore gemacht hat und Kostic. Also da hast du, verteilt sich es halt nicht auf 3, sondern auf 6 Spieler. Ja? Also wir haben wesentlich mehr Spieler diese Saison, die tatsächlich Tore gemacht haben. Und dass Chandler 5 Tore gemacht hat, das verwundert mich jetzt gerade eben dann doch massiv. Ja, gut, er hat die ganze Rückrunde, am Anfang der Rückrunde war er der Bomber, ne? Ja, aber trotzdem. Seine Einwechslung auch, ja, sehr gut, auf jeden Fall.
Ah, krass. Ja, also von daher mal gucken, wie du schon sagst, System vielleicht eins so der größten Themen, wenn wir jetzt dann auch mal irgendwann noch auf die neue Saison gucken. Aber erstmal noch vielleicht so Highlight-Frage. Was war denn so euer persönliches Highlight in dieser Saison 19/20? Wer möchte anfangen? Ich kann anfangen. Dann Attacke. Ja, soll ich anfangen? Ja. Okay, weil es wurde vorhin schon genannt von Marvin, 5:1 gegen die Bayern. Jetzt muss ich natürlich sagen, einerseits Highlight, weil ich, einerseits hätte ich kotzen können, denn ich konnte nicht im Stadion sein an dem Tag. Andererseits kann ich da auch jubeln, weil ich konnte es entspannt in Teneriffa am Strand schauen übers Handy und bin total abgegangen wie ein Zäpfchen. Es war einfach nur genial und muss man sagen, hat Spaß gemacht. Auch mal wieder diese Situation, das hat doch wahrscheinlich bei vielen von uns hier Erinnerungen dann auch wieder wachgerüttelt an einen Pokalsieg. So das, ach, gegen die Bayern holst du eh nix und Dings und vielleicht hast du doch eine Chance und dann knallst du die mit 5:1 natürlich aus dem Stadion. Richtig geil, tatsächlich absolutes Highlight der Saison gewesen. Auch das 5:0 gegen wen waren das? Augsburg, glaube ich, war auch ganz nett, aber kommt natürlich nicht ran. Also gegen die Bayern hatte schon nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Wer macht weiter? Ja, ich kann es machen. Also ich hätte auch das 5:1 genommen, habe aber auch diese RB-Wochen noch mit drin, also wo du Leipzig und Salzburg komplett zerstört hast, kann man schon sagen. Also gegen Leipzig gewonnen, die aus dem Pokal gekickt und dann auch noch Salzburg aus dem Europapokal raus gekegelt, das war schon nicht schlecht und war auch gut für die Seele. Da ist man ja auch irgendwie so reingegangen, ah nee, habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt gegen diese ganzen RB-Clubs jetzt auch noch so in ganz kurzer Zeit hintereinander, dann verlierst du davon 3 von 4 Spielen oder so am Ende. Wenn es schlecht läuft, verlierst du 4 von 4 und irgendwie ist man da nicht so positiv reingegangen und dann ja, ist das ja ganz anders ausgegangen und dann war es eigentlich auch ganz cool, also das lässt man sich ja nicht nehmen, da vor allem dieses Konstrukt da so ein bisschen abzufertigen. Das war schon nicht schlecht. Ja, super. Geil eigentlich. Sehr gut. Eigentlich eine richtig, richtig gute Nummer, ne? Dass wir wirklich in jeglichen Wettbewerben denen die Suppe madig gemacht haben, beziehungsweise versalzen haben. Ne? Sei es im wichtiger Bundesliga, dann im Pokal. Das ist halt schon geil, dass wir die da rausgeworfen haben und dann auch noch Salzburg. Salzburg war auch ein geiles Spiel. Also Hinspiel war ja mega eigentlich, ne? Also wie wir da abgeliefert haben und dann selbst auch im Rückspiel auch nicht hängen gelassen haben. Also das war schon echt, das war ja mit einer der letzten Spiele, die ich glaube ich auch live mit im Stadion verfolgt habe, glaube ich auswärts. Das war schon geil. Also muss ich echt sagen, da haben wir es diesem Konstrukt, diesem Energietrinkkonzern doch deutlich gezeigt. Geil, geil, dass du das erwähnt hast, ja. Genau. Ja, für mich war es tatsächlich so, und das hatte ich auch schon mal gesagt, und ich glaube, ich kann da auch nicht weg, das war relativ zu Anfang der Saison, das war einfach das Spiel gegen Straßburg in Frankfurt. Es war für mich eine neue Konstellation, weil ich immer woanders gesessen hatte. War ich mit Steffen zusammen, Steffen Repan, guter Freund und Kollege. Wir waren gemeinsam im Stadion und irgendwie wusstest du, okay, heute muss was passieren. Du hast das Hinspiel ja verloren und irgendwie war auch jeder aufgeheizt. Es war auch schon klar, das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Spiel von Ante Rebic bei der Frankfurter Eintracht. Natürlich auch, weil das Hinspiel auch so echt unglücklich gelaufen ist und dann irgendwie schon durchgeklungen ist. Ja, Ante will irgendwie jetzt doch weg und so und hat er nicht mehr so Bock und dann ist er auch intern auch ein bisschen rund gegangen mit Ante Rebic, aber er ist nochmal aufgestellt worden und es hat alles gepasst. Die Emotionalität seit der ersten Minute im Stadion war so krass da. Der Schiedsrichter wurde aus dieser Halle gepfiffen, aus diesem Stadion gepfiffen, wie als hätte es keinen Morgen mehr gegeben. Es gab eine rote Karte für Ante Rebic, die kompletter Bullshit war, weil sich dieser quatschige Torwart 3-mal rumgedreht hat und plötzlich war er wieder fit, aber genau diese rote Karte wollte er. Und trotzdem hat die Eintracht weitergemacht. Und dann macht Kostic noch diesen unglaublich geilen Freistoß. Das war eine unfassbare Eruption, die an diesem Tag im Stadion stattgefunden hat, wo die Spieler auch die ganze Zeit rangegangen sind. Die sind an den Gegner gegangen. Die hatten einfach Bock, hier weiterzukommen. Und das war ein magisches Spiel für mich. Einer ist tatsächlich der Top-10-Spieler jemals. Und deswegen für mich als bleibende Erinnerung von vielen Guten tatsächlich.
Hatte stimmt, ich schon wieder alles vergessen. Krass. Danke, Marvin. Ja. Sehr cool. Ja. Ich auch. Dass das noch diese Saison war, ist unfassbar. Ja, wirklich Wahnsinn. Ja. Völlig absurd. Ja, ich sag ja, die Saison ist wahnsinnig lang. Ja. Es ist, wirkt so weit weg, aber es ist so, ja. Ja. Echt krass. Echt René, krass. Dein Highlight fehlt noch, ne? Ja. Meins fehlt noch, ja. Ja, ich war auch so ein bisschen am Schwanken zwischen den RB-Wochen und Bayern. Habe mich dann aber auch hier wieder für was ganz anderes entschieden, nämlich auch ganz zum Beginn der Saison, nämlich der 1.8.2019, als klar war, dass Martin Hinteregger als Spieler fest verpflichtet zur Eintracht kommt. Das war so mein positiver Einstieg und das gehört auch noch zu der Saison. Man tut irgendwas, so gefühlt hat man manchmal so, kommt es einem so vor, als wenn der Spieler schon ewig da wäre, aber der ist ja tatsächlich erst seit dem 1.8. fester Bestandteil des Eintracht-Kaders. Und das war was, so. Was waren das dann? Heimspiel gegen Tallinn wahrscheinlich? Nee, da war ja kein Spiel. Das war, der war ja in den ersten Spiel gegen Tallinn nicht dabei. 1.8. war Bekanntgabe und Vertragsunterzeichnung. Aha. Wurde der nicht auch dann irgendwie einmal nochmal extra empfangen oder wurde das nicht verkündet dann im vollen Stadion oder bin ich da ich meine nämlich auch, ja. Ja, weil dann standen ihm auch so die Tränen in den Augen und alle haben gejubelt und er war aber nicht, also er hatte kein Trikot an, er war glaube ich auf jeden Fall er nicht. Er war nicht gemeldet, glaube ich, das müsste das Rückspiel dann gegen Tallinn gewesen sein, eine Woche später, ja. Okay. Genau so, Patricia, ja. Genauso war das, ja. Eigentlich auch eine krasse Sache, überleg mal. Ich meine, wie gesagt, wir reden hier über ein Jahr, was da passiert ist. Erinnert euch, das war, wie du gesagt hast, der letztes Jahr erst, als diese Postkartenaktion von vielen, auch ein paar Hörern, die uns jetzt hier zuhören, gab und Hörerinnen, die dann mitgemacht haben und haben gesagt, okay, naja, die Postkarten, die können wir ja schon nach Augsburg schicken, weil wir wollen Hinti bei der Eintracht sehen. Also auch verrückte Aktionen von Fans der Eintracht, ja. Und auch wirklich diese Emotionalität, genau, wenn du überlegst, das war das wohin Hinter- dann wirklich fest zur Eintracht kam. Ja. Dann aber auch ein paar Tage später, und ich weiß nicht, ob es später oder früher war, DFB-Pokal, ich glaube, es war früher, gegen Mannheim. Das haben sich auch viele Leute erhofft. Geil gegen Mannheim, Waldhof, ne? Eintracht und Mannheim, ne? Wir wissen alle diese Freundschaft, ja? Auch gerade unter den Ultras. Das war ja auch ein mega Ding. Tatsächlich dieses Spiel ja auch verrückt gewesen, weil du ja auch gedacht hast, okay, Waldhof, ja, ist okay, ist jetzt kein Freundschaftsspiel, jetzt könnt ihr auch langsam mal aufhören. Wir wollen ja eigentlich schon weiterkommen, ja? Nachdem die uns dann zwischenzeitlich die Ohren langgezogen haben, ja? Also all das war in dieser Saison. Ja, ich glaube übrigens ein Hattrick von Ante Rebic noch. Das war schöne Momente noch. Ja, am 11.8., das war zwischen den beiden Vaduz-Spielen. Ah, siehst du, ja, okay. Es ist aber, ne, dann auch, genau, und dann in diesen Situationen liefert er dann halt auch tatsächlich wieder ab, hast du schon gemerkt, ne? Aber was war eigentlich viel Emotionales in dieser Saison dabei, ne? Deswegen, aber cool, René, dass du das gemeint hast mit dem Hinti, das ist natürlich schon sehr, sehr stark gewesen. Ja. Gerade eben nochmal nachgeguckt, als Patricia das gesagt hat, Rebic schießt das 3-3, das 3-4 und das 3-5. Also er macht quasi den Ausgleich und dann die beiden Tore zum Sieg. Das hatte ich auch schon reine ganz vergessen. Ja. Echt. Diese Saison ist einfach so unwahrscheinlich viel passiert. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt eine extrem lange Saison gewesen, es ist viel passiert. Du hast diese Corona-Zeit noch dabei gehabt, die schon natürlich ein Downer war, wahrscheinlich für die Mannschaft, aber tatsächlich offenbar recht gut, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern betrachtet sind, weil die Performance, die dann abgeliefert wurde, die war allererste Sahne, bis auf die beiden auch verkraftbaren Niederlagen gegen die Bayern und davor auch gegen Gladbach. Ansonsten war das eine Runde gute Kiste. Ja, weil du darüber gar ja noch sagen kannst, das waren ja die ersten beiden Spiele nach der Pause. Erstens gegen starke Gegner und zweitens musst du ja auch da erstmal wieder reinkommen. Aber da glaube ich schon, dass dann die Eintracht eine der Mannschaften war, die dann einfach ihren Rhythmus gefunden hat und auch dabei geblieben ist. So ist es. Definitiv. Ja. Stimme ich zu. Insofern. Irgendwie geil. Und die Saison ist ja noch nicht mal vollständig rum, weil da gehört ja auch noch dieses Euroleague, was wir ja letzte Woche schon besprochen haben, dieses Euroleague-Wirrwarr dazu, was ja dann ab dem, 3. August oder 5. August, irgendwie sowas in der Richtung, dann da stattfindet. Also es franzt ja jetzt irgendwie nach hinten so aus und es fängt aber ja auch gleichzeitig dann schon wieder das Nächste an, weil das ist ja dann nicht nur quasi, jetzt gehen wir mal davon aus,
dass das dann auch das letzte Spiel für die Saison sein wird, das Rückspiel gegen Basel, weil ich persönlich glaube, dass so ein 3-0 aufholen, ja, ist möglich, aber richtig viel Geld würde ich da jetzt nicht draufsetzen. Aber es ist ja gleichzeitig auch schon so ein bisschen ja das erste Vorbereitungsspiel für die neue Saison, weil man ja jetzt eigentlich auch davon ausgehen muss, so ist es ja bislang zumindest auch kommuniziert, dass man im September wieder ganz normal mit dem Bundesliga-Betrieb dann anfangen will. Und wir haben jetzt heute den 30.06. Das sind ja dann auch schon in 2,5 Monaten. Also die Pause ist halt auch extrem kurz. Ja, ist richtig kurz. Genau, du hast angesprochen, das sind jetzt, ja, wie viele Wochen sind es? 3,5, 4 Wochen, die jetzt die Eintracht jetzt bekommt. Ist auch sinnvoll. Ich glaube, das haben die sich auch alle verdient. Da muss auch jeder mal irgendwie sein Gehirn durchlüften und muss mal auch überlegen, wie es jetzt weitergeht. Für die Verantwortlichen geht es ja jetzt eigentlich tatsächlich in die heiße Phase. Ich glaube, Bobic hat jetzt keine ruhige Zeit. Und Hütter, gut, vielleicht, der wird mal 1, 2 Wochen in Österreich abklappaustern, aber ansonsten dann auch wieder am Start sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine schwierige Situation ist, aber ich glaube, die müssen jetzt halt auch diese Zeit, die jetzt kommt, die müssen jetzt auch erstmal nutzen und ein bisschen chillen. Die Frage ist halt, ja, wie machen wir es mit dem Europacup, ne? Bin gespannt, ja. Also, ich habe gelesen gehabt, am 27., 28. Sind wohl Laktat- und Leistungstests und dann am 29. geht ja das normale Training wieder los. Ich bin wirklich gespannt, inwieweit da dann also wie du schon sagst, René, ein paar Tage sind es ja dann wirklich nur noch. Eingespielt werden sie sicherlich nicht sein. Ja, es ist immer die Frage, wie weit ist auch Basel dann überspielt? Klar, die kommen aus dem laufenden Betrieb und sind eingespielt, aber die gehen wahrscheinlich auch ganz schön auf dem Zahnfleisch. Also, die haben ja jetzt gespannt. Auch, die haben ja auch quasi gespannt. Jetzt, die rotzen ja jetzt, wie Basti das immer so schön sagt, die Liga genau durchgehend. Ende, wie wir auch. Die haben ja pro Woche immer 2 oder sogar teilweise 3 Spiele. Also die laufen ja jetzt quasi im Dauerbetrieb in noch schlimmer Woche. Als wir, ja. Ja. Da sind ja auch, mein Gott, man sagt jetzt auch irgendwie Profisportler und so weiter, die müssen das abkönnen. Aber ich glaube, so vom Blick der Belastungssteuerung, wenn du weißt, du hast alle 3 oder 4 Tage so ein Pflichtspiel, das jetzt irgendwie ohne größere Einbußen, was Konditionen oder auch einfach so ein bisschen körperlich angeht, das ist schon irgendwie schwierig. So, und dann hast du halt, wie Dennis so recht sagt, dem gegenüberstehend eine Mannschaft, die eigentlich aus 4 Wochen Pause kommt, ohne jetzt wirklich irgendwie eingespielt zu sein, dafür aber wahrscheinlich geistig total fit und auch körperlich gut erholt. Das wird halt schon irgendwie schwierig. Also ich würde jetzt sagen, wenn mich einer persönlich fragt, nicht so viel draufsetzen, ein gutes Spiel nochmal abliefern als positiven Einstieg, aber jetzt nicht mit Mann und Maus, weil du musst ja auch, das ist ja auch das Reglement aus dieser Transferphase, dass ja teilweise Spieler, die ja jetzt schon quasi vorab verpflichtet worden sind, dürfen da ja noch gar nicht spielen. Die haben dafür ja keine Spielberechtigung. Das heißt, die kannst du ja sowieso nicht mit reinrechnen. Du würdest ja nur die, die du jetzt irgendwie in den 2 Wochen davor irgendwie, wenn die normale Transferphase startet, irgendwie verpflichten können, könnten dann. Wobei, die können auch nicht spielen, ne? Bitte, was hast du gesagt? Ich war gerade am Überlegen, ob dann überhaupt neue Spieler spielberechtigt sind, aber sind sie ja gar nicht. Das heißt, du kannst ja eigentlich nur mit den Alten. Du kannst nur mit den Alten, du kannst mit Dejan Jovelic beispielsweise, der zurückgekommen ist, der ist eine Option, weil der Teil deines Kaders war, auch wenn er dann nicht gespielt hat. Ansonsten musst du mit den Leuten agieren, die du hast. Aber natürlich, trotzdem ist es, wenn uns jetzt nicht ganz so viele Leute verlassen, ist es ja trotzdem immer ein super Kader, mit dem du normalerweise Basel schlagen kannst. Die Frage wird nur sein, schaffst du es in diesen paar Tagen auf dieses Niveau zu kommen? Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Patricia, also, wie siehst du das? Ich setze da auch nicht so viel Hoffnung drauf. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen dumm, sich selbst gegenüber aus Selbstschutz da jetzt irgendwie alle Hoffnung reinzulegen. Das Einzige, was ich sehe, ist halt, dass man da vielleicht wirklich auch mit so einer Spielidee reingehen kann, dass man die halt irgendwie viel laufen lässt und viel auf Körperlichkeit geht, eben weil man selbst ausgeruht ist und Basel halt eben nicht. Dass man ihnen da vielleicht so ein bisschen den Zahn ziehen kann, so hey, lass die viel laufen, lass die, sei anstrengend, lauf die an und tu halt viel.
wenn es gut läuft, brechen die dann auseinander und man schafft es irgendwie, warum auch immer, in irgendeinem wunderbaren Spiel da 3, 4 Tore zu machen und kassiert dann auch keins. Würde ich aber jetzt als nicht so glaubwürdiges Szenario einschätzen. Ja, vor allen Dingen ist halt auch die Frage, wie viel Druck haben die tatsächlich dann da ins Laufduell zu gehen, weil wir haben aus dem Hinspiel 3 Tore. Also das kratzt die halt auch irgendwie nicht, wenn du sagst von wegen, komm, wir schieben jetzt mal den Ball hinterhin her und lassen euch hier irgendwie mal anlaufen. Dann wenn die, also dann würde ich als Trainer der Mannschaft sagen, wisst ihr was, stellt euch mit 10 Mann hinten rein, einer bleibt an der Mittellinie. Die müssen 3 Tore hier machen, lass die doch erstmal kommen. Ist halt körperlich dann sogar anstrengender für die Eintracht. Eigentlich halt eher ständig, für uns. Pressing und was weiß ich was anlaufen musst. Kann's halt nur hoffen, dass das die irgendwie verunsichert, weil die Angst haben, dass wir irgendwie schnell ein Tor machen und dann, dass sie dann verunsichert sind, weil sie sich denken, wenn es in eine falsche Richtung läuft, dann wird das nochmal eng. Aber das ist der einzige Szenario. Das ist der einzige Punkt, den ich tatsächlich sehe. Wir haben schnelle Spieler, mit einem Kostic, vielleicht auch mit einem Gasinovic vielleicht wirklich mal auf der anderen Seite da spielen lassen, dass du einfach schnell versuchst, die mit einem Konter, mit einem Laufduell, wo wir einfach mit müden Knochen hoffentlich da ankommen, vielleicht dann jetzt nicht so hinterher sind und vielleicht auch einfach durch die vielen Spiele geistig nicht so schnell in der Lage sind, sich da irgendwie einzustellen, dass du denen schnell ein oder zwei Dinge einschenkst, weil dann wird der Druck für sie da sein. Dann kannst du sie versuchen, irgendwie niederzuringen. Aber ansonsten sitzen die das halt aus. Mhm. Finde ich interessante Ausführung. Mhm. Was? Auf jeden Fall. Wisst ihr denn, findet das Spiel denn jetzt definitiv in Basel dann statt? Nee, das findet nicht in Basel statt. Das wird auch in NRW, oder? Ach so, das gehört zu diesem kompletten Turnier dann dazu. Ja, die spielen die Dinger doch hier in Düsseldorf, Köln, Gladbach, hast du nicht gesehen, spielen die Dinger doch aus. Die Rückspiele werden, okay. Die werden alle Spiele, kein einziges findet irgendwo anders da statt. Die finden alle Spiele dort komplett in NRW, in diesen Stadien statt. Das wäre nur das Turnier dann später. Okay. Das gehört komplett damit dazu. Das wird alles tatsächlich in diesen Dingern ausgetragen. Ich glaube, der tatsächliche Spielplan und was wann wo stattfindet, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee, ich auch noch nicht. Aber kommt, also ich glaube, es ist noch nicht hundertprozentig durch. Noch nicht, ich glaube, die sind komplett geklärt, aber die finden alle eben in hier, was hatte ich gesagt, Köln, Düsseldorf, ich glaube, Gladbach war auch dabei. Ich habe die Liste schon wieder zugemacht. Also die finden alle Spiele komplett, die Rückspiele und auch die darauffolgenden hier, was ist es dann, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Die finden alle komplett in diesem Turniermodus da in NRW statt. Genau. Gut, danke. Und ich, wie gesagt, also die Ausführung fand ich jetzt echt interessant. Vielleicht muss man dann das dementsprechend auch so anpassen. Ich bin echt mal, auch ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Basel, wie gesagt, die sind bis 2.8. in Betrieb. Und für die wird es ja auch noch um was gehen. Vielleicht haben wir das Glück, dass die dann so gebeutelt sind, vielleicht sind die auch frustriert, vielleicht wird es am letzten Spieltag spielen sie beispielsweise gegen Luzern, die sind noch nicht hundertprozentig durch, also muss man auch mal gucken, vielleicht rutschen die noch unten rein, vielleicht geht es für die auch noch um irgendwas. Das ist bis 2.8. ist halt noch so viel Zeit, ne? Wir wissen nur, dass die Eintracht zumindest ausgeruht kommt, aber über die Details müssen wir uns genau da nochmal unterhalten, aber ich kann mir vorstellen, es könnte was gehen, wenn der Spielverlauf optimal ist. Ich habe ja das Gefühl, ich weiß nicht, wie seht denn ihr das, ist es nicht so, dass jetzt gerade in dieser zuschauerfreien Zeit auch Tore, wenn sie erstmal fallen, dann auch leichter fallen? Patricia, ist das auch aufgefallen? Es sind doch relativ viele hohe Ergebnisse, oder? Das stimmt schon. Ist mir tatsächlich noch nicht so aufgefallen. Habe ich jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Aber jetzt, wo du es sagst, ist schon auffällig. Vielleicht kann schon zusammenhängen. Also kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch oft so eine Eigendynamik, dass die, weiß ich nicht, dass sie konzentrierter sind, wenn sie vom Publikum dann nochmal angefeuert werden und dass dann irgendwie vielleicht die Abwehr doch nicht so aufmerksam agiert. Andersrum würde ich dann halt nur nicht verstehen, warum, warum mehr Tore fallen, weil das Ding ist halt, man hat ja nicht das Publikum im Rücken, was einen nochmal so aufpeitscht und sagt, ja komm, mach weiter, es steht 3-0, aber wir wollen noch ein viertes, wir wollen noch ein fünftes Tor, so. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, das, ja. Demgegenüber könntest du das Argument stellen, zu sagen, dass dann vielleicht die Stürmer nicht so nervös sind, weil das natürlich dann auch nochmal ein Faktor ist, gerade eben, wenn du jetzt in einem Auswärtsspiel auf
auf das Tor irgendwie zuläufst und du merkst halt irgendwie, dass du eine große Menge von Publikum hast, was gegen dich ist, dann wirst du vielleicht auch schnell nervös. Das hast du natürlich jetzt auch nicht. Stimmt, es gibt ja auch so einige Spielertypen, denen das, glaube ich, sehr entgegenkommt, ja. Ja, ja, die sich da vielleicht ein bisschen verwirren lassen oder halt zu viel Druck machen. Wenn du kein Publikum siehst, dann machst du dir, glaube ich, auch nicht so einen Druck einfach. Ja, und die Frage ist natürlich auch, da kann, kennt sich Marvin vielleicht eher aus, weil Torhüter sind ja so ein bisschen dein Fachgebiet, wie einfach das dann ist für so einen Torhüter, da halt auch die Spannung zu halten, der ja so in dem normalen Spielbetrieb jetzt nicht so sehr eingebunden ist und vielleicht mal irgendwie 20 Minuten gar nichts auf seinen Kasten bekommt. Und wenn dann halt auch wenig Atmosphäre von außen da ist, dann ist es ja schon eher wie so ein Freundschaftsspiel, wo du dir überlegen kannst, so, ach, muss ich jetzt noch Nudeln kaufen? Brauche ich noch Milch? Nächste Woche streiche ich noch das Schlafzimmer? Ist halt, glaube ich, auch schwierig dann, oder? Also ich glaube ganz ehrlich, dass es mit Torhütern das geht, weil die müssen, die sind es gewohnt, diese Spannung zu halten. Auch weil du, auch ich meine, so Top-Torhüter wie, was weiß ich, Manuel Neuer oder so, die wissen das, dass die vielleicht auch mal 40 Minuten gar nichts aufs Tor bekommen, aber in diesen ein, zwei Szenen müssen die dran sein. Ne? Und ich glaube, das lernst du tatsächlich schon, wo du aber schon merkst, dass es einen deutlichen Abfall gibt, ist bei höheren Ergebnissen, bei einem frühen 0-2, dass es einen emotionalen Leistungsabfall gibt von den Verteidigern. Ich glaube das schon. Okay. Ja. Und dass du ganz schnell in eine Spirale reinkommst, wo du denkst, okay, jetzt können wir hier eh nichts mehr reißen. Ne? Und dadurch, weil der Spieltrieb auf der anderen Seite, du willst ja immer, das kennen wir ja, wenn wir mal auf dem Platz waren, so, dann wollten wir eh immer ein Tor machen. So, ne? Auch Patricia, selbst bei du, als ihr früher Handball gespielt habt und wenn es nur ein Freundschaftsspiel war oder wenn es nur ein Trainingsspiel war, Tore wolltet ihr immer machen. Ja. So, weißt du? Du hast den Gang nach vorne und ja, deswegen wolltest du. Deswegen sind die Spieler, die offensiv aktiv sind, die wollen halt immer ein Tor erzielen. Aber defensiv, glaube ich, wenn du früh entmutigt bist bei einem frühen 0-2, dann fällt es dir schwieriger, noch diesen Punkt zu haben, um Gegentore zu verhindern. Deswegen die hohen Gegentore gegen Köln beispielsweise. Die Werder hat die auch weggefiedelt, weil Köln auch früh aufgegeben hat. Schalke in den ganzen letzten Rückrunde jetzt eigentlich total oft, auch gegen Freiburg. Du hast gegen Wolfsburg gesehen, da war Wolfsburg gegen Bayern, da ging auch schon nicht mehr viel. Und das kannst du dir die ganzen nächsten, ganzen vorherigen Spieltage kannst dir angucken und du erkennst immer wieder ein gewisses Muster, dass du merkst, okay, bei klaren, frühen, klaren Ergebnissen ist es ganz schwer noch da rauszukommen. Umso höher ist tatsächlich dann eigentlich das zu werten, wenn wir uns überlegen, dass die Eintracht ja auch nochmal gegen Freiburg, das war ja das Offensivspektakel der Eintracht, wo sie zwischenzeitlich aber irgendwie zurücklagen, dass die da nochmal zurückgefunden haben, was auch eine emotional krasse Leistung war. Ne? Ja, stimmt schon. Als Stürmer hast du natürlich viel mehr Motivation da, weil du ja aus dem Erfolgserlebnis kommst, wohingegen du als Abwehrspieler eigentlich die Motivation von außen an der Stelle dann brauchst, die halt komplett fehlt. Ja, ja, sehr gut. Genau. Ja. Es hat halt einfach auch für viele einen Freundschaftsspiel-Charakter. Ne? Das merkst du, finde ich, auch. Das passt zu dem, Marvin, was du sagst, dass so ein bisschen, ich weiß nicht, so dieses... Ich weiß nicht, ob du tatsächlich dich immer in diesen Wettkampfmodus auch als Abwehrspieler, das passt genau zu dem, was du sagst, Marvin, motivieren kannst. Wenn du nichts hörst, ein bisschen rumschreien von Trainern, dann schweifst du doch mal ab. René, auch wenn es vorhin ins Lächerliche gezogen wird, wurde, wenn die Leute ein bisschen Probleme zu Hause haben und so weiter, dann denkst du doch mal darüber nach, vergisst im Endeffekt deinen Laufweg, bist mal nicht konzentriert. Das kann hier schnell dazu führen, dass sowas auch sich in einem Tor oder in einer zumindest gefährlichen Situation abspielt. Ich denke auch noch ein zweiter Punkt, der, habe ich erst gedacht, vielleicht ist es das, aber da legt man vielleicht zu viel rein. Die Spieler kriegen natürlich auch eingebläut vor jedem Spiel, nach jeder Halbzeit und so weiter. Nicht zu eng, haltet ein bisschen Abstand, macht nicht das. Das sind, wenn da Leute wirklich sensibel dafür sind, normalerweise sind das alles Fußball, die spielen lang genug Fußball, die müssten das abschalten können. Und man hat auch gesehen, in vielen Situationen funktioniert das dann auch. Aber sobald du in dieses Nachdenken kommst, in dieses, bin ich jetzt zu nah? Man hat das dann gesehen, was für Skurrilitäten da teilweise in der Mauer dann waren, wo drei Spieler davor, drei Spieler dahinter, wo du gemerkt hast, die Leute wussten gar nicht mit der Situation umzugehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen Spieler auch tatsächlich dazu geführt hat, dass er gar nicht wusste, wie reagiere ich jetzt in der Situation? Darf ich so ran? Darf ich im Endeffekt diesen engen Körperkontakt? Auch bei Standardsituationen. Ein bisschen schwierig,
vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, könnte für mich noch ein Punkt sein, der da vielleicht auch dazu geführt hat, dass der ein oder andere Spieler nicht so an seine Leistung gekommen ist. Auf der anderen Seite, wie ihr schon gesagt habt, die Motivation, dieses Aufbäumen, dieses ich habe jetzt wieder volle Wettkampf-Motivation, ohne Fans sicherlich viel schwieriger. Okay. Dann bleibt die große Frage. Also du wolltest erst, ja, dann mach du. Nee, ich wollte nur sagen, da haben wir das doch ganz gut analysiert. Genau, dann bleibt jetzt die große Frage, wenn wir jetzt mal so gucken und jetzt so ein bisschen nach vorne gucken, auf eine neue Saison, die kommt. Was ist denn aus eurer Sicht das größte Problem aus dieser Saison, was wir unbedingt abstellen müssen und was wir nicht in die neue Saison mit rübernehmen sollten? Ja, Marvin fängt an diesmal. Ich würde sagen, ich gebe dann auch gleich noch weiter. Ich würde sagen, am Ende ist es die Systemfrage. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt klar und eindeutig auch selbst vergewissern, welche Positionen wir wie besetzen wollen und ja, welches System wir gerade im Defensivbereich jetzt auch wirklich spielen wollen. Denn man hat ja gemerkt, den Wechsel, den ersten Einwechsel in der Winterpause, ja, und dann im Laufe der Rückserie dann wieder zurück. Das war ja schon relativ deutlich. Jetzt müssen wir halt einfach wissen, wollen wir mit vier Verteidigern spielen oder mit fünf? Ne? Ich glaube, das ist das Wichtigste, oder Patricia? Ja, ich finde das auch, also ich habe das hier auch stehen, ich finde auch, ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen flexibler agieren kann. Also, dass sie Fünferkette können, wissen wir jetzt. Ja. Dass sie dann halt die Viererkette, auch wenn sie es einfach als Standardsystem nehmen, mit einer Viererkette, ist ja auch in Ordnung, aber dass man halt weiß, okay, wenn das gerade nicht passt oder wenn irgendein Spieler verletzt ist oder wenn irgendwie das mit dem Gegner besser wäre, je nachdem, warum auch immer, dass man weiß, hey, die haben was in der Hinterhand, die können einfach umstellen und es klappt. Weil das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man halt weiß, okay, wir können eigentlich nur das und das muss halt auch klappen, ansonsten fällt alles auseinander. Das ist ein bisschen, ja, das wäre ganz gut, wenn sich das ändern könnte. Was ich auch noch habe, ist, dass man irgendwie abstellen muss, so inkonstante Leistungen zu bringen. Nicht nur über die Saison betrachtet, dass man halt, keine Ahnung, gegen Paderborn und Köln verliert, nachdem man gegen Köln geführt hat, aber dann gegen Bayern 5-1 gewinnt. Nicht nur das, aber auch einfach innerhalb eines Spiels. Das wird mir ja schon reichen, wenn man in ein Spiel gut reinkommt und das dann aber auch durchzieht und nicht die zweite Halbzeit dann schlecht ist. Oder man startet in ein Spiel, spielt irgendwie den größten Mist zusammen, liegt dann hinten und merkt dann, oh ja, da könnten wir auch mal wieder was machen und spielt dann in der zweiten Halbzeit auf einmal Sterne vom Himmel. Das fände ich sehr schön, wenn man das irgendwie abschaffen kann. Also, dass man halt nicht diese zwei extrem unterschiedlichen Halbzeiten hat, weil das doch schon sehr anstrengend ist und auch einiges kaputt machen kann. Sehr guter Punkt. Ganz also Kontinuität ist ganz wichtig. Ja, wäre ganz gut, wenn die nur so ein bisschen launisch wäre. Jetzt muss ja nicht launisch, ganz... Okay, genau. Ja, bisschen genau, launische Diva. Sehr gut. Ja, was ist eigentlich mein Wunsch oder was ich gerne abstellen würde? Dass wir uns auf Spieler so fokussieren müssen, wie beispielsweise auf Kostic und jeden Abend ein Stoßgebet in den Himmel schicken müssen, dass er sich nicht verletzt, dass wir ein bisschen breiter aufgestellt sind. Die Kaderplanung, da haben wir schon lange und oft drüber gesprochen, ist und bleibt, finde ich, ein Problem, denn wir haben so lange auf der rechten Seite auch gesehen, was da experimentiert wurde, grauenvoll. Finde ich schlimm, finde ich super schwierig und muss ich wirklich sagen, würde ich mir einfach wünschen, dass da adäquater Ersatz ist, auch für Kostic, noch einen adäquaten Ersatz, den du da auch spielen lassen kannst. Nicht, dass du sagst, oh Gott, bevor halt gar keiner spielt, stellst du halt einen Durm hin oder sowas, aber das kann ja nicht das Ziel sein. Also es muss wirklich an einigen Stellen, finde ich, muss einfach nochmal nachgelegt werden, auch um diese Belastung, gut, im nächsten Jahr haben wir sie nicht, wir haben dieses Jahr, wenn man sich das überlegt, und ihr habt schon gesagt, so viele Spiele gehabt, wir haben in drei Wettbewerben mitgespielt, dann musst du eigentlich sagen, der Kader war dafür, ja, schon teilweise breit genug, aber die Qualität war dann schon echt teilweise nicht so dolle. Zu dem Thema mit eurer Systemfrage finde ich super. Ein Problem habe ich nur damit und ich glaube, der Basti hatte das vor ein, zwei Wochen ja auch im Podcast gesagt. Die Position Fünferkette ist sehr, sehr, die Libero-Position sehr, sehr Hasebe-abhängig und
einfach, es wird einfach, die Position wird halt auch nicht gelehrt in den, oder wurde in den letzten, was weiß ich, 15 Jahren nicht mehr groß ausgebildet. Es ist wirklich schwierig, da adäquaten Ersatz zu bekommen, der das so spielen kann wie ein Hasebe. Hasebe ist für mich der Inbegriff dieser Fünferkette, der Libero-Position. Ich glaube tatsächlich, dass wir schauen müssen, dass wir ein anderes System dort etablieren, auch gerne die Viererkette oder die Fünferkette ein bisschen neu interpretieren. Weil so wie wir sie im Mensch spielen, glaube ich nicht, dass der Kader es hergibt, das so zu machen. Ich glaube, dass am Markt auch schwierig jemanden finden wirst, der diese Fünferkette oder sage ich mal in der Dreierkette die Mittelposition so besetzen kann wie ein Hasebe. Aber ja, schauen wir mal. Hm. Guter Punkt, ja, guter Punkt tatsächlich. Ja. Mhm. Es ist halt, das ist sauschwierig. Ich finde auch gerade die Personalie Hasebe ist eine, wir müssen uns, das wird, glaube ich, gerade eine große Aufgabe nächste Saison sein, hier einen adäquaten Ersatz zu finden, beziehungsweise halt wow, so ja. umzustellen, dass das halt nicht mehr so relevant ist, weil das ist natürlich ein Punkt und damit spielst du ja genau da rein, was ein Problem werden könnte. Der mögliche der wahrscheinliche Abgang von Abraham relativ bald, ja, er hatte gemeint im Winter, ist für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum man dann im Winter dann wirklich so einen Wechsel anstrebt, also jetzt aus Eintracht-Sicht. Ja, weil du planst ja jetzt erstmal für eine komplette Saison, also irgendwas muss man sich dahingehend überlegen und natürlich, dass Hasebe ja älter auch wird und auch nicht, der kann nicht, ja, der ist Terminator, das verstehe ich alles, ne, aber auch ein Terminator wird irgendwann ein bisschen älter, ne? Arnold Schwarzenegger ist auch nicht mehr in seiner Prime, so. Und Hasebe ist jemand, der extrem auf sich achtet, der ja echt so ein wirklich krasser Typ ist, aber auch da müssen wir uns nach Optionen und Alternativen aus müssen wir genauer schauen und deswegen, das wird schwierig. Ich glaube, das kann jetzt im Sommer jetzt eine Aufgabe werden, da vielleicht nochmal nachzubessern oder dementsprechend die Position oder die Person, die wir haben, wirklich darauf zu setzen. Sprich, hier spreche ich natürlich auch wieder in Dicker. Umschulen ein bisschen, ja, ja klar. Ja. Mhm. Ja, und René? Also ich gehe ziemlich stark mit der, also für mich hängt das alles so ein bisschen mit diesem System zusammen, die unkonstante Leistung, die fehlende Breite. Und für mich hängt es halt einfach so ein bisschen daran, einfach mal festzulegen, in welchem System will ich denn überhaupt tatsächlich spielen. Und ich finde, da hat man in der Vergangenheit so ein bisschen den Fehler gemacht, man hat versucht, zwingend in dieses 4-4-2 zu gehen, und hat dabei komplett ignoriert, dass man das Material dafür nicht im Kader hat und hat auch das in den Transfers nicht richtig gemacht. Also es gibt ja nur zwei Varianten. Entweder du sagst, ich will in diesem System spielen, dann musst du aber auch das Material dafür ranschaffen. Oder du musst dir halt sehr genau überlegen, was für ein System kann ich denn mit diesen vorhandenen Spielern überhaupt spielen und wo muss ich vielleicht noch irgendwie ausbessern. Und das finde ich, zumindest in meiner Wahrnehmung von außen, ob das jetzt tatsächlich so war, weiß ich nicht, weil das keiner auch so richtig wahrscheinlich kommunizieren wird. Aber das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Man hat das nicht sauber festgelegt und man hat vor allen Dingen, und das wäre für diese Umbruchsaison, als die ich sie jetzt definiert habe, wichtig gewesen, man hat halt auch nicht dran festgehalten. Was ich halt auch als großen Fehler sehe, wenn du schon sagst, okay, wir stellen das System jetzt um, ich will in diesem System 4-4-2 spielen, und dann funktioniert das nach zwei Spielen nicht, was ja vollkommen normal ist. Du kannst ja nicht, wenn du einfach mal von links nach rechts alles umdrehst und auch einen Haufen neuer Spieler hast, erwarten, dass das nach zwei Spielen komplett funktioniert. Weil du hast ja auch die Vorbereitung war ja auch in dieser Saison durch Pflichtspiele und so weiter, wo du ja auch gezwungen warst zu gewinnen, auch nicht so konsequent. Mhm. Musst du halt dann einfach dran festhalten und dann halt einfach sagen, scheiß drauf, dann hauen wir halt mal fünf Spiele in den Sack, aber dafür sitzt das System dann halt einfach auch. Und das hat man halt auch nicht gemacht, weil auch einfach dieser Erfolgsdruck da war. Und das hätte ich mir eher jetzt für diese Saison gewünscht, wenn man das als Umbruchssaison definiert, aber das muss dann jetzt halt einfach in der Vorbereitung und im Beginn der neuen Saison funktionieren, weil du wirst das System nicht hinkriegen, wenn du nicht einfach mal sagst, du haust jetzt einfach mal 8 Spiele in den Sack und ziehst das halt einfach mal durch, dann werden die Leute nie in dieses System wirklich reinfinden, wenn du immer rein in die Kartoffel raus aus die Kartoffel machst. Mhm. Ja, das kann sein. Aber dann müssen wir natürlich auch echt krass abwarten, was der Anspruch von einem Hütter ist, was der Anspruch von, ja, auch Bobic ist, in wo es hingehen soll, ne? Weil diese Zeit des Zeitgebens, das kann natürlich auch dadurch irgendwie geändert werden, wenn du halt sagst, du verpflichtest so hochwertige Spieler, von denen du glaubst, dass sie gar nicht diese Eingewinnungszeit brauchen, ne? Bin gespannt. Kann sein. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ja, dann ist aber halt auch wieder die Frage,
gehst du halt dann auch diesen Investoren. Sind wir wieder bei dem Punkt, genau, von den Dennis vorhin hatte, ja, dass man vielleicht auch nicht dieses Risiko gegangen ist. Das müsstest du ja dann schon tun und das müsstest du aus meiner Sicht auch auf sehr vielen Positionen tun, wenn du das halt wirklich willst. Du brauchst einen Ersatz für Kostic, du brauchst jemanden für die rechte Seite, du brauchst jemanden in der Abwehr, weil du vielleicht auch davon ausgehen kannst, dass da auch der ein oder andere mal ausfällt, allein schon irgendwie karten- und verletzungsbedingt, aber vielleicht auch der ein oder andere geht oder einfach vom System her nicht die Spielzeit bekommt. Ich habe auch ein ganz großes Fragezeichen an der Linksverteidigerposition, wenn du wirklich in einem 4-4-2 spielst, weil da haben wir halt auch keinen. Ja, also da sind halt einfach viele Fragezeichen, da müsstest du sehr viel in diesen Invest gehen und das weiß ich nicht, ob man das tatsächlich dann tut. Oder du musst halt einfach sehr genug scouten und dann halt eher so auf die Kreativen gehen, die helfen dir dann aber nicht ab dem ersten Spieltag, die müssen dann auch einfach mal 10, 15 Spiele machen, um da wieder reinzukommen. Das ist genau der Punkt. Also entweder du wirst die kreativen Transfers haben, die Endikas beispielsweise, wobei die ja relativ schnell eingeschlagen sind, die Vallejos, also ich glaube Vallejo, da muss man mal ganz ehrlich sagen, als der zur Eintracht kam, ich hatte den nicht auf der Liste, wenn ihr den auf der Liste hattet, dann seid ihr echt super Füchse und das ist, glaube ich euch auch, ja. Aber es ist natürlich schon nochmal eine andere Kiste. Selbstverständlich, und, Marvin. Es ist natürlich kannst du es so machen, in Vallejo jetzt wäre jetzt eher eine sichere Kiste, auch wenn das jetzt zuletzt nicht so hundertprozentig funktioniert hat, aber, oder du machst halt wirklich genau so und verpflichtest hochwertige Spieler, von denen du weißt, ich glaube, das wird eine unfassbar spannende Transfer-Saison, die auch ja relativ lang geht. Wir können ja, da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen, ja, wie lang das geht. Ja, lass aber, uns mal ja, wir machen. Können ja. Also, es passt genau, ja gerade thematisch ganz gut. Die Transferphase ist gegliedert in zwei Teilphasen, würde ich es jetzt mal nennen. Wir haben einmal Phase 1.1, wie man sie so schön genannt hat. Die ist exakt morgen und die ist auch exakt nur morgen und gilt eben auch nur für Spieler, die bereits einen neuen Vertrag haben, der also ab dem 1. Juli greift. Die werden quasi bekommen morgen formal ihre Spielberechtigung für den neuen Verein, aber auch nur für die Saison und die Wettbewerbe ab Saison 2020, 2021. Also diese Spieler können jetzt dann nicht in noch ausstehenden Relegationspokalspielen oder irgendwas genutzt werden. Und dann hast du die eigentliche Transferphase, die vom 15.07., glaube ich, relativ nah noch an dem ursprünglichen Zeitpunkt, aber dann bis zum 5.10. geht. Also über 2 Monate das Ganze, extrem weit nach hinten. Und da habe ich schon so ein bisschen Sorge, weil je nachdem, wie das halt eben läuft, und wir haben es ja auch im letzten Jahr mit dem, Patricia hat es vorhin angesprochen, mit diesem, und dann war am letzten Tag der Transferphase auf einmal Silva irgendwie da, dass wir vielleicht auch, weil man sich preislich nicht richtig einigen kann, solche Spielchen auch wieder sehen, was bedeuten würde, dass Spieler, die da halt kommen erst zum Ende der Transferphase, nicht nur die komplette Vorbereitung verpassen, sondern eigentlich auch die ersten 2 bis 3 Ligaspiele und die kannst du eigentlich erst ab der Rückrunde so richtig integriert in dem Kader als verfügbar ansehen. Also das ist echt ein schwieriges Pokerspiel, was du da machst. Entweder am Anfang totale Mondpreise bezahlen oder lange warten, aber dann hast du die Spieler auch nicht vielleicht so direkt im Mannschaftsgefüge drin. Das bereitet mir echt Bauchschmerzen. Mir auch und ich glaube Bobic auch. Und ich habe so eine Idee. Ich glaube, dass auf jeden Fall bei uns so ein Take, sag ich mal, ich glaube, dass wir wenn wir nicht ein unfassbar krasses Angebot bekommen, werden wir keinen Spieler gehen lassen vor dem ersten Europacup-Spiel, also beziehungsweise vor dem Rückspiel gegen Basel. Ich denke, dass wir bis dahin unseren Kader zusammenhalten. Und wenn danach was passiert, auch in Sachen Verpflichtung unsererseits, dass wir auch relativ lange wieder warten werden. Ich glaube, weil es auch gar nicht so schlecht ist, wenn wir uns nämlich, wir haben über die ganzen Vereine gesprochen, denen es momentan nicht so gut geht, da kann sich ja auch noch was tun. Wenn Schalke eventuell sagen muss, wir müssen den einen oder anderen Spieler verkaufen, ja, dann wissen das viele und dann sinken vielleicht die Preise. Wir haben jetzt einen Absteiger mit Düsseldorf, da sind ganz gute Leute wie Erik Tommy beispielsweise dabei oder noch ein paar andere, ja, auch ein ehemaliger Düsseldorfer, der bei Schalke jetzt nicht so wirklich angekommen ist, Raman beispielsweise, wäre ja auch jemand, der uns gut zu Gesicht stünde. Also da sind ein paar Leute dabei, das bedarf aber eines wirklich guten Plans von Bobic,
Und dann kannst du den einen oder anderen Schnapper machen. Aber ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt auf den Kauf gehen. Du kannst ja gerade, du hast ja Schalke wieder angesprochen, die kriegen heute ja auch ganz schön ihr Fett weg. Du kannst ja auch mit einer Leihe agieren. Du kannst ja auch sagen, so Jungs, wir wissen, ihr habt Geldprobleme. Seid ihr euch sicher, dass ihr das Gehalt von dem Spieler zahlen könnt? Wollt ihr den nicht einfach mal für ein Jahr zu uns schicken? Habt ihr das Gehalt nicht? Ja? Also kannst ja auch damit, man muss da halt jetzt einfach kreativ. Ich glaube, aber da geht es eher ums Verkaufen. Ich glaube, gerade bei so Vereinen geht es eher ums Verkaufen. Ja, aber man muss da jetzt einfach kreativ werden. Das war ja das, was die Eintracht vor 2-3 Jahren, als diese ganze Thematik angefangen hat, ausgezeichnet hat. Dass sie kreativ waren, dass sie begrenzte Mittel hatten, dass sie damit sinnvoll umgegangen sind und halt auch einfach mal so ein bisschen unkonventionelle Wege gegangen sind. Und ich finde, da müssen wir wieder so ein Stück weit hin, einfach auch, wir haben viel, mit dem wir Spieler locken können. Wir haben, wenn wir wieder ins Stadion können, eine geile Fanszene. Frankfurt ist eine extrem geile Stadt. Du hast auch die Möglichkeit, wieder in internationale Wettbewerbe reinzurutschen, wenn du dich in der Liga ordentlich zusammenreißt. Also du hast halt einfach, wie hast du es vorhin so schön gesagt, Dennis, Werte, die in der Mannschaft und um die Mannschaft rum geschaffen worden sind, mit dem du vielleicht auch einfach Spieler so ein bisschen ködern kannst. Und das müssen wir wieder machen. Ja, finde ich, ist ein guter Punkt. Auch, dass die Eintracht jetzt vielleicht von so Vereinen profitieren kann, die jetzt so ein bisschen am Struggeln sind durch das Ganze. Was ich mir nur für Gedanken mache, also ich habe jetzt dieses Interview mit Hütter, ich glaube, in der FR gelesen. Und da meinte er ja, dass er gar nicht so viel auf dem Transfermarkt machen will. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ist das Poker oder will er es wirklich nicht? Weil er meinte, er möchte nicht so viel in der Mannschaft verändern. Er möchte nicht das ständig Neue dazustoßen, weil er möchte da jetzt was aufbauen mit dem Grundgerüst, das man eben hat und halt wahrscheinlich punktuell verstärken. Aber man soll jetzt keine turbulente Transferphase erwarten, wo jetzt, was weiß ich, wie viele Spieler kommen. Und das wundert mich ein bisschen, weil wir ja doch schon recht viele Positionen ausgemacht haben, wo wir uns punktuell verstärken könnten. Ja. Also es waren jetzt, glaube ich, schon 4-5 Zugänge, die wir hier gefordert hätten. Ich weiß nicht, glaubt ihr, das ist so ein bisschen Poker auch, dass es halt nicht so rüberkommt, als bräuchte man jetzt dringend Verstärkung? Oder glaubt ihr, er plant halt wirklich so, dass er nicht wirklich viel neue Spieler integrieren möchte? Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass er das ernst meint, ne? Also dass er schon ernst meint, dass wir ein absolut fähiges Gerüst haben, was wir ja tatsächlich aber auch nicht sehen. Also mit Kevin Trapp, mit Hinteregger, den du ja auch vorhin auch angesprochen hast, das sind Eckpfeiler, ne? Beispielsweise Rode. Auch Rode, so, genau. Kostic, wenn er bleibt. Ich gehe auch davon aus, dass Kostic, wenn es keine passenden Angebote gibt, dass er dann auch bleibt. Kamada, zweite Saison, kann ich mir gut vorstellen. Chor hat sich zuletzt gut entwickelt. Das sind auch, also das muss man ja auch mal positiv einfach sagen. Und dann hast du vorne, hast du mit einem Silva, hast mit Paciencia, der wieder da ist, mit Bastos und dann einen und Joveljic, der ja auch wieder Joveljic zurückkommt. Also da hast du schon einiges, ja. Gute Nummern, so, ja, und klar. Und dann trotzdem musst du halt in der Innenverteidigung noch sehen, was machst du für Hasebe, die habe ich jetzt absichtlich nicht genannt, weil, wie gesagt, die gehen vielleicht bald. Und Abraham, da musst du noch was nachputtern. Und halt auf der rechten Seite gebe ich euch vollkommen recht. Und selbst links brauchst du auch noch. Also du brauchst schon 3-4, aber trotzdem hast du auf vielen Positionen ja schon Leute. Ich glaube, es ist so eine Mischposition, aber ich denke natürlich, ist es auch viel Poker dabei, weil wenn du jetzt sagst, oh, ich muss die ganze Mannschaft jetzt, also Leute, so geht's natürlich jetzt nicht, wenn du jetzt hier, also wenn du 3-4 haben wir, aber ansonsten, dann machst du dich natürlich auch angreifbar und dann wissen die, du willst Geld investieren. Ich glaube, es soll aber ein Zeichen sein an die Mannschaft. Ich glaube auch, dass er das durchaus ernst meint. Ich hätte ihn jetzt nicht als den krassen Pokerspieler, ich blöffe die jetzt hier alle an die Wand, Menschen einsortiert. Und wie Marvin schon sagte, du hast ja auch den einen oder anderen, der da ist, und du hast auch einen oder anderen, der jetzt schon kommt oder auch der wieder zurückkommt. Also wir dürfen auch nicht vergessen, die Leihe bei der Simon-Euro-Falette läuft im Juli aus, der kommt wieder. Barkok kommt aus Düsseldorf wieder, Jovelvic kommt wieder. Die Leihe von Tuta läuft aus und die Leihe von Willems bei Newcastle läuft auch aus. Also da kommt auch einiges an Spielern wieder zurück, wenn sich da jetzt nicht was tut. Wenn nicht, Newcastle zahlt bestimmt auch gutes Geld für Willems. Das kann man reinvestieren in einen linken Verteidiger, den wir bräuchten, wenn wir Viererkette spielen, was ja schon gesagt wurde. Ja. Geil. Also gar nicht so schlecht, ja.
Guter Punkt. Patricia, glaubst du, die sind noch interessiert, nachdem er den Kreuzbandriss hatte? Hast du da was gehört? Das ist so das Schwierige, also weil er hat ja schon Interesse geäußert, also ich glaube, er würde gern dort bleiben, weil das ja ganz gut lief für ihn. Weiß nicht, also wäre schön, wenn die weiterhin Interesse haben. Also wobei ich mir vorstellen könnte, auf der linken Position, linken Verteidigerposition fände ich ihn jetzt auch gar nicht so schlimm bei uns. Es hat halt nur diese zentrale Position war halt nicht. Ja, das ging gar nicht, ja. Deswegen, also würde er zurückkommen, würde ich jetzt erstmal nicht Bauchschmerzen haben. Ich glaube, das könnte sogar ganz gut funktionieren. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn trotzdem kaufen. Nur kann ich mir halt vorstellen, dass wir dann auch weniger Geld bekommen, eben wegen der Verletzung. Ja, das ist richtig bitter, wie dumm das eigentlich gelaufen ist. Ne? Stell dir mal vor, er war zufrieden, die Eintracht war zufrieden, dass er da eine gute Runde spielt, der hat auch wichtige Tore geschossen bei Newcastle und jetzt alles ist jetzt halt extrem schwierig, ne? Und du weißt halt gar nicht, ja, bekommst du das Geld, was du normalerweise hättest bekommen können, ne? Aber eigentlich, was ja gut ist tatsächlich, dass wir sehen, dass er auch in anderen Mannschaften, auch in einer hohen Liga, auch gut funktionieren kann. Also das Potenzial, was wir bei Willems ja immer im Ansatz auch gesehen haben, ich meine, der war auch Pokalsieger, ne? Darf man auch nicht vernachlässigen, ist da. Mal gucken, aber ihr sprecht's an. Wir haben echt einige Spieler, die kommen wieder zurück. Bei Barkok beispielsweise habe ich große Hoffnung, dass das jetzt vielleicht funktionieren kann, oder, Dennis? Oh, ich wäre super, wenn er sich jetzt mal etablieren könnte. Das einzige Problem, das ist auch für mich jemand, muss eigentlich in ein funktionierendes Gerüst kommen. Ich weiß nicht, ob da Hütter auch so Lust hat auf irgendwie jemanden, der dann vielleicht mal nicht so Bock hat. Ich finde, Hütter ist da sehr konsequent. Deshalb auch nochmal auf Patricia deine Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Hütter das frei rausspricht. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden gucken, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle verstärken. Da auch Bezug genommen auf Renés Aussage von vorhin, von wegen, ja, er hofft, dass am Ende nicht wieder diese, am 4. oder 5. 10. verpflichten wir noch 2, 3 Spieler, weil sie jetzt noch verfügbar waren. Ich glaube, das war generell auch bei Silva so nicht geplant. Ich glaube schon, dass die Eintracht im Endeffekt da lange Zeit mit Spielern rumhantiert hat. Dann hat sich das ein oder andere eben nicht ergeben. Und dann hat man eben noch das Beste am Ende draus gemacht. Ich glaube, so wird das jetzt auch wieder laufen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir relativ früh, und Marvin, da hast du einen guten Punkt auch schon angesprochen, Europa League, die Phase, hast du natürlich jetzt, dass du das Rückspiel noch mitnehmen kannst. Kannst noch mal gucken, wenn du noch ein bisschen weiterkommst, den Turniermodus noch mitspielen. Das wird vielleicht auch noch die ein oder andere Entscheidung bei einem Spiel, der jetzt vielleicht absolut wechselwillig ist, nochmal entscheidend beeinflussen wird, sagen, okay, da spiele ich doch nochmal ein Jahr in Frankfurt, habe ich Bock, oder auch Spieler, die dann hierher kommen. Es ist natürlich schon eine interessante Nummer und ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht mittlerweile so professionell ist, dass sie nicht versuchen, am 5., 10. hier alle Transfers zu machen, weil sie billig sind. Auf der anderen Seite mit den Rückkehrern, Barkok oder auch Willems, falls er wieder kommen sollte. Patricia, du hast was Schönes gesagt. Er hat natürlich auch auf einer Position gespielt, die einfach überhaupt nicht für ihn gemacht war. Willems als zentralen Spieler einzusetzen und dann immer diese, ich sag mal, Kopf-aus-Situation und rote Karte, erinnert man sich ja doch an die ein oder andere. Willems ist jetzt 26 Jahre alt, der würde uns auch noch ein bisschen Spaß machen, wenn er jetzt nicht dieses Jahr weggeht. Ich glaube, der Vertrag würde dann nächstes Jahr auslaufen, ne? Also Laie würde so oder so nicht mehr funktionieren. Laie ist noch ein Jahr. Die Laie ist noch ein Jahr, das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, der Vertrag von Willems läuft 2021 aus. Ach, der Vertrag von Willems, der läuft 2021 aus, ja. Genau. Sorry, da habe ich jetzt was vermischt. Also, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Willems wäre für mich auf jeden Fall auch keine Magenschmerzen, wenn er auf der linken Verteidigerposition steht. Ich will aber nicht, dass das wieder so ein Mischmasch ist, nur weil wir jetzt jemanden im Kader haben, der vielleicht dann auch noch zentrales Mittelfeld spielen kann, dass er dann dafür auch mit eingeplant wird. Wir dann dafür niemanden als Ersatz holen für zum Beispiel Fernandes und so weiter und so fort. Wäre jetzt ein riesen Rattenschwanz, könnte man alles aufzählen, wollen wir aber gar nicht. Dementsprechend, ich glaube, die Wechsel oder die Laien, die jetzt zurückkommen, können uns weiterhelfen. Trotzdem sind eklatante Schwächen in dem Kader trotzdem noch vorhanden und das sieht auch, glaube ich, Hütter. Und da bin ich auch überzeugt und hoffe auch, dass wir nicht erst am 5.10. da den ein oder anderen Spieler auf der Position bekommen. Aber diese eklatante Schwächen finde ich schon krass. Also eklatant ist nicht so anders. Aber dieses Thema mit dem Mittelfeld sehe ich jetzt gar nicht so krass, weil da haben wir ja doch einige Spieler. Wir haben Rode, wir haben So, wir haben Kamada, ja, wir haben Kova, wir haben einen Barkok, der zurückkommt.
Also da, je nachdem, was du für ein System spielst, wenn du in einem 4-4-2 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern spielst und wir haben fünf zur Auswahl, da sehe ich jetzt absolut keinen Bedarf, dass Willems da spielt, es sei denn, die anderen fünf haben alle irgendwie die Beine unter den Armen hängen. Aber ansonsten hättest du da ja... Ist ja auch die Frage, ob die alle bleiben. Bleiben ja. Die alle, ist ja auch so eine Frage, ne? Ist keine Muss-Position, also auch keine Muss-Verpflichtung, aber ehrlich gesagt, wir müssen halt abwarten, kann Jibril Sow in der nächsten Saison abliefern, ne? Der hat wirklich viele Spiele gemacht, der hat insgesamt 44 Spiele oder was weiß ich, also hat wirklich, wirklich viel gespielt, ja? Und also sag ich mal 40 Spiele roundabout und hat aber, also so Torradar kaum gemacht, ne? Also der natürlich zentrales Mittelfeldspieler, aber hat auch viele Fehler gemacht, das gibt mir ihm im ersten Jahr auch vollkommen richtig, aber auch wenn ich mir dann als Vergleich anschaue, wie natürlich offensiver Mittelfeldspieler Kamada war, da war die Leistung am Ende sogar wirklich besser. Und die haben alle viele Spiele gemacht, das müssen wir abwarten. Die sind auch alle, wir können ja froh sein, dass beispielsweise ein So oder ein Kamada nicht mega lange ausgefallen sind. Ne? Also wir hatten in dieser Saison tatsächlich einigermaßen Glück mit Verletzungen. Also das kannst du ja auch, du kannst ja auch nicht immer damit planen. Wir haben nächste Saison auf jeden Fall weniger Spiele, wenn wir nicht in die Champions League kommen. aber ansonsten wird es dann erstmal so laufen, dass wir weniger Spiele haben. Aber dann müssen wir natürlich abwarten. Und für die kreative Seite ist es natürlich so, klar, wir können mit Jibril Sow arbeiten oder Kamada. Auch Gacinovic ist noch da. Man muss da nichts machen. Wenn irgendjemand vom Laster fällt, dann sollte man trotzdem zuschnappen, bevor andere Vereine gucken. Ja. Ein Ilsanker hast du auch noch. Mhm. Ja. Also du hast... Kreativ. Nee, aber ich meine jetzt mal generell an nominellen Mittelfeldspielern, die du da irgendwie in die Mitte stellen kannst, die zwei Füße haben und einen Kopf, ja, und damit ein bisschen mit einem Ball was anfangen können. Hast du ein paar. Ist jetzt nicht die Position, wo du sagst, wir haben absoluten Handlungsbedarf. Da sehe ich halt wirklich eher die rechte Seite offensiv, wo ich sagen würde, da sind weder Chandler noch da Costa noch ein Touré meine erste Wahl, wenn ich rechtsoffensiv jemanden haben will. Und Linksverteidiger, stimmt, wenn völlig, Williams jetzt wirklich in Newcastle bleibt. Ndicka hat den Job echt gut gemacht. Aber da hätte ich dann schon noch einen, den ich da hinstellen kann, der jetzt nicht Erik Durm heißt. Ja, tatsächlich also auch für die Rechtsverteidiger, rechte Flügelposition wäre ja auch schön, wenn wir noch jemanden bekommen, der ein bisschen Tempo hat, weil das ist ein bisschen verloren gegangen, finde ich jetzt. Ja. Also Silva ist nicht der schnellste, Paciencia, Dost, du hast halt eigentlich fast nur Kostic, der jetzt wirklich schnell ist. Wäre halt schön, wenn es da noch jemanden gäbe, der so ein bisschen da wirbeln kann. Sehr guter Punkt. Also Schnelligkeit wieder in dieses Spiel bringen ist extrem relevant und das ist uns abgegangen. Du sprichst ja an, Silva ist halt tatsächlich nicht der Schnellste, das ist ein bulliger Typ und das ist tatsächlich jemand, den du auf jeden Fall auch irgendwie, keine Ahnung, zu American Gladiators packen kannst. Ja, das denkt man gar nicht, aber es ist halt definitiv nicht der Schnellste und da brauchen wir wirklich auch vielleicht jemanden. Also es sind ein paar offene Stellen. Ich bin echt extrem gespannt. Es wird vielleicht die interessanteste Transferperiode, die wir seit langem hatten und das wird sich auch lange ziehen. Patricia, ich weiß jetzt schon, wenn wir dann wieder auf Twitter sind, dann werden wir im Juli schon oft über Transfers diskutieren und im Oktober auch noch. Also das ist ja absurd eigentlich, ne? Das ist auch wahrscheinlich wieder komplett absurde Transfergerüchte, auf die man dann trotzdem irgendwie anspringt. Oh ja. Weil man sich jetzt denkt, ach Corona, vielleicht ist ja da doch was und vielleicht kommt, keine Ahnung, Neymar zu Frankfurt, keine Ahnung. Irgendwas ist ja immer. Also laut Transfermarkt.de aktuell 22% für Kevin Stöger. Na, das war jetzt nicht das Gerücht, das ich hören wollte. Aber Ja, sehr gut. Da tauchen auch so Namen auf wie Malang Sarr von hier, wo spielt er in Frankreich? Das kann ich nicht sagen. Nicht, glaube ich. Also, was mich jetzt kalt erwischt. Ja. Ja. Kann sein, ja. Also, wo dann auch sagst, okay, das ist ein Innenverteidiger, der hat so einen Marktwert von 20 Millionen, die geben wir im Leben nicht aus. Ja. Nizza. Am Ende holen wir doch Sané. Bayern bezahlen ja weniger als 50 Millionen. Können wir uns auch leisten. Vielleicht können wir auch, ja. Ja. Irgendwie sowas. Oder leihen Robert Lewandowski aus in seiner letzten Saison oder sowas, keine Ahnung. Ja, also da wird es gerüchtetechnisch. Mario Götze immer noch. Mario Götze. Ja, das stimmt. Das finde ich wiederum vielleicht gar nicht so schlecht. Mal gucken, ey. Ganz ehrlich, der ist jetzt vertrags. Oder hat nicht hier Freund Kruse gesagt, er will wieder zurück in die Bundesliga?
Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ganz ehrlich, den brauchen wir wirklich nicht. Das ist nicht böse gemeint. Kruse wäre letztes Jahr echt cool gewesen. Aber wir müssen unsere eigenen Stürmer jetzt auch dementsprechend füttern. Und die haben einen guten. Weißt du, ich will auch ehrlich gesagt, will ich Silva niemandem jetzt da vorstellen, wenn ich nicht weiß, dass das eine richtige Bombe ist, der jetzt noch einschlägt. Ich meine, Kruse ist jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste. Und Silva hat da tatsächlich noch mehr Entwicklungspotenzial. Und Achle, ein Rang der Achle, der kommt zur Eintracht, das ist ein Junior-Nationalspieler, da geht auch noch was. Also, das würde ich tatsächlich nicht machen. Aber wir haben ja schon klar umrissen, welche Transfers wir uns da vorstellen können. Und wir werden, wenn wir wieder da sind, zurück mit dem Eintracht-Podcast nach der Sommerpause, werden wir auch noch weiter über Transfers sprechen, wen wir noch brauchen. Da sind wir wieder eine lustige Phase. Ja, das wird wieder interessant. Ja, ne? Schauen wir mal. Das wird eine extrem lange Transferphase und ich bin echt gespannt, was da passiert. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, weil ich jetzt schon irgendwie gerade in dem Modus bin und sage von wegen, auch Fußball ist eigentlich schon ein geiler Sport und ich will mich jetzt irgendwie mehr damit beschäftigen. Auf der anderen Seite habe ich auch echt Schiss davor, erst jetzt diese 4 Wochen, wo keine Eintracht-Spiele sind und auch sonst vielleicht nicht unbedingt Spiele, die man jetzt sich angucken will, wie so ein DFB-Pokalfinale, was einem halt auch irgendwie vorne und hinten nicht interessiert. Und dann diese ewig lange Transferphase, wo du auch vielleicht lange warten musst, bis dann entweder der Wunschspieler da ist oder man dir halt sagt, oh, sorry, kommt dann doch keiner mehr. Das wird anstrengend. Auf jeden Fall. Aber wir gucken. Stimmt. Wir nehmen es positiv. Ja, auch positiv. Heute verkündet, der neue Stadionvertrag wurde unterzeichnet und die Eintracht ist für wie viel? 15 Jahre Hauptmieter des Fußballstadions. Und des Geländes, ne? Und des Geländes, genau. Was ja unter dem Namen Deutsche Bank Park läuft, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und das ist aber ja das Gesamtareal, so hatte ich das damals zumindest verstanden. Genau. Über tatsächlich vielleicht Namen für das einzelne Gebäude, Stadion, haben sie jetzt da heute immer noch nichts gesagt, oder? Gute Frage. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es der deutsche, ich glaube nicht. Also es wird jetzt der deutsche Bankpark, über den Stadionname wissen wir nicht genau Bescheid. Das kann vielleicht noch passieren, dass da noch mehr rauskommt oder wird wahrscheinlich noch. Aber ich finde erstmal ganz gut, jetzt, wenn wir uns bei der Meldung jetzt erstmal bleiben, finde ich gut und wichtig tatsächlich, dass man auch erreicht hat, dass dadurch, dass die Eintracht ja momentan weniger einnehmen kann, allein warum kann sie weniger einnehmen, weil einfach keine Fans am Start sind, dass dadurch auch dementsprechend bis zu 4 Millionen dieser Zahlung überhaupt auch eingespart werden können. Das finde ich richtig gut. Ja. Da wurde man nochmal nachbehandelt. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich finde an sich ist es in schwierigen Zeiten, in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten für Fußballvereine eine richtig gute Meldung. Ich bin positiv. Da gibt es nichts. Ich hoffe, dass der Name des Stadions dann genau nicht zwingend Deutsche Bank Park heißt, vielleicht kann man da noch ein bisschen was tun, aber selbst wenn es so ist, dann schlucken wir die Kröte auch, würde ich sagen. Ich meine, davor hieß es Commerzbank Arena, ne? Also. Ja, also man haben wir ja schon lange drüber diskutiert. Ja. Kann, glaube ich, schon genau. Schlimmere Namen für Stadien haben, so AOL Arena oder so ein Kram. Also kann das Positive an der Meldung war doch auch die Erweiterung der Kapazität jetzt nochmal, dass das wirklich bis 23, 24 auf 60.000 Plätze erweitert werden soll. Genau. Das Stadion, ne? Ist jetzt auch nochmal festgelegt worden, tatsächlich auch jetzt mit Zeitraum. Die 60.000 standen ja schon vorher fest, aber genau. Spätestens in 3 Jahren soll dieser Umbau vonstatten gehen. Und das sind ja nicht nur Sitzplätze, sondern es ist ja auch eine Erweiterung des Stehblockbereichs. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Genau. Super. Ja, also wichtiger Punkt, um jetzt diese Saisonendphase und den Schritt in die neue Saison einzuläuten mit solchen positiven Botschaften. Mhm. Auf jeden Fall. Dann hoffen wir mal, dass wir bald die 60.000 wieder voll machen können. Ohne Probleme natürlich dann auch. Das ist jetzt ein bisschen 51.500 aktuell. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen das Manko an der ganzen Seite. Da wird jetzt groß über Mengen von Zuschauern gesprochen und du weißt eigentlich, dass du sie auf absehbare Zeit dort nicht erleben wirst. Wir hatten da ja beim letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen, über diese ganz oder gar nicht Variante. Ich habe tatsächlich ernsthaft die Befürchtung, zumindest was man sich da jetzt so anhört, dass das in diese Wellen verlaufen wird und man da dann doch irgendwann diese Konzepte mit irgendwie 5.000 oder 10.000 Leuten da irgendwie sehen wird.
Allerdings, wenn man sich diese Auflagen da anguckt, die stehen dann da ähnlich wie die Pappfiguren, dürfen sich vielleicht bewegen, aber dürfen nicht singen, nicht jubeln, nicht schreien, ja, was ja nachvollziehbar ist, wenn man sich anguckt, was tatsächlich ja aus Studien rauskommt, was sehr negativ positiv für die Weitergabe, negativ für die Verhinderung dieser Weitergabe des Virus ist, dann ist das nachvollziehbar, aber gerade in so einem Umfeld, wo du sagst, da wird Sport betrieben und da gehst du als Fan, als Zuschauer hin, um die Sportler irgendwie anzufeuern, dann zu sagen, du musst da aber irgendwie 90 Minuten stehen und hast gefälligst die Klappe zu halten, darfst nicht singen, darfst nicht schreien, darfst deinen Nebenmann nicht irgendwie anhusten. Boah, nee, also dann halt lieber wirklich gar nicht. Ja, schwierig auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Thema wollen wir jetzt hier nicht mehr in Gänze aufzurollen, das hatten wir ja nein. Beim letzten Mal schon wieder. Und dann steht ja noch ein Thema im Pad und da muss ich leider zugeben, da bin ich so ein bisschen unerfahren, wenn es um das Thema Frauenfußball geht, weil das tatsächlich, ich wenig Spiele Frauenfußball sehe, aber da hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass irgendeiner von den drei anderen hier in der Runde das Thema jetzt übernimmt. Ich wollte es einfach nur mal ansprechen, weil das jetzt auch relativ oft in den Kommentaren, ich habe es mal bei YouTube gesehen, tatsächlich auch, weil wir es öfter mal gespiegelt bekommen haben, dass wir das ja mal aufnehmen könnten. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass der FFC Frankfurt, wir hatten das ja, glaube ich, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auch schon mal mit der Franzi thematisiert, jetzt ist es fix, ne, beziehungsweise jetzt ist der Wechsel vollzogen worden, wird auch zur Eintracht Frankfurt. Finde ich eine spannende Entwicklung. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht, ob das, weil auch da ist natürlich jetzt, also ich meine, jetzt ist es tatsächlich gut für den FFC, einen finanziell stabilen Verein zu haben wie die Eintracht, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, das darf man auch echt nicht vernachlässigen, wie krass ist es jetzt, es kommt jetzt mehr oder weniger glücklich, ja, dass du einen Verein jetzt hast, der auch so einen Talfahrt, einen Einnahmentalfahrt einigermaßen kompensieren kann, weil machen wir uns nichts vor, der FFC lebt auch ganz anders als die Bundesliga noch von Einnahmen von Fans, von dass einfach Leute ins Stadion kommen und das ist natürlich jetzt, konnte jetzt nicht stattfinden, das wird bald wieder stattfinden, hoffen wir mal, aber ich bin sehr interessiert daran zu erfahren, wie das jetzt weitergeht. Die werden weiterhin die Spieler im Brentanobad austragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch die Trainer bleiben, das ganze Konstrukt wird einfach überführt in die Eintracht. Und ich bin echt mal, ich weiß nicht genau, wie sich das alles entwickelt. Ich hatte ja früher mal bei einer Dauerkarte für ein Jahr beim FFC, habe ich mir relativ viel angeguckt, als ich in der Nähe gewohnt habe. Und das hat auch großen Spaß gemacht. Das war geil. Sonntags konntest du da hin und du hast einen Platz bekommen und du konntest teilweise sogar einen Hund mitnehmen und du hast dann einfach eine gute Zeit gehabt, hast dir ein Käffchen gemacht und da konntest du auch Kuchen essen und so weiter und so fort. Das war schon cool und das war auch eine ganz eigene Art des Fußballs, auch des Erlebens. Und ich finde es cool, dass die Eintracht dieses Commitment gemacht hat und es geht hier um eine weitergehende Professionalisierung und ich wollte das jetzt einfach nur mal ins Gedächtnis rufen, weil wir sind der Eintracht-Podcast, das heißt, wir sind auch der Eintracht-Podcast für alle Fußballthemen und natürlich auch für den Frauenfußball und dementsprechend wird uns das in der nächsten Zeit noch ein bisschen öfter begleiten und allein dadurch, dass es jetzt auch Eintracht geworden ist, kann man ja mal einen Blick darauf werfen, wenn das in der nächsten Saison auch Eintracht Frankfurt heißt. Titelambitionen werden vielleicht auch wieder da sein. Der FFC ist ja ein Verein, das muss man mal ganz klar sagen, mit einer unfassbar reichhaltigen Erfolgsgeschichte, auch wahrscheinlich das schönste Logo im gesamten Frauenfußball gehabt, ja auch wirklich ein eigenständiges FFC-Frauenfußballverein, ist halt natürlich auch ein Statement, weil du nicht das Pendant eigentlich warst vom VfL Wolfsburg und so weiter und so fort, das war eine eigenständige Identität, die sich ja auch gegründet hat, ursprünglich aus dem Frauenfußball des FSV Frankfurt. Also dann sieht, man sieht, da steckt viel dahinter und ich hoffe, dass sie an die alten Erfolge, die vielen Erfolge, die sie hatten, vielleicht zusammen unter dem Deckmantel oder unter dem Schirm der Eintracht wieder angreifen können. Ich weiß noch, ich habe mir damals den Champions League-Sieg angeguckt. Das gibt es tatsächlich sonst in Frankfurt relativ selten. Gucken wir mal. Ja, war leider die letzten Jahre nicht mehr so erfolgreich. Also ich weiß auch, Marvin, wie du sagst, war ja früher, ich bin etwas überrascht gewesen, als ich hier mich so ein bisschen reingelesen hatte, dass die Gründung des Vereins erst 1998 war.
tatsächlich. Mhm, genau. Also ich hätte gedacht tatsächlich, dass es schon ein bisschen länger den FFC, aber es war, glaube ich, vorher dann noch eine Braunheim. Untergruppe in den 70ern. Ja, Braunheim, genau, danke. Und dementsprechend, ja, aber auch jedem von uns sagt, glaube ich, FFC Frankfurt definitiv einiges und auch eine relativ hohe Erfolgsgeschichte. Ja, wäre schön, wenn das hier jetzt weitergehen könnte, denn wir sind uns ja alle einig darüber und das, Marvin, das hast du nochmal schön gesagt, wir wollen Fußball sehen und ob da Männer oder Frauen auf dem Platz stehen, ist uns ja eigentlich in dem Sinne Wurst. Wir wollen guten Fußball sehen und wenn das unter der Marke Eintracht Frankfurt läuft und dann noch im Endeffekt, ja, du sagst beim Brentano-Bad und ein bisschen familiäre Atmosphäre. Ich weiß nicht, inwieweit sich das aufrechterhalten lässt, aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Das habe ich auch immer tatsächlich, und Marvin, ich glaube, wir waren auch ein, zweimal da beim FSV. Ja, mega. Zu noch besseren Zeiten. War ja auch immer ganz, ganz angenehm. Also warum nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir mit unserer Karte ob wir da nochmal eine extra Dauerkarte bekommen oder ob das lösen müssten oder ob wir tatsächlich hier auch ein Arrangement vielleicht hinbekommen, wenn es mal wieder soweit ist, dass man mit der Mitgliedschaft wieder was ermäßigt bekommt oder wie auch immer das dann funktioniert. Teilweise hat man das ja, dass wir die U-Mannschaften und alles kostenfrei mitschauen können oder gegen kleinen Obolus. Vielleicht ist da die Möglichkeit auch irgendwie sowas zu etablieren, dass man einfach noch mehr Leute ins Stadion, noch mehr Leute begeistert, auch für den Frauenfußball. Und ja, dementsprechend glaube schon, dass davon alle Seiten von partizipieren und profitieren können. Ist ein wichtiger Punkt, gehe ich tatsächlich von aus und hoffe auch, dass man bemüht ist, das Eintrachtspiel in dem einen Tag stattfinden zu lassen und das andere an dem anderen. Also dass Männer an dem einen, Frauen an dem anderen, dass im Zweifelsfall auch beide irgendwie besuchen könntest oder so. Weißt du, das wäre eigentlich so das Ideal. Über die Details muss die DFL uns dann mal, beziehungsweise DFB uns informieren, aber ideal wäre das natürlich, ne? Genau, das wollte ich nur mal ganz kurz auf die Tagesordnung setzen. Nein, prima. Ist ein wichtiger Punkt und ich muss mich da auch mehr mit beschäftigen, glaube ich. Und da habe ich mir nämlich gerade eben die Frage gestellt und das ist auch so ein bisschen die Überleitung, wo kann man denn überhaupt die Frauenbundesliga sehen? Und das ist ja relativ eindeutig noch und so ein bisschen oder auch deutlich geworden ist ja jetzt auch wieder, wo man die Männer-Bundesliga erster und zweite Klasse sehen kann. Nämlich dann auch teilweise nicht überraschend und teilweise dann doch überraschend. Die Fernsehrechte für die Übertragung der ersten und zweiten Bundesliga sind ja vergeben worden und sie gingen zu einem großen Teil an Sky. Dass Sky da versuchen wird, relativ viel zu machen oder zu bekommen, war, glaube ich, von vornherein klar, dass sie es dann am Ende halt auch bekommen. Ich glaube auch, weil so Player wie Amazon und Co. sich da so ein bisschen rausgezogen haben, war dann vielleicht doch überraschend und ich finde es auch so ein bisschen traurig, dass dann wieder der eine Sender oder das eine Konsortium da so sehr stark unterwegs ist. Es sind doch noch ein paar Spiele dann ja auch an The Zone gegangen, vorwiegend die Sonntagsspiele oder ausschließlich die Sonntags- und die Freitagsspiele, was aber ja auch schon einen relativ großen Teil umfasst, aber so der Löwenanteil erste und zweite Liga ist an Sky gegangen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen ärgert, auch wenn es vielleicht nervig ist, wenn man da irgendwie zwischen drei Angeboten da hin und her switchen muss, aber so ein bisschen mehr Konkurrenz hätte ich mir an der Stelle dann doch schon gewünscht. Patricia, du auch? Okay. Oder wie siehst du das? Ja, man kennt so ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Sky-Fan. Einfach auch, weil mir das nicht gefällt, was die aus den Übertragungen machen. Ja. Also Halbzeitanalyse, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist halt immer eine Minute, der Rest ist Werbung oder halt irgend sonstiger Quatsch. Dann geht es halt zu 90% in der Vorberichterstattung um Bayern, obwohl irgendwelche wichtigen Spiele für andere Mannschaften anstehen und du bist irgendwie Einzelspiel Bremen-Frankfurt und dann wird da trotzdem über Bayern geredet. Finde ich alles ein bisschen absurd. Hätte mich gefreut, wenn The Zone da tatsächlich mehr bekommt, weil mir das da einfach besser gefällt, wie das aufgemacht ist. Kann aber auch die Gegenargumente verstehen, dass es halt Leute gibt, die das sehr ungern über Streaming gucken. Ist jetzt bei mir nicht so das Problem. Also ich bin damit eigentlich zufrieden, funktioniert ganz gut. Auch Sky habe ich bisher auch nur das Sky-Ticket, also ich habe gar nicht diesen Receiver. Ist ja dann auch über Streaming und das funktioniert übrigens wesentlich schlechter als The Zone. Deshalb, ja, aber es ist halt gewohnt. Also es ändert sich ja jetzt als Verbraucher quasi nicht viel. Du hast halt The Zone und Sky und damit hast du eigentlich alles abgedeckt. Ja, es ist, wie es ist.
Man will sich jetzt nicht dran stören, aber wie gesagt, ich fände es halt wünschenswert, dass Sky vielleicht auch einfach, man muss denen ja gar nicht die Rechte wegnehmen. Es wäre ganz schön, wenn sie sich da so ein bisschen aufraffen und das einfach ein bisschen besser aufbereiten, alles. Ja, stimme ich zu. Dennis, du hattest auch schon, wolltest gerade was sagen? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich war auch überrascht über die Verteilung, weil Amazon sich komplett wieder rausgezogen hat. Hätte ich nie erwartet. Ich dachte, dass die auf jeden Fall irgendwo mitspielen wollen. Auch bin ich trotzdem überrascht, auch wenn ihr so sagt, oh, Sky hat so viel gekauft. Eigentlich dann mit The Zone mit 106 Spielen, alle Freitags- und Sonntagsspiele, das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Eigentlich war mir klar, dass Sky sich die Konferenzen sichern will. Das machen sie ja auch im Endeffekt ganz okay. Ja, wir brauchen nicht drüber zu reden. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr kostenintensiv, das zu produzieren und so weiter. Da war es eigentlich klar, dass Sky das macht. Das Produkt ist halt, gerade wenn du, Patricia, sagst du was Schönes, die Halbzeitanalyse ist ein Witz. Klar, über den einen oder anderen Kommentator kann man auch streiten. Auch die Vorberichterstattung ist nicht unbedingt toll. Aber die Frage ist, besser aufzählen, was gut ist, weil dann ist die Liste kürzer. So geil, dass die Liste jetzt schon voll lang ist. Ich das ist doof und das ist doof und das ist doof und das ist doof. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das auch doof. Was bleibt denn da noch? Also ich muss sagen, tatsächlich gibt es viele Leute, die sagen, sie gucken trotzdem die Konferenz, weil es für sie das stimmigste Konstrukt ist. Ob das jetzt ein Alternativanbieter, ich kenne gar keinen Alternativanbieter, der eine Konferenz anbieten würde für ein anderes Produkt als jetzt hauptsächlich die Bundesliga. The Zone hat es doch für Euroleague und so mit ihrer Goalzone und so weiter, haben die das doch auch schon gemacht. Also und auch nicht schlecht, wie ich finde. Da habe ich es leider noch nicht gesehen. Deshalb kann ich es euch, da habe ich keinen Vergleich zu. Aber da waren viele Leute eigentlich, bis zumindest so das Feedback gewesen, dass Sky das ganz gut macht. Aber wie gesagt, ich hätte mich auch gefreut, wenn The Zone da noch was bekommen hätte. Auf der anderen Seite, ich bin froh, auch wiederum, dass es nur zwei Abos sind, die man jetzt abschließen muss, um eigentlich dann die gesamte Bundesliga schauen zu können. Ein bisschen überrascht hatte mich dann, dass tatsächlich mal wieder was im Free-TV kommt, habe ich im ersten Moment gedacht. Und dann habe ich gesehen, Sat.1 hat, glaube ich, einfach die ZDF-Rechte sind das gewesen, ne? oder ARD-Rechte an der Fernsehübertragung, die jetzt einfach Sat.1 übernommen hat. Genau. Das heißt, eigentlich ist es nervig, weil du jetzt Werbung hast und das auch nur in HD gucken kannst, wenn du Astra, was weiß ich, da kaufst, HD Plus. Also fand ich eher enttäuschend. Ja, ansonsten mit den Radioübertragungen, ich bin da auch nicht ganz so wirklich so in der Materie drin. Ich glaube, es ist auch was mit den Streaming-Highlights, kann die Sportschau jetzt auch online was stellen, was ja die ganze Zeit nicht ging. Das hat, glaube ich, auch einen Haufen Geld gekostet. Also es gibt so ein paar Situationen, wo ich sage, ja, da kann sich auch für den Verbraucher was verbessern. Auf der anderen Seite sind wir uns alle einig, dass Sky einfach ihre Marktmacht nutzen musste, weil sonst, wer kauft denn sonst noch ein Sky-Abo heute? Filme, meine Güte, ist ja wirklich zum Brechen. Und die ganzen anderen Wettbewerbe fallen denen ja auch raus. Da war es klar, dass sie da zumindest das Premium-Produkt mit den Konferenzen und so weiter haben wollen. Aber mit zwei, drei Anbietern. Amazon hat tatsächlich auch ganz gut, auch mit dem Stream, das hat auch die ganz gut funktioniert gehabt, jetzt über Streaming hatte ich gesehen gehabt, wäre für mich auch noch in Ordnung gewesen. Wie gesagt, ich kann mit leben. Ich denke, hätte schlimmer kommen können. Also diese auf 5 Abos hätte ich tatsächlich keine Lust. Diese Free Highlight Clips, wird es genannt, ging an ARD und ZDF und Sport 1 Montag ab 0 Uhr. Die Highlight Clips direkt nach Abpfiff haben die Freunde vom Axel Springer Verlag bekommen. Aha. Also die sind dann hier irgendwie bei bild.de oder so online. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Ist natürlich echt schwierig. Bild will natürlich weiter auch ihre Pseudo-Macht da ausspielen. Sie haben ja verschiedene Online-Formate, die sie jetzt schon entwickeln, auch für ihren YouTube-Kanal, der auch Bundesliga, also beispielsweise diese Sendung mit Ralf, ne, wo ihr vielleicht, habt ihr vielleicht mitbekommen, wo da ganz viel mit dem Milkshake da geschüttelt wurde und so weiter und so fort. Ich will noch mal einen Punkt aufnehmen, und das ist ein interessanter. Dennis, du hast eben angesprochen,
Also ich weiß nicht, es sind vielleicht sogar zwei. Die einen, die du eben angesprochen hast, René, da bin ich mal sehr gespannt. ARD und ZDF ab 0 Uhr, ne, was du gemeint hast, da bin ich mal gespannt, inwiefern das auf die Regionalberichterstattung geht. Ich weiß ja beispielsweise beim HR, dann ist es ja echt eine schwierige Sache, welche Spiele oder welche Clips dürfen wir zeigen, welche dürfen wir nicht zeigen. Ne? Das könnte für uns wahrscheinlich vielleicht auch sogar für Fußball 2000 nochmal interessant werden, müssen wir abwarten. Wenn das runtergeht, ja, ist richtig. Ja, dann, was auch echt interessant ist, und das ist ja der Punkt, den Dennis angesprochen hat, ist die Frage der, also Radio, Amazon ist raus, ne, die dieses Bundesliga-Radio gemacht haben. Ne? Genau, das ist ja jetzt bei der ARD, die haben ja jetzt dann da die Und das ist eine Megakiste. Das finde ich wiederum auch extrem gut. Das ist wieder so die Erinnerung an die gute alte Zeit. Samstags Fußball-Schlusskonferenz im Radio hören. Das war so als Kind so eins der Highlights am Samstag. Das könnte natürlich, wenn ARD, und bitte, bitte verkackt das nicht, das ordentlich macht, könnte das halt echt eine gute Alternative sein. Das ist nämlich eine richtig gute Idee, und zwar ist es nämlich so, die haben ja die Online-Rechte, das heißt, es wird wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach, ist es ganz, ganz markant, um die ARD-Media-Audiothek, die es momentan gibt, wahrscheinlich aufzuwerten. Das heißt, du wirst, wenn alles gut läuft, vielleicht jedes Einzelspiel in der ARD-Audiothek in deiner App irgendwie kostenfrei verfügbar, die anhören können. Und das ist natürlich ein Mehrwert, den kann man jetzt noch gar nicht so übersehen, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass beispielsweise wie unser Phil Hofmeister, mit dem wir öfter zusammen zu tun haben, Patricia, dass der dann wahrscheinlich jeden Samstag ein Spiel irgendwie kommentieren wird, und das könnte man sich über 90 Minuten halt anhören. Also das ist natürlich schon eine relevante Kiste. Darf ich da eine Bedingung stellen? Wenn der liebe Phil das macht, dann möchte ich, dass permanent Stefan Reich am Klavier nebendran sitzt, um immer bei jedem Witz den entsprechenden Sound einzuspielen. Das ist ein Muss. Sehr gerne. Ich würde mich freuen. Ja. Klingt nach einem perfekten Plan, ja. Ja, das könnte aber echt gut werden. Aber jetzt nochmal, wir hatten es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, das Thema Amazon. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich habe nämlich eine ganz steile These, die da lautet, wie Dennis ja gesagt hat, die haben ja schon ein paar Spiele jetzt ja hier mit dem Eurosport-Thema da übernommen und haben die gestreamt. Und meine These ist, die haben einfach festgestellt, dass die Bundesliga keine Sau interessiert und dass die nicht bereit sind, auch nur einen einzigen Cent da rein zu investieren, weil es ein totes Produkt ist. Das wäre krass. Das glaube ich tatsächlich nicht. Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass der Aufwand, der hier betrieben werden muss, und ich nenne es jetzt mal, vielleicht war auch das Angebot, das Alternativangebot zu groß. Denn viele haben ja gesagt, ach, ich habe eh mein The Zone-Album, was soll ich da auf Amazon switchen und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass zwar ich glaube aber nicht, dass die nicht erkannt haben, was für ein Markt die Bundesliga ist. Denn ich glaube schon, dass die Bundesliga ein großer Markt ist, wo du auch gut Geld mit verdienen kannst. Ich denke aber, dass der Markt momentan noch nicht vielleicht weit genug ist. Patricia hat, glaube ich, was vorhin angesprochen mit Streaming, dass das viele noch nicht so annehmen. Müsstest du vielleicht wieder irgendwie deine Fire TV-Box noch ein bisschen einfacher machen und so weiter und so fort. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren da was erleben werden. Ich glaube, das war jetzt mal so ein Test. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das jetzt verteilt? 4 Jahre? Bis 24. 24, dass wir dann da tatsächlich mit Amazon einen großen Anbieter hier sogar am Markt finden. Könnt mir das schon vorstellen, dass das eher so ein kleiner Test war. Wie kommt es an? Was funktioniert da? Was brauchen wir an Infrastruktur? Was müssen wir da liefern? Ist ja auch was du nur im Live-Betrieb wirklich mal testen kannst. Und das für ein paar Euro. Du hast schon richtig gesagt, wir haben ja die Eurosport-Rechte da irgendwie mit vertingelt noch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Amazon da in Zukunft eine große Rolle spielt. Gerade wenn auch das Streaming-Thema noch weiter in die Gesellschaft eingedrungen ist. Denn gerade die Älteren, die dann so ein Sky-Abo haben, die tun sich da, glaube ich, schon teilweise noch ein bisschen schwer, wenn dann, musst du noch den Amazon Fire TV holen und so weiter und so fort. Aber wenn das eh jeder im Wohnzimmer stehen hat und jeder darüber schaut, ich glaube, dann ist der Markt auch da leichter zu erschließen. Aber ich glaube, dass einfach die Zeit ist vielleicht noch nicht ganz da. Ich glaube aber auch nicht, dass das deren primärer Markt ist. Wenn man sich jetzt anguckt, was die jetzt mit der Premier League machen, wo du einzelne Spiele irgendwie dir auf Twitch angucken kannst und mit diesen Watch-Partys, die da jetzt hier bei Amazon Prime Video kommen, wo du irgendwie mit Leuten zusammen irgendwie gucken kannst und so weiter.
ich habe eher das Gefühl, dass das mehr deren Markt ist, als jetzt tatsächlich der klassische Fernsehmarkt. Das könnte natürlich dann ein Argument sein, zu sagen, momentan sind sehr viele noch auf diesem klassischen, ich gucke Fußball am Fernseher über hier meine Satellitenschüssel-Thema, und dass das einfach ein Markt ist, den die auf die nächsten 3-4 Jahre nicht sehen. Patricia, was ist denn dein Thema dazu? Ich finde das auch schwierig. Ich glaube auch, dass sie es momentan einfach nicht, also für sich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die sagen, okay, es gibt keinen Markt dafür, das nicht. Aber ich glaube auch, dass sie es für sich einfach momentan nicht sehen, was ja dafür sprechen könnte, dass sie da jetzt auch nicht weiter rein investieren wollen. Aber dann halt wirklich auch auf so digitale Produkte gehen wollen, wenn der Markt dann sich auch dahingehend wandelt. Weiß nur nicht, wann das sein wird. Ich finde es jetzt gerade auch ein bisschen, kannte das mit diesen Twitch-Streams noch gar nicht bei der Premier League und bin da auch ein bisschen überrascht. Bin da auch selbst, kann ich es mir gerade noch nicht vorstellen, weil ich einfach entweder im Stadion oder am Fernseher gucke oder halt über Streaming, was ja aber auch auf dem Fernseher dann läuft. Und ich zähle mich jetzt noch nicht als ganz alte Person. Deshalb finde ich krass, dass es da einen Markt dann scheinbar zu geben scheint. Also, ja. Die haben, glaube ich, gestern war doch Premier League-Spiel hier, Crystal Palace gegen Burnley, haben sie gestern live auf Twitch gestreamt. Konntest du auch aus Deutschland gucken? Das war mir auch nicht bewusst. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Dabei bin ich ja der Älteste in der Runde und ich weiß sowas. Was ist los mit euch? Hab's heute zum ersten Mal gehört, dass man das irgendwie bei Switch streamen konnte. Also das ist ja eine geile Idee, weil wir hatten die Idee ja schon öfter mal. Ne? Aber das ist ja offiziell von YouTube. Also das ist ja nicht irgendein Twitch-Streamer, sondern Amazon, den gehört ja quasi auch Twitch. Die hat ja, Bezos hat sich ja Twitch vor ein paar Jahren eingekauft und die nutzen das jetzt tatsächlich zum Ausspielen einzelner Spiele. Da erreichst du natürlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die halt dann hier von gerade eben noch Fortnite geguckt, jetzt mal eben rüber geswitcht und hier Premier League auf Twitch gucken und dann halt quasi wieder, also du kriegst halt nochmal eine ganz andere Zielgruppe da rein. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Wir werden immer schlauer. Der Eintracht-Podcast bildet. Der Eintracht-Bildungspodcast, so ist es. So ist es. Na gut. Jetzt schwenken wir mal um auf den Eintracht-Historik-Podcast. Wir müssen nämlich noch die Saison von vor 20 Jahren beenden. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und wir reden über den 34. Spieltag aus der Saison 99-2000 und ihr wisst sicherlich noch alle, gegen wen die Eintracht am letzten Spieltag damals gespielt hat. Am letzten Spieltag, das wirst du mir auf jeden Fall sagen. Ja, ich kann es dir sagen, aber ich wollte ja, dass ihr das sagt. Dann löse ich auf, es war der SSV Ulm. Ach, ja. Genau, direkter Abstiegskonkurrent. Man spielte ja damals noch gegen den Abstieg. Man hatte zwar nominell vor dem Spieltag in der Tabelle einen ausreichend großen Punktevorsprung, aber da wurde ja nach dem 34. Spieltag nochmal 2 Punkte weggestrichen, weil es ja diese Strafe wegen Verstoß gegen Lizenzauflagen gab. Und damit war man gezwungen, das letzte Spiel der Saison tatsächlich auch zu gewinnen, weil alle anderen Konstellationen nicht gereicht hätten. Und es war eine ziemliche Zitterpartie. Die Eintracht ging relativ früh in der 24. Minute durch Salou in Führung, hat dann kurz vor der Halbzeit das 1:1 von Van der Haar kassiert und hat dann lange, lange gebraucht, obwohl man Chancen hatte, aber Ulm noch viel mehr Chancen hatte, die man dann aber immer wieder so knapp zum Teil auch vor der Torlinie irgendwie gekratzt hat. Raziewski hatte da eine Chance, wo der Torwart eigentlich schon überwunden war, er dann aber den Ball noch von der Linie gezogen hat. Und dann kam der Erlöser Horst Held, der in der 89. Minute einen Foul-Elfmeter verwandelt hat. Und damit dafür gesorgt hat, dass die Eintracht am Ende dieses Spiel 2:1 gewinnt und in der Liga bleibt.
Und Ulm damit absteigt, ne? Und Ulm damit absteigt, genauso wie Bielefeld, die ja jetzt wieder hochkommen und Duisburg, weil Relegation war ja nicht. Ach du Scheiße, ey. Wenn du dir überlegst, ne? Horst Held, der Erlöser, das hat er seit seiner Zeit bei der Eintracht auch nicht mehr gehört, oder Patricia? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er es jemals wieder gehört hat. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er das damals wirklich gehört hat. Wow, ey, krass. Ja, ja, also hammerhart. Ich habe mir jetzt immer nachgeguckt, wer da so gespielt hat, ne? Also auch so Leute wie David Strilic, die dann bei Ulm gespielt haben, also auch irgendwie crazy Typen. Ich glaube, mittlerweile ist der sogar in Leipzig unterwegs. Ich glaube, Jugendtrainer, müssen wir mal nachgucken. Auch so ein eigentlich australischer Nationalspieler gewesen. Ja. Geile Leute tatsächlich. Aber wir haben sie leider in die zweite Liga geschossen. Ich sehe gerade, wenn ich mir angucke, wie die Tabelle aussah, auch vor genau 20 Jahren hatte Schalke 04 39 Punkte nach dem letzten Spieltag. Ja, genauso also, wie wir. Die waren exakt gleich mit der Eintracht. Das Torverhältnis war gleich. Sie hatten nur weniger Niederlagen als wir und sind deswegen und es zählte am Ende der direkte Vergleich, deswegen waren sie dann im Platz über uns, aber kannst ja halt auch am Ende des Tages da nicht wirklich was von kaufen auf dem Level, ne? Nee. Das ist schon krass. Krass, aber. Ja. Richtig krass. Aber ja, spannend. Also da war es wirklich echt nochmal knapp und Horst Held hat tatsächlich eine gute Zeit als Spieler der Eintracht gehabt. Achtung, ne? War der Held des Tages. Oh. Tudum. Wo ist Herr Reich mit seinem Klavier, wenn man ihn mal braucht? Verdammte Haxen. Ja. Ja. Sehr gut. Genau. Spannend auch dahingehend mit der Fragestellung: Schafft es Bayer 04 Leverkusen, die am 33. Spieltag 3 Punkte vor dem FC Bayern waren, die Meisterschaft nach Hause zu holen? Spoiler: Nein. Leverkusen Bitte, hat am letzten Haching. Spieltag 2-0 gegen Haching verloren und Bayern gewinnt 3-1 gegen Bremen, damit punktgleich, aber die Bayern das um 7 Tore bessere Torverhältnis und deswegen deutscher Meister, Leverkusen nur Zweiter und damals der HSV auf dem 3. Platz. Krass. Auch etwas, was sie heute nicht mehr schaffen würden. Oder ja, genauso wie der TSV 1860 auf der 4, ne? Ich will nur mal sagen. Das, stell dir mal vor, Platz 4 wäre jetzt Champions League Quali. Vierter sind die vielleicht heute auch noch, allerdings eher so auf der, ich weiß nicht, was ist das? Die Oettinger Regionalliga oder was? Wie der heißt. Krass, oder? Also wie unfassbar das eigentlich ist. Also ich meine, ja klar, HSV, heftig. Aber ganz ehrlich, ich habe mich in diesem Jahr damals so geärgert, dass die Leverkusener waren spätestens dann Neverkusen, nicht Leverkusen, ey, weil die wirklich nie einen Titel holen werden. Ja, aber auch wobei, die spielen. Krass. Ja, oder auch Lautern auf Platz 5, damals europäisch gespielt, heute Insolvenz angemeldet. Ja, also da ist halt auch echt krass. So bitter. Ja. Naja. So ist es. Also, ja. schwieriges Jahr gewesen. Ja, ich hab dich jetzt gerade unterbrochen. Patricia, wolltest du noch was sagen? Nee, ich hab nur ein bisschen gelacht, weil es einfach so absurd ist, dass man jetzt bedenkt, dass Lautern und auch 1860, was mit denen jetzt ist und damals halt oben mit dabei. Aber wollte noch sagen, es ist schön, dass es damals noch ein Meisterschaftsrennen gab. Also ein richtiges bis zum letzten Spieltag. Habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ich war 4 Jahre alt, also ich war noch nicht so aufnahmefähig scheinbar. Ja. Ja, krass, wie oft hat eigentlich die Mannschaft, also wie oft haben die Bayern eigentlich zu deinen Lebzeiten den Titel geholt? Das war bestimmt, was weiß ich, 18 zu oft. Wahrscheinlich 80-90% meines Lebens wahrscheinlich irgendwie, ja. Ich habe zwischendurch noch Stuttgart mitbekommen und Wolfsburg. Dortmund müsste doch auch dabei gewesen sein. Ja, also sonst Dortmund, klar. Aber ja, jetzt so wirklich goldene Zeiten habe ich nicht erlebt, wenn man nicht Bayern-Fan ist. Ja gut, wer will das schon sein? Ja, das ist auch so eine Sache. B-Pokalsieger Eintracht Frankfurt, alles erlebt, was man erleben muss. Ja, ja genau. Das stimmt allerdings. Viel, viel größer. Das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so gedacht, dass ich das so schnell noch erleben werde. Ja. Man hat sich ja gedacht, so ein Titel mit der Eintracht, das wäre schön, aber ach komm, ja, vielleicht klappt es irgendwann. Dem Leben wird schwierig. Dann war er da. Da muss man sich auch glücklich schätzen. So schnell geht's. Ja,
Ja, unbedingt. Also ich habe gerade eben mal nachgezählt, wenn wir jetzt sagen, die letzten 20 Jahre, also von der Saison 99-2000 bis 19-20, von 20 Bundesliga-Spielzeiten waren die Bayern 15 Mal Meister. Sind die jetzt nicht das achte Mal in Folge Meister geworden? Die sind jetzt das achte Mal in Folge Meister geworden, aber gesehen auf die kompletten 20 Jahre, inklusive der Saison 99-2000, 15 Mal. Also gab es nur fünf andere Meister, wenn ich das jetzt mit meinen mathematischen Kenntnissen... Das ist korrekt. Klingt völlig korrekt. Das ist okay, korrekt. Okay, ja, und davon Dortmund. Dortmund. Wisst ihr die anderen noch? Dortmund ist einer. Ja, Wolfsburg muss dann auch dabei gewesen sein, glaube ich. Ja, ist korrekt. Stuttgart halt, ne? Stuttgart auch, ja. Was waren da noch? Gute Frage. War Bremen? Nee, Bremen war nicht, ne? Doch, 2003, 2004 war ach, ja, Bremen, krass. Genau. Krass, geil eigentlich. Wow, Bremen. Und dort? Rehakles, ne? Ja. Fehlt noch keiner? Ach, stimmt. Ja, nee, Dortmund ist mehrmals Meister geworden. Ja, genau. Genau. Naja, ernüchternd tatsächlich. Ja, tatsächlich sehr, sehr ernüchternd. Sehr, sehr ernüchternd. Jetzt brauchen wir was uns stimmungsmäßig wieder nach oben zieht. Und was gibt es da besser als den Dummschwätzer der Woche? Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ja, meine Damen und meine Herren, wir durften ja dann... oder ihr durftet ja abstimmen über den Dummschwätzer der Saison. Wir haben euch da ja letzte Woche eine große Auswahl an möglichen Dummschwätzern zur Verfügung gestellt. Wir haben insgesamt 55 Votings auf unsere Umfrage bekommen, die ich jetzt live hier an dieser Stelle zumache. Und wir haben einen sehr klaren Sieger mit 60%. Und dieser Sieger wurde ins Rennen geschickt von Marvin letzte Woche. Nämlich der Sieg für den Dummschwätzer der Saison geht an Sky. Und da stellvertretend genannt dieses wunderbare Interview mit Dynamo Dresden zum Thema Abstieg und sie können es noch schaffen und sie müssen hier nur noch 18 Tore schießen und Zeug. Also nach wie vor sehr verdient. Ein sehr großer Meilenstein im negativen Sinne, was die Fußballberichterstattungsgeschichte angeht, meiner Meinung nach. Oh, und Sky hat dieses Jahr wirklich viel gemacht. Wirklich ja. Viel gemacht. Ja, die haben viele Böcke geschossen. Ich habe zwei Dummschwätzer-Nominierungen tatsächlich diese Woche. Ich würde sagen, ich nenne jetzt mal einen und dann könnt ihr mal dazwischen und dann schieße ich meinen zweiten dann am Ende noch nach. Ich habe einen fußballbezogenen und einen weniger fußballbezogenen. Ich fange mit dem fußballbezogenen an und da werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Und zwar nominiere ich unseren allseits geschätzten, den Lieblings-Uli, den Hoeneß-Uli, für seine wunderbare Verteidigung des Herrn Tönjes. Nicht nur, weil er sich daran erinnert fühlt, wie man mit ihm damals umgegangen ist, als er wegen seiner Steueraffäre dann ja tatsächlich auch nachher zu Recht verurteilt wurde, weil er hat ja Scheiße gebaut, ja, sondern dass er da jetzt auch wieder dieses ewige Mantra anführt, was mich ja auch in dieser Hopp-Diskussion schon immer wieder nervt, nämlich zu sagen, der Mensch hat ja was Gutes getan. Er sagt ja hier auch, Tönnies hat ja eine Firma aufgebaut, deswegen kann man ihm ja jetzt hier nicht irgendwie alles schlecht reden. Nur weil der Mensch eine Firma aufgebaut hat, heißt das noch nicht, dass der von allem befreit ist. Nur weil ich schon mal einen Baum gepflanzt habe, heißt das nicht, dass ich einen Regenwald abholzen kann. Das ist keine Rechtfertigung für so einen Scheiß. Ah, super, ich habe das jetzt gedacht, ja. Nee. Hat mich fürchterlich aufgeregt, als ich das gelesen habe. Ja? So zu tun, als wenn, ja, nur weil man mal auch was Gutes getan hat, einen deswegen von allem befreit und dass Menschen da jetzt irgendwie zu Unrecht irgendwie angegangen werden, was es sicherlich gibt, aber in dem Zusammenhang, wenn man sich mal anguckt, wie das in diesen Fleischfabriken irgendwie läuft und auch wie die Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke gelaufen ist, dann muss man schon sagen, der hat nicht immer nur gute Dinge getan. Ja, tatsächlich hat er sich auch hart erarbeitet, so angegangen zu werden, in Anführungsstrichen. Weil ich sagen würde, es ist ja gerechtfertigt. Es ist halt einfach Kritik. Es ist ja nicht mal, dass man ihn
irgendwie zu Unrecht irgendwo verunglimpft und in irgendwelche Sümpfe zieht. Das hat er sich ja selbst eingebrockt. Deswegen, ja. Naja, dass da Uli tatkräftig zur Seite steht, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. War keine große Überraschung, das stimmt. Nee, aber es ist genau wie du sagst, Patricia, es ist tatsächlich ja so, das ist jetzt wirklich, es war lange Zeit kommend jetzt. Also man hat es jetzt schon gesehen und die ganze Sache, wie die komplett explodiert ist, wie die ganze Tönnies-Sache jetzt auch eskaliert ist. Ja, tut mir leid, aber es sind halt einfach extrem viele Verstöße. Du hast allein im Raum Gütersloh extrem viele Menschen dadurch in Mitleidenschaft gezogen und dass du jetzt halt irgendwie mal ein bisschen Gegenwind bekommst und gleichzeitig läuft es bei deinem Verein, den du mit großartig betreust, halt auch richtig kacke. Da musst du dir halt in verschiedene Richtungen einfach Fragen stellen und auch Fragen gefallen lassen. Und ganz ehrlich, diese Klüngelei davon von Hoeneß, das ist eine Frechheit. Also Steuersache, dass er auch sagt, er ist die Steuersache für sich. Also das, was ist denn mit ihm los? Also tatsächlich versuchen alte weiße Männer hier wieder ihre Schandtaten möglichst gering zu halten und klein zu reden. Aber das gelingt in diesem Fall halt tatsächlich mal nicht. Ja, nicht nur klein zu halten, sondern wir sind ja beide in der gleichen Amtor und Konsorten Denkweise drin, nämlich zu glauben, dass sie halt total unschuldig sind und der größte Fehler, den sie in ihrer Geschichte jemals gemacht haben, ist nicht, dass sie Mist gebaut haben, sondern dass sie sich dabei haben erwischen lassen. Ja, genau. Das ist halt genau die falsche Denkweise. Ne? Ja. Es liegt auch tatsächlich nahe, dass man Ähnliches irgendwie bei Uli in seinen Fabriken erwarten könnte. So krass, wie er sich da berufen fühlt, ihn zu verteidigen, da würde ich vielleicht auch mal dort einen Besuch abstatten und schauen, ob da denn alles so gut läuft. Will niemandem was unterstellen, aber dieses tatkräftige in Schutz nehmen eines Kollegen und Freundes, finde ich dann schon ein bisschen. Ja. Ja. Naja. Man kann zumindest mal die Frage stellen, ob da wirklich alles so viel besser vonstatten. Genau, wir stellen wie Basti einfach nur Fragen. Ja, genau. Stellvertretend heute für ihn. Ja. Was habt ihr denn noch so auf dem Zettel? Patricia, du hast, ne? Ja, okay, dann schicke ich meinen, ich würde es schon mittlerweile als fast hochgeleveltes Pokémon bezeichnen in den Kampf. das ist wieder Aki Watzke. Und zwar hat er sich nach der Klatsche des BVB gegen die TSG Hoffenheim geäußert, in Richtung des VfL Wolfsburg, da Schmadtke gesagt hat, dass es ja viel über einen Verein aussagen würde, wie er sich dann am letzten Spieltag gibt, weil BVB durch die Niederlage ja Wolfsburg auf den 7. Platz geschickt hat. Und dann hat Aki Watzke gesagt, darauf, wenn ich selber 0-4 verloren hätte, würde ich einfach die Klappe halten. Also ja, hat das jetzt so ein bisschen, naja, ich weiß halt nicht so genau, wenn man da jetzt gerade, es ist verständlich, ich bin kein Wolfsburg-Fan, aber es ist ja sehr, sehr nachvollziehbar, dass man sich da ärgert, wenn sich der BVB dann auf einmal von Hoffenheim abfertigen lässt. Oh ja. Oh ja. Dass man das kritisiert, das muss man sich wahrscheinlich als BVB-Funktionär, Spieler, Trainer gefallen lassen. Dass man da sich selbst so wichtig nimmt und dann wieder sagt, naja, ihr habt ja selbst gegen Bayern verloren. Ja, surprise, surprise. Gegen Bayern verlieren ist jetzt nicht so abwegig. Genau. Und das denen dann vorzuwerfen, also quasi so einen Reverse-Vorwurf daraus zu machen, ja, ihr habt doch verloren, finde ich halt lächerlich. Ich hätte auch einfach akzeptieren können, hey, ja, das war keine Leistung von uns oder ach ja, keine Ahnung, hätte man nicht verlieren müssen. Wenn es eine knappe Niederlage gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich auch niemand gesagt. Mhm. Aber so, ja, es war halt wieder so ein, ich fühle mich angegriffen und ich muss jetzt irgendwie wieder was Dummes raushauen einfach. Ja, ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil ganz ehrlich, ich finde das eine absolute Frechheit. Das hat mich komplett aufgeregt, dass Dortmund erneut absolut körperlos agiert hat am Ende der Saison. Das ist ja, das kennen wir ja tatsächlich. Erinnern wir uns damals schon mal, als die Hoffenheim zum Ligaverbleib geholfen haben, ja. Also da war es auch schon eine absolut körperlose Leistung. Und jetzt erneut zum Saisonendspurt lassen die Dortmunder komplett nach. Und da muss man sich ehrlich gesagt immer die Frage stellen, ob es hier mit Mentalität noch so weit her ist, wenn du
immer wieder genau am Endspurt so Dinger verlierst. Und natürlich, ganz ehrlich, ob Plastic Club 1 jetzt eine bessere Position im Europacup hat als Plastic Club 2, ist mir auch scheißegal. Ja, also alle 50 Leute werden vom Fernseher sitzen und Hoffenheim die Daumen drücken, wenn sie im UEFA Cup sind. Alle 30 Leute werden in Wolfsburg vom Fernseher sitzen und werden sich freuen, wenn Wolfsburg Topspiele hat gegen Gegner XY, die wir mit 50.000 Leuten abgefeiert hätten. So ist halt so, wird niemand interessieren. Europa League wird eine absolut Grottenveranstaltung sein. Ja? Aber trotzdem finde ich die Leistung von Dortmund an sich auch beschissen. Und dann diese Aussage von Watzke, die ist an Hochmut auch kaum zu überbieten. Ja. Völlig insofern, richtig. Gute Nominierung, Patricia. Ja. Ja, Aki, okay, kann man nichts falsch machen. Das ist ähnlich wie Uli Hoeneß. Und Thomas Müller, das sind so die Top 3 der Dummschwätzer. Hier Franz Josef Wagner bitte nicht vergessen. Ja, kann also man immer mal der spielt werden. Da auch ganz oben mit. Das stimmt. Der auch, natürlich. Ja, ich habe mir heute jemanden ganz kurzfristig vorgenommen. Eigentlich hatte ich keinen Dummschwätzer, aber die Bild-Zeitung, hat mir zu einem Dummschwätzer verholfen. Und zwar, es ist jetzt endlich passiert. Der Heilsbringer, auf den wir alle gewartet haben, Leroy Sané, wechselt zum FC Bayern München. Und die Aussagen, die da getätigt werden, die Bundesliga darf sich auf einen neuen Star freuen. Die Bundesliga, ich sage euch mal eins, es ist mir scheißegal, ob Leroy Sané in der Bundesliga spielt oder nicht, da bin ich nicht die Bundesliga und freue mich auf irgendeinen neuen Spieler. Ich freue mich, wenn die Eintracht einen neuen Spieler bekommt, der geil ist, aber dass der FC Bayern München, dass Hoffenheim vielleicht irgendwann mal einen tollen Spieler bekommt, ist mir scheißegal, ja, da freue ich mich nicht. Und ich finde es auch geil, wie dann auch schon erzählt wird, oh ja, er liegt aufgrund der schwierigen Lage liegt auch der Verdienst bei deutlich unter 20 Millionen. Puh, vielen Dank. Der Spieler hatte Verständnis für die schwierige Lage in Zeiten von Corona, dass er dann unter 20 Millionen nur im Jahr verdient. Na, dann ist ja alles okay. Kein Problem. Liebe Leute, sollten wir vielleicht wirklich mal darüber diskutieren, über die Wage Cap. Unter 20 Millionen, das heißt, er verdient 17 Millionen. Das ist immer noch scheiße viel in Zeiten von Corona, wo echt einige, viele Leute momentan überhaupt keinen Job mehr haben. Unverschuldet. Ja, während FC Schalke 04 40 Millionen vom Land NRW bekommt, was mir immer noch keiner erklären kann, müssen andere Leute, weil ihr Business, das sie gerade machen, Veranstaltungsbusiness beispielsweise, Kneipen und so weiter und so fort, müssen sie Insolvenz anmelden, auch wenn es früher gut gelaufen ist. Und dann höre ich, oh, in Zeiten von Corona zeigt der Verständnis für die schwierige Lage. Ja, Leute, ey, also Demut im Fußball ist echt ein Fremdwort und Demut wird auch bei der Bild-Zeitung nicht wirklich als solche verkauft. Also Daumen runter dafür. Deswegen meine Nominierung an die Zeitung, die tatsächlich hier ein Superstar für die Bundesliga titelt. Es ist mir kackegal. Wirklich. Scheiß drauf. Völlig zu. Und ich mag Sané tatsächlich, aber ist mir scheißegal. Ja. Nein, hast du völlig recht. Das Problem ist ja auch wieder, dass jetzt wieder so eine Hetzkampagne oder es wird wieder so aufgebauscht mit, ich habe es gerade nämlich gesehen, was wird jetzt aus dem Havertz-Wechsel? Oh mein Gott, verlässt uns jetzt ein Topstar, wird er jetzt ins Ausland wechseln müssen, weil im Endeffekt hier ein Problem mit Sané ist und was weiß ich. Also da denkst du dir auch nur, Leute, was ist denn mit euch los? Aber gut, Marvin, hast du sehr schön ausgeführt und berechtigte Nominierung. Weil ich denke tatsächlich nicht in diesem Liga denken. Mir ist es wirklich relativ egal, wie viele Spiele dann irgendwo anders spielen. Ich sehe das nicht als Gewinn für die Liga. Ich bin nicht ein Ligenfan tatsächlich. Ne? Ich bin kein Fan von oh, die Bundesliga. Wenn ich ehrlich gesagt ein Fan von oh, die Bundesliga wäre, dann müsste ich in 10, in was weiß ich, 7 von 9 Spielen, muss ich denken, oh Gott, die Bundesliga und nicht oh, die Bundesliga, weil da ist teilweise ziemliches Gerümpel dabei. Wenn wir jetzt Pech haben, und das traue ich mich kaum zu sagen, ist dann nächstes Jahr noch Heidenheim dabei und ich finde Bremen schon schwierig, aber wenn dann Heidenheim, dann wäre ich auch nicht wirklich viel glücklicher. Also insofern, es ist echt schwierig und das ist momentan bei mir eher oh, die Bundesliga. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn die Eintracht geile Spiele holt, aber alles andere, keine Ahnung. Patricia, bin ich da irgendwie merkwürdig? Empfindest du das als Gewinn für die Liga, wenn der Spieler jetzt kommt? Ist mir tatsächlich auch relativ egal, zumal, keine Ahnung, Bayern hat sowieso Starspieler und die werden auch immer wieder Starspieler holen. Ist für mich jetzt nicht so eine Top-Meldung, dass ich sage, oh mein Gott, ich fall vom Stuhl. Bayern hat einen krassen Spieler geholt. So, mein Gott, das passiert halt jedes Jahr. Also, weiß nicht. Genau. Ein Apfelbaum wirft Äpfel ab. Ah, okay, wow. Vielen Dank für die Meldung. Ja. Naja.
Sorry, muss da nochmal also kurz rein. Tatsächlich wird es für die Spannung der Bundesliga wieder eher problematisch sein. Ihr habt es ja schon vorhin angesprochen. Ne, das ist ja das, was wir uns eigentlich immer alle gewünscht haben. Wenn jetzt nicht Dortmund und, ich will es kaum aussprechen, RB da jetzt nicht entsprechend nachlegt, dann wird es da oben noch langer. Also es ist im Endeffekt was, es wird die Spaltung der Liga wahrscheinlich noch weiter vorantreiben, wenn so Spiele international, man kann es ja schon, in gewisser Hinsicht kann ich schon nachvollziehen, dass wenn man sagt, ach ja, gibt ja viele Leute, die sagen, wow, ich gucke nur Champions League, um im Endeffekt die Bayern zu sehen, wie sie die Deutschen da vertreten und so weiter, geht mir auch ab. Interessiert mich nicht, ob die Bayern da jetzt toll spielen oder nicht. Ich freue mich dann eher, und da geht es euch sicherlich genauso, wenn hier ein Kloppo mit seinem Durchmarsch macht oder sonstiges. Also das ist einfach eine Situation, dieses Regionaldenken, was teilweise ja interessant und gut ist, geht mir gerade in dem Bezug mit Bayern total ab. Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nichts von, und für uns wird es eher schwieriger, dann da mitzuhalten. Na, schauen wir mal. Also drücken wir mal die Daumen, dass ein Sané eine tolle Karriere bei den Bayern hinlegt, weil Sané ein cooler Spieler ist eigentlich und auch Nationalmannschaft ja früher, wenn man es mal geguckt hat, eigentlich auch ganz nett war, wie er da aufgetreten ist. Auf der anderen Seite interessiert es mich auch eher wenig. Aber da hat sich ja mein spezieller Freund Uli Hoeneß, weil du gerade eben das Thema Durchmarsch ansprichst, auch schon zugeäußert, der ja auch irgendwie Anfang der Woche in einem Interview gesagt hat, so nach dem Motto, man dürfe jetzt auch nicht erwarten, dass der FC Bayern in Zukunft nur noch irgendwie hier Teilzeitfußball spielt, da müssten sich jetzt auch die anderen mal irgendwie anstrengen. Wenn ich so Aussagen schon wieder höre, denke ich mir auch so, warum, du hast nichts mehr hier irgendwie zu sagen, warum hält dir immer noch ständig an der Mikro vor die Nase? Geh doch einfach. Das ist die Frage, genau. Danke. Es wird nicht einfacher für uns im Dummschwätzer. Nee, definitiv nicht. Es wird auch nicht besser oder einfacher bei der Nominierung von Dennis. Ich habe nämlich schon gesehen, was er hier reingeschrieben hat, und ich bin jetzt kurz davor, in die Tischkante zu beißen. Okay, also ich muss tatsächlich sagen, immer schwierig, weil es mal wieder keinen Fußballbezug hat. Aber wir kommen einfach auch nicht an den netten Mann mit der guten Frisur vorbei. Donald Trump mit den Aussagen. Der andere. Ja, wäre auch ein Kandidat gewesen, der hier garantiert noch das ein oder andere Mal vorkommen wird. Nein, Donald Trump tatsächlich, wir alle kennen die Zahlen, Amerika tatsächlich ja heftigst getroffen wieder von der nächsten Welle. Ich glaube 40.000 Neuinfektionen gab es jetzt von einem Tag auf den anderen. Und Donald Trump hat tatsächlich nichts Besseres zu tun, als sich hinzustellen und zu sagen, ja, wisst ihr, woran das liegt, dass wir 40.000 Neuinfektionen haben? Und jeder denkt, ja, weil keiner Abstand gehalten hat, weil die Leute im Endeffekt feiern waren am Strand. Nein, weil zu viel getestet wird. Es wird zu viel getestet. In Amerika wird zu viel getestet, deshalb sind die Infektionen von Tag zu Tag so viel, und weil Amerika eben diese Anstrengung macht, sind die Zahlen so hoch. Das hat nichts damit zu tun, dass alle republikanischen Gouverneure dazu gezwungen wurden, alle Sachen zu öffnen und dem Präsidenten unbedingt da entgegenzukommen. Maskenpflicht, oh Gott, was ein Teufelszeug, eine Maske zu tragen. Damit hat das gar nichts zu tun. Es liegt alleine daran, dass zu viel getestet wird. Das ist schon eine interessante These, muss man sagen. Donald Trump, danke dafür. Es gab ja so einige andere Sachen auch noch, die in noch kürzerer Zeit, ich glaube, der Bericht war jetzt schon von vorgestern oder ich weiß gar nicht, oder war es am Wochenende schon? Also es ist schon ein paar Tage jetzt sogar her. Ich fand aber, die Aussage war wirklich mal wieder sowas von krank, wo man einfach nur denkt, Mensch, was hat er wieder morgens genommen beim Aufstehen? Also wie gesagt, ist schon ein crazy Typ, und crazy kann man auf jeden Fall eine Beschreibung, lieber Dennis. Es ist ein crazy Typ. Kann man sich immer drauf verlassen. Das ist schon ein Keckebosch. Das ist schon ein geiler Verrückter, ne? Der ist da, ja. Also ist unfassbar. Also ich will auch gar nicht jetzt in den Trump-Rant jetzt hier verfallen, aber die Tatsache, dass der immer noch auch logischerweise reelle Chancen hat, wiedergewählt zu werden, ist unfassbar. Es zeigt die Absurdität des Ganzen, zeigt natürlich aber auch seine Medienmacht mittlerweile auch. Das muss man ganz klar auch so festhalten. Oh ja.
Es ist unfassbar, die Rallyes, die er macht, ne, das hat er nämlich auf einer Rallye gesagt, ich habe die mir teilweise auch angeguckt, wo er das aber mit seiner selbstherrlichen Art auch propagiert, das ist unfassbar, ich bin echt gespannt, es wird tatsächlich ein Riesenakt für die Demokraten, falls sie das hinbekommen, mit einem relativ schwachen Kandidaten ihn abzustürzen. Ich weiß nicht, ob es passiert, mittlerweile gibt es viele Republikaner, die sich ja auch schon gegen ihn stellen, hier das Lincoln Project, wir haben es ja letztens schon mal dokumentiert, haben es ja schon mal angesprochen. Also da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, aber es ist unfassbar. Das ist ein absolut irrlichtender Typ, der die solche Aussagen trifft und gerade in einer Pandemie, und das ist ja genau der Punkt, jetzt will ich wieder dazu zurückkommen, was du sagst, denn das ist ja unfassbar. Hier werden Leute immer noch Gefahren ausgesetzt in einem extrem hohen Maße, während wir mit viel Glück und aber tatsächlich mit auch Einsatz von allen, von den allermeisten Bundesbürgern und Bürgerinnen, was ich auch krass finde, dass wir es gut hinbekommen haben, trotz Tatsache, dass der sich mal hier trifft, trotz der Tatsache, dass es mal wieder Aufmärsche gibt, dass es mal Demos gibt und so weiter und so fort, haben wir es am Großen und Ganzen hier doch bislang echt gut hinbekommen, wo wir uns eigentlich auch alle mal auf die Schulter klopfen können im Großen und Ganzen. Aber wenn ich mir angucke, wie Donald Trump auch die, ja, wie du richtig gesagt hast, die gezogen gezwungen hat zu öffnen. Und jetzt siehst du, dass es halt nichts bringt, weil echt viele Leute, auch gerade Leute, die nicht so viel Geld haben, denen es nicht so gut geht, das Versorgungssystem ist eh für den Arsch in den USA, dass die richtige Kacke am Dampfen haben. Unverantwortlich. Also diese viele Todesfälle, müssen wir leider sagen, die daran resultieren werden, hat er mit zu verantworten. Das ist schon eine krasse Kiste. Also oh ja, mit testen wir nicht mehr, ne? Warum brauchen wir Teste jetzt? Also, ich mein, morgen könnte es eh passieren, ne? Testest du heute? Dann steigen ja schon wieder die Zahlen, Marvin. Das geht nicht. Kannst nicht so viel testen. Was ich aber in dem Zusammenhang auch gut finde, ist, dass eben auch immer mehr jetzt darauf aufmerksam gemacht wird, dass er eben so irrlichternd ist, allen voran jetzt auch auf diesen sozialen Plattformen, Facebook, die ja Aussagen von ihm dann irgendwie mit entsprechenden Informationen versehen haben, Twitter, die Dinge mit Informationen versehen haben, dass es offensichtlich Falschinformationen sind. Und jetzt ja auch heute Twitch, die den Account von Donald Trump auf Twitch für eine Woche gesperrt haben, weil die Party-Aufzeichnung hier diesen Wahlkampf-Party-Geschichten aus seiner ersten Runde haben da versucht quasi zu restreamen und er da ja sich sehr abfällig gegenüber Mexikanern geäußert hat, weswegen Twitch dann gesagt hat, nee, bei uns auf der Plattform gibt's kein Hate Speech und wir nehmen dir mal deinen Account für eine Woche weg, vielen Dank. Musste dich halt auch erstmal trauen, ne? Also gibt es auch, glaube ich, viele, die da immer wieder zurückstrecken, aber da dann jetzt auch einfach mal, glaube ich, erkannt haben, es ist notwendig, dem Kerl auch mal so ein bisschen was entgegenzusetzen. Super. Also da haben wir doch ein bisschen was. Ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ich habe noch einen. Ich wollte ja abschließen. Ich mache schnell und wir haben auch nur noch eine Liste von 48 Empfehlungen. Also wir sind schnell durch. Die letzte Folge von der Sommerpause. Wir wissen das. Das ist quasi die Folge über die Sommerpause hinweg. Das habe ich euch im Vorfeld nicht gesagt. Wir machen jetzt 4 Wochen durch. Ich schiebe noch hinterher, weil mich diese Pressemitteilung gestern auch wunderbar aufgeregt hat. Und zwar die Schul- und Bildungsministerin des Landes NRW, Yvonne Gebauer. Wir verlassen jetzt sehr weit das Thema Fußball und kommen zum Thema Politik. Die einfach der Meinung ist, wir sitzen diese ganze Corona- und Schulthematik einfach mal die letzten 10 Wochen aus, äußern uns zu gar nichts, schmeißen jetzt 300 Millionen auf die Schulen und Lehrer, beschaffen denen jede Menge technisches Equipment, mit dem die nicht umgehen können, bieten irgendwelche fadenscheinigen Bildungsangebote für die Lehrer nach den Sommerferien an, weil die brauchen ja jetzt auch erstmal ihr Päuschen, um dann in der Lage zu sein, Kindern adäquaten Fernunterricht zu vermitteln. Da frage ich mich auch, wie viel Geld ihr auch immer für dieses Konzept ausgegeben hättet. Für ein Drittel des Preises hätte ich euch das besser schreiben können, als das, was ihr euch da jetzt ausgedacht habt. Es ist eine bodenlose Frechheit. Okay. Nicht zu sagen. Krass. Ja. Also, und sich dann auch noch hinzustellen, so nach dem Motto, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten, ja, in dieser Hönes, Tönjes, sonst was Manier, die haben das alles vom selben gelernt. Es ist fürchterlich. Kannst ja nicht ausdenken. Nachvollziehbar auf jeden Fall. So, und damit bin ich aber mit meiner letzten Nominierung dann auch durch. Ich habe leise vernommen, der Herr Marvin möchte, dass wir hier ein bisschen zum Ende kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Es gibt eine Abstimmung
im Eintracht-Podcast, also bei eintracht-podcast.de, dort Folge 401, und ihr könnt aus diesem wundervollen Potpourri an Möglichkeiten euren Dummschwätzer der Woche wählen, und ich bin ernsthaft gespannt mal wieder, wer da das Rennen macht. So, jetzt haben wir trotzdem noch ein paar Empfehlungen und dann sind wir hoffentlich gleich fertig. Und dafür brauchen wir den Empfehlungsjingle, der ist hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia natürlich. Wir müssen merken, Rufen, mein Lieber, du hast jetzt einen Auftrag wieder. Du hast ja das wunderbare Jingle schon gemacht, aber da muss jetzt noch Patricia rein. Ne? Ja. Du Gemini. Ja, genau. Genau. Unsere Hörer und Hörerinnen waren wieder sehr, sehr fleißig und haben uns massenweise Empfehlungen geschickt. Ich hau die jetzt einfach mal der Reihe nach hier so runter und dann könnt ihr gleich noch eure Empfehlungen ergänzen. Wir haben einmal die Empfehlung von Tommy. Und der empfiehlt nicht einen Podcast, nicht zwei Podcasts, nicht drei Podcasts, sondern gleich eine ganze Liste an Podcasts. Es gibt nämlich die Liste Zuhören als solidarischer Akt. Und das ist eine Liste von Podcasts, in denen Menschen ihre Geschichte rund um Migration, Religion, Rassismus und so weiter erzählen. Das ist auch eine Liste, die permanent erweitert wird. Also wer sich mit diesem Themenkomplex nochmal mehr beschäftigen will und da auch nochmal ein bisschen mehr hören will, tatsächlich von Geschichten von Leuten, die da was erlebt haben, der kann da einfach mal sich diese Liste angucken und das raussuchen, was für ihn interessant ist. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Interessant, ja. Sehr gut. Zweite Empfehlung kommt von Mirko. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Das ist nämlich eine Art Crowdfunding-Aktion, heißt Ride, Collect, Donate. Und zwar geht es darum, dass Radfahrer doch quasi Müll, also so eine kombinierte Empfehlung aus Crowdfunding und tatsächlich auch Umwelttipp, die quasi ja Pfandflaschen und so weiter sammeln und die spenden, die dann wiederum eben gemeinnützigen Organisationen, die der Müllvermeidung irgendwie Auftrieb geben wollen, quasi die unterstützen sollen, ist eine Kampagne, die bei betterplace.org gelistet ist. Es gibt auch einen Instagram-Account, ich verlinke euch das mal, wer Radfahrer ist und wer sich dafür interessiert oder der da solche Aktionen gut findet und da vielleicht irgendwie in einem Radsportverein oder irgendwas unterwegs ist. Ich glaube, da ist sowas ganz gut aufgehoben. Der kann dort mal reinschauen. Okay. Dann haben wir noch eine Empfehlung bekommen vom Jan, der empfiehlt eine App, und zwar die App Too Good To Go. Und zwar geht es darum, dass es ja immer wieder mal in Lebensmittelläden dann Lebensmittel gibt, die man so an sich nicht mehr verkaufen kann. Und da kannst du quasi für kleines Geld bei deinen lokalen Läden so Sets oder so Boxen quasi erwerben, wo Lebensmittel drin sind. Und es ist so ein bisschen so ein Glücksspiel. Du weißt nicht ganz genau, was drin ist. Das heißt, wenn du beim Bäcker so eine Box erwirbst, dann ist da irgendwie Brötchen, Kuchen, Croissant, was auch immer drin. Die Sachen werden aber wenigstens verkauft. Du hast etwas, was du halt noch essen kannst, was aber halt ja nicht in den normalen Verkauf aufgrund von Hygieneregeln, was auch immer, mehr verkauft werden kann. Die Sachen werden nicht weggeschmissen, du hast was zu essen, du zahlst vielleicht auch ein bisschen weniger Geld und musst jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche irgendwie im Supermarkt die wunderbaren Fertigbrötchen aus dem aus dem Brotbackautomaten erwerben. Ein Klassiker und sehr zu empfehlen ist Nordsee. Das ist richtig gut, das Angebot habe ich auch schon genutzt. Okay. Top. Also ja, kriegst du aus der Auslage von dann teilweise 5, 6 Brötchen mit für ein paar Euro, also sehr, 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 sehr cool. Er schreibt auch, dass hier auch Obst- und Gemüseläden, Backwaren, Bierläden, ja? Also wer mal eben noch Bier braucht oder irgendwas, Restaurants, Nordsee hat er tatsächlich auch auf der Liste. Also scheint ein ganz gutes Angebot zu sein. Ich kannte es tatsächlich noch nicht, werde aber auch mal gucken, was hier in der Gegend noch so drin ist. Ich habe schon drauf tatsächlich. Das auch schon zweimal genutzt. Vergesse es immer wieder, weil also sehr, sehr viel Backwaren halt tatsächlich. Und wenn ich nur Backwaren esse, dann kannst du mich bald rollen. Siehst du auch irgendwann aus wie eine Backware, ich kenne das. Ja. Es gibt auch viel Sushi, gibt es auch öfter, insofern auch eine geile Maßnahme für die ganzen Sushi-Mäuse hier, die zuhören. Schuldig.
Ja, Patricia vielleicht? Ja, ebenfalls. Ja, deswegen. Aber also wirklich gutes Angebot. Schön, dass er es uns empfiehlt, weil eine geile App. Und ja, bevor der Scheiß weggeht, lieber mal schön snacken und genau. Ein paar Euro. Und dann haben wir noch einen Service-Hinweis als Empfehlung vom Sonny, gerade eben live während der Sendung reingekommen. Und ihr habt jetzt, wenn ihr das live hört, noch 36 Minuten, um das alles korrekt zu machen. Und zwar morgen ist der 1.7., das heißt Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, es ist eine gute Idee für die Zwischenabrechnung, nochmal eben schnell Gas, Wasser und Stromzähler abzulesen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch wach seid und wenn ihr wisst, wo euer Gas, Wasser oder Stromzähler ist, dann schnell mal noch dahin und ablesen für die korrekte Zwischenabrechnung. Geiler Tipp. Geile Idee, mach ich auch okay, sofort. Sehr gut. Ja, bin ich mir ziemlich. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, lieber Dennis, dass du das schon getan hast. Ja, nein, tatsächlich. Guter Tipp. Gefällt mir. Nein, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe es natürlich immer sofort live auf dem Handy. Nein, Quatsch. Gehört dazu. Muss man im Endeffekt tatsächlich nutzen. Ja, die Zeit ich jetzt. Werde gleich auch nochmal kurz hier am Stromzähler vorbeigehen und nochmal aufschreiben. So, dann habe ich noch tatsächlich zwei Empfehlungen und dann könnt ihr hier noch ergänzen. Der eine könnte vielleicht auch was mindestens mal für Marvin sein. Bei Dennis und Patricia bin ich mir nicht ganz sicher. Wie ist so euer Verhältnis zum Thema Gin? Gut. Oh, gut. Ja, kann man machen, ja. Kann man machen. Was man aus Gin auch wunderbar machen kann, ist Eis. Das haben wir nämlich am Wochenende ausprobiert. Es gibt nämlich in Irland die wunderbare Eiskette Murphy's. Ich weiß nicht, ob ihr euch die was sagt. Und die haben jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht ein Rezept für eine Gin-Ice-Cream. Und das haben wir am Wochenende probiert. Das schmeckt wahnsinnig lecker. Und weil ich das auf Twitter schon geschrieben hatte und mich ein paar Leute danach gefragt habe, hier aus der, von denen ich weiß, die hier auch zuhören, habe ich gedacht, das ist ein ganz guter Weg, euch das Rezept mal zukommen zu lassen. Also wer Gin mag und wer Eis mag, könnte da seinen Endgegner gefunden haben. Coole Nummer. Klingt tatsächlich cool. Sehr gut. Ja, schmeckt auch sehr großer gut. Großer Eisfan. Ich habe noch was im Tiefkühler. Ich würde dir was abgeben, aber nein. Oh ja, merkt man hier. Harte Bandagen hier, ja. Harte Bandagen, genau. Und dann habe ich auch noch so einen kleinen Mini-Umwelttipp. Also es ist tatsächlich nur ein Mini-Umwelttipp, weil auf der einen Seite sorgt man dafür wahrscheinlich für Erderwärmung, auf der anderen Seite tut man was Gutes für die Umwelt. Ich bin nämlich seit einigen Wochen großer Freund von Grillkohle aus Kokosschalen. Die haben den entscheidenden Vorteil, dass du keine Bäume dafür fällen musst, um daraus irgendwie Holzkohle zu machen, sondern die werden quasi aus einem Abfallprodukt gemacht, nämlich da, wo Kokosöl produziert wird, werden im Regelfall die Schalen weggeworfen. Daraus kannst du aber auch wunderbar Kohle machen für auf den Grill. Und die haben den entscheidenden Vorteil, erstens, kein Baum stirbt, zweitens, sie halten länger warm und das ist ja genau das, was du beim Grillen haben willst. Wie gesagt, das ist so ein bisschen semi-gut wahrscheinlich für die Erderwärmung, wenn es jetzt jeder macht, aber man kann ja nicht das ganze Leben auf einmal retten, nicht? Von daher Kokos-Grillkohle für mich eine ganz große Entdeckung und wenn ihr, bevor ihr das Eis esst, noch irgendwas grillen wollt, egal ob jetzt vegan, vegetarisch oder mit Fleisch, könnte das vielleicht was für euch sein. Jetzt habe ich eine Frage an dich, René. Ist das tatsächlich Kohle oder sind es Briketts? Es sind natürlich Briketts, ja. Du bist Grillbriketts, ja, mein Gott. Der Unterschied ist, Briketts hält lange tatsächlich und hält lange Temperaturen. Wenn du Kohle nimmst, ist normalerweise, wenn du sehr heiß grillen willst. Das hatte mich jetzt nur gewundert gehabt. Ja, die Aussage hat nicht ganz zusammengepasst. Sorry, ja, René. Es sind tatsächlich Briketts, also das war sehr klassisch hier, diese eierförmigen Dinger kennt nur, dass es halt aus gepresster Kokosschale ist. Nicht gedacht, dass ich diese Frage jemals im Eintracht-Podcast höre. Okay. Ja, gut. Öfters mal was Neues. Bildungspodcast, ne? Hatten wir ja schon drüber. Mhm. So, habt ihr denn noch was? Ich nicht. Nö, ich auch nicht. Ihr habt keine Lust mehr, ne? Ich bin fertig jetzt. Ja. Ich muss was essen. Ja, essen klingt gut. Das ist auch mein Tipp. Nein, Quatsch. Wie gesagt, der muss ich ja hier kurz einbringen. Es ist jetzt schon so spät, deshalb muss ich euch leider auf die nach Sommerpausenzeit verdrösten mit dem nächsten Umwelttipp. Dann gibt es aber auf jeden Fall die angesprochene Ergänzung von letzter Woche. Dann gibt es die Extended-Version oder wir machen vielleicht mal gucken, wenn es genügend Votings dafür gibt, machen wir vielleicht eine Sonderfolge nur mit Umwelttipps. Ach ja, nein. Also,
Gut, dann heben wir uns das wollen wir für nach der Sommerpause auf. Und damit wisst ihr jetzt quasi auch schon, was kommt. Es gibt nämlich ein Päuschen. Wir haben uns dazu entschieden, weil auch für uns die Saison einfach sehr lang und anstrengend war, da jetzt eine kleine Pause einzulegen. Das bedeutet, so circa eine Woche geplant, bevor die Eintracht in die Euroleague, was ist das, Finalrunden, Pokal, Turnier, Modus, keine Ahnung, wie das Ding am Ende des Tages heißen wird, startet, werden wir uns hier wieder zurückmelden, es sei denn, die Eintracht verkündet im Transferfenster ab dem 15.07., dass Mario Götze kommt, Boateng, weiß ich nicht, Messi, Ronaldo, wer auch immer, dann machen wir sehr wahrscheinlich eine Sonderfolge. Ansonsten nehmen wir uns jetzt auch mal die nächsten knapp 4 Wochen als Auszeit, wollen euch aber auch nicht so komplett alleine lassen. Ich habe noch 2 Sonderthemen auf dem Zettel, die ich jetzt hier nicht spoilern will. Ja, man muss immer hier die Spannungskurve hochhalten. Das heißt, es könnte noch 2 Sonderfolgen idealerweise geben mit Themen rund um die Eintracht. Ja, also so ganz allein lassen werden wir euch nicht, aber die regulären wöchentlichen Folgen setzen wir jetzt einfach mal für 4 Wochen aus. Und ich glaube auch ernsthaft, das haben wir uns mehr als verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir uns das verdient haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann wieder durchstarten in die neue Saison. Wie gesagt, dann sind wir einer mehr. Die Patricia war die letzten Wochen schon dabei und ist dann dauerhaftes und festes Teammitglied. Insofern starten wir dann wunderbar. Wir haben die beste Neuverpflichtung schon getätigt, bevor die Transferperiode überhaupt losgeht. Also insofern, was könnte es besser sein? Genau. So sehr gut. Ist es. Dann sagen wir allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank für all euren Support jetzt live während der Sendung, im Chat, per Twitter und auch zwischen den Folgen und auch alle, die uns hier finanziell unterstützen. Wir wünschen euch auch eine halbwegs entspannte Fußball-Sommerpausenzeit. Vielleicht hat der ein oder andere die Möglichkeit, tatsächlich auch in Urlaub zu fahren und mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Und dann melden wir uns spätestens, wenn es mit der Euroleague Rückrunden-Pokal-Ding weitergeht. Bis dahin, macht's gut!